Mädchen gesehen mit dem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Unklickt. Schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus. Aber an dieser Stelle ganz großer Kuss geht raus. Hallihallo Leute, schön, dass ihr da seid. Oh mein Gott. Ey, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe heute den ganzen Tag auf den Stream gewartet. Ich habe heute wirklich den ganzen Tag nur Sachen vorbereitet für den Umzug, Sachen online geplant für den Umzug, gekauft, Dinge besorgt. Und ich habe mich so auf den Stream gefreut. Oh, endlich. Mashallah, endlich dieser Stream. Let's go. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Küsse gehen raus. Danke schon für über 1400 Däumchen da oben, bevor das überhaupt angefangen hat. Dankeschön. Danke auch an die Subs, wie zum Beispiel Nahum Solomon, Captain Tops, Rob Stevie, Kip Supernova. Hallo, ich bin auch Kinderpfleger und Erzieher. Ich habe heute Geburtstag. Über ein Ständchen für mein Erinnerungsalbum würde ich mich riesig freuen. Danke, lieben Grüße alle. Oha, Kip, ey. Du hast einfach einen Tag vor mir Geburtstag. Wild. Ich muss da ganz den Monitor ausmachen. Und jetzt kann ich ihn wieder anmachen. So. Und natürlich schreibe ich auf die Geburtstagsliste HP Kip Supernova. Happy Birthday, mein Lieber. So, ganz schnell jetzt. Wir haben nämlich viel zu viele Subs hier. Ganz, ganz schnell. Dankeschön an Gamer Bro, Nikiva, Fluexitin, ich kann den Namen nicht aussprechen, nochmal. So viel Zeit muss sein. Fluoxetin. Küsse. Schub, Sunny, Karma, Ehre, Lee Gray, David, Griswold, Classic Jakob, Bad Wolf, Küsse. Habe ich jetzt was verpasst? Oh ja, einiges. Der Stream war gestern sehr nice, aber heute wird noch viel stärker, ich sag's dir, weil heute haben wir wirklich ein geiles Programm auf die Beine gestellt. Bad Wolf, Küsse gehen raus. Vielen Dank. Und natürlich fit und munter. Ich hoffe, ihr alle auch. Marci, hey Simon, wie findest du eigentlich, wen findest du eigentlich cooler? Voldemort oder Grindelwald?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Grindelwald gar nicht so genau, weil ich habe den neuen, ich bin jetzt nicht so ein ultra, ultra Harry Potter Fan. Und ich habe diesen neuen Harry Potter Film von diesen, es gab ja die Fantastische Tierwesen und danach kam ja Grindelwald, ne, als Standalone Film. Und den habe ich noch nicht geguckt. Das heißt, wenn ich den geguckt habe, kann ich dir die Frage wahrscheinlich beantworten. Aber ich finde Voldemort ziemlich uncool, muss ich ganz ehrlich sogar sagen. Dann würde ich wahrscheinlich annehmen, dass ich Grindelwald nicer finde. Irgendwie Voldemort fühle ich gar nicht. Jay, dankeschön. So, jetzt aber nochmal Double Time hier. Küsse gehen raus. Jay, Küsse. Die Elena, dankeschön. Jordan Kinderman, weiß nicht, was hier stehen kann, aber du hast es einfach verdient. Bruder, nein, Küsse gehen raus. Ich danke dir trotzdem von ganzem Herzen, aber du hast es verdient. Küsse. Küsse, 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 Küsse. Jona, Snap, Nahom, Dominik, Dr. Reismais, Margarita. Hey Simon, ich bin eine stille Zuschauerin, schaue dich aber bereits seit 2 Jahren fast jeden Abend. Wollte einfach Danke sagen. Ey Margarita, ich danke dir. Küsse gehen raus. Vielen, vielen Dank für den Support, weil ich es jetzt schätzen. Ungestell Diktator auch wieder am Start. Kuss auf die Nuss, Liebe geht raus. Ungestell Diktator, Küsse gehen raus. Sophia, hab jetzt ein sexy Bild von dir auf meiner Wand hängen. Hast du das Bild, hast du dieses Batman-Bild aufgehängt oder was hast du aufgehängt? Oh man, Sophia. Oh man, das werde ich mir später mal angucken. Küsse gehen raus. Rico RC und Ux Klug TV. Könnt ihr mal wieder ein Projekt wie Hero machen? Verbessert alle Projekte. Sowas ist sogar in Planung. Aber es gestaltet sich aktuell etwas als schwieriger als geplant. Christopher Jung, es ist auf jeden Fall in Planung. Ich kann nicht sagen, dass es bald kommen wird, aber es wird auf jeden Fall kommen. Christopher Jungs, Küsse und LPMR, Küsse gehen raus. Hackel Carrie, danke auch an dich. Vielen, vielen, vielen Dank. Grüße. Grüße, Grüße, Grüße. Und Joshua Best und JP, Dankeschön. Okay, Leute, wir haben heute sehr viel auf der Liste. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich küsse eure Augen. Wieso habe ich jetzt schon so schlimme Lags? Oh nein, Psycho-MC hat Lags. Oh nein, oh nein. Lord Suppe, Küsse. Was hältst du von Internaten? Und kannst du Sebastian und Levi oder Levi grüßen? Sebastian und Levi, Küsse und Grüße gehen raus. Was ich von Internaten halte? Naja, ich war noch nie auf dem Internat. Und naja, solange es cool ist und die Kinder Spaß haben. Ich war immer so ein Mamasöhnchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer meine Mama vermisst, wenn ich irgendwo lange weg war. Und ich glaube, Internat wäre für mich nichts, weil ich immer in der Nähe von meiner Mama sein wollte. Da hätte ich wahrscheinlich als Kind eher übelst gar keinen Bock drauf gehabt. Aber für manche Kinder ist es bestimmt was Cooles so. Also, solange man Bock drauf hat und es für alle cool ist, ja. So, wir zocken heute nach Unklick noch Surgeon Simulator 2 mit Mickey zusammen und Fall Guys. Ich mache aber heute nicht bis nach 0 Uhr, weil ihr wisst ja, ich habe morgen Geburtstag und ich will nicht, dass wir um 0 Uhr dann alle Happy Birthday in den Chat schreiben und ich will auch nicht, dass die Leute dann irgendwelche Spenden raushauen und so. Deswegen werde ich den Stream rechtzeitig beenden, ja, und es gar nicht dazu kommen lassen. Lord Suppe, Küsse gehen raus. Ach, habe ich schon gesagt. Und Hollywood, Küsse. Danke dir. Ich danke dir, Olli. Du bist ein sehr starker Nest geworden. Aber warte mal ab, wenn meine Mains kommen. Dann wirst du zerstormt. Wir gehen rein. Küsse gehen raus. So. Eure Instagram-DMs. Let's go. Ah, nee, warte mal. Wir haben das Format zum ersten Mal. Wir haben Premiere. Heute hat mir Luca eure Instagram-Chats zukommen lassen. Was? Das ist ein neues Format? Instagram-Chats gab es noch nicht? Okay. Dann rein in die Bücher. Das heißt, wir schauen bei euch rein. Oh mein Gott. Als ob. Oh mein Gott, ich muss kurz die Story erzählen. Also, wir haben einen Japaner oder eine Japanerin bei den Zuschauern. Und ich weiß nicht, ob es wirklich jemand aus Japan ist, der kein Deutsch kann oder halt vielleicht nur ein bisschen Deutsch. Aber er schreibt mir auf Englisch und er hat mir gestern schon 2x12.000 Yen gegeben. Donated. Das sind ungefähr 100 Euro und das heißt 200 Euro hat der gestern donated, ja, oder sie. Ich weiß nicht, warum er in dieses Stream reinguckt, weil ich spreche nur Deutsch. Ich spreche nur Deutsch. Oh mein Gott, ich muss aber ganz kurz gucken, wie der Name ausgesprochen wird. Oh mein Gott, was soll das? Was soll das? Also der Name übersetzt heißt der Freizeitmeister und ausgesprochen wird er Himajinanushi. Himajina. Also eigentlich steht hier Himajinaomo. Aber ausgesprochen wird er Himajinaushi oder so. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich überhaupt dazu sagen soll. Soll ich jetzt auf Englisch sprechen? Himajin! Arigato!
kisses on your eyes. I don't know what you're doing here. Do you speak even a little bit German, or why you watch a German stream? I don't understand it. But yeah, you're welcome and nice to have you here. And kisses to Japan. Eisplays, Küsse. In wer oder was so alles reingeslidet ist? Let's go. Er meinte zu mir, dass es ganz, ganz übel wird. Dementsprechend bin ich sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Hey, ich habe da mal eine Frage. Dann frag. Kannst du mir mein Herz wiedergeben? Du hast mein Herz genommen. Oh mein Gott. Jo, klar. Kein Problem, Bro. Danke, Bro. Den Bro-Status zu bekommen, ohne dass dich das Girl überhaupt mal gesehen hat. Das ist schon hart. Ey, random Frage, aber haben wir am Montag nicht miteinander geschlafen? Digga, was ist das für Menschen? Ganz normale random Frage. Doch. Du nimmst doch die Pille, oder? Nope. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also ich muss jetzt hier mal den Sexualpädagogen rauslassen. Leute, wenn ihr mit irgendeiner Person Geschlechtsverkehr habt, ja, dann benutzt verdammt nochmal, also an alle Jungs, benutzt verdammt nochmal ein Kondom und auch an die Mädels, sagt den Jungs, die sollen Kondome nutzen. Was ist das für eine Scheiße? Digga, ihr seid am Arsch, wenn ihr sowas macht. Ihr seid am Arsch. Was ist da los? Ich kann mich daran halt gar nicht erinnern. Ist jetzt eine belastende Sache. Irgendwie schon. Aber scheiß drauf, was für Memes magst du so? Oh mein Gott, bitte einen Stream nur in Englisch. Und Küsse an alle, ha, morgen bist du endlich 18. Sophia, morgen endlich volljährig. Oha, dann wird erstmal ein Glas Bier getrunken und dann wird richtig die Sau rausgelassen. Leute, warum? Küsse gehen raus. An der Stelle, auch wenn ich am liebsten noch... Oh mein Gott, thank you very much. Oh mein Gott. Don't donate too much, please. Please. I'm happy if you even only in the chat and just writing in the chat. You don't have to spend any money. I appreciate it really much. And I want to say thank you very much. But you don't have to spend any money here. Thank you very much. Kissing, man kennt die. Oh mein Gott! E-Ray, Küsse. Bitte füg Zero to Laura in die Geburtstagsliste ein. Für heute Abend ist meine Freundin. Oha, E-Ray, du alter Player. Und Zero to Laura, happy birthday. Durchklatschen würde, bitte nicht mehr klatschen. Und ich frage mich immer, wie kann es sein, dass der Name Kevin und der Name Chantal noch nicht ausgestorben ist? Ich habe die Antwort gefunden. I was in Tokyo once. I can show you. Heute ist wieder so. A few years ago. Right. Ah nee, warte. But I was the biggest cringe lord. And I made my Pokémon tattoo. In Tokyo, here, at an underground tattoo artist. And it was really fun. I really like Japan and the culture. And yeah, it's nice to have people here from Japan. Oh yeah, and I met these two guys. Oh, it was really nice. I would just want to show you a little scene. Oh, I can show you the most cringe scene in this complete clip. This was my biggest fault. Okay, let me explain you. Okay, I met this girl. She's the owner of the Doki 6% Doki Doki store, and she got like stuff like the kawaii stuff on the shop. Like, oh yeah, kawaii. Chains and wristbands and stuff like this, yeah. And in Germany, it's really common to hug someone for to say goodbye. Okay, so I hugged her, and for her it was shocking, and I felt so bad
It was just horrible. Oh my God. Okay, für alle Leute, die kein Englisch verstehen. Ich verstehe ja selber kein Englisch, aber ich habe dieses Mädchen hier, diese Japanerin, umarmt. Und in Japan ist es überhaupt nicht üblich, dass man Leute umarmt. Und in Deutschland umarmt man sich ja zum Abschied. Und das war so unangenehm, weil sie war so richtig schockiert, als ich sie umarmt habe. Oh mein Gott, ich habe mich gefühlt wie so ein Belästiger, wirklich. Ich habe mich gefühlt wie so ein Sexualstraftäter auf einmal. Guckt euch das bitte an. Oh Gott, das war the most cringe scene in my whole life. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sie hat so mitgemacht, aber sie war komplett. Das war so, oh mein Gott. Oh mein Gott, das war, ja, das war wild. Das war wild. Ich finde auch, jeder sollte einfach das machen, worauf er. Ja, es ist egal. Weil ich den richtigen Cringe, den man sehen wollte, da muss ich los, Leute. Jetzt aber Schluss. Da können wir uns niemals komplett angucken. Das war wirklich richtig unangenehm. Oh mein Gott, es war unangenehm. Helena Cicek, Küsse gehen raus und Ibo, Küsse. Sucuk Brötchen Mini, kannst du auf ABK reagieren? Sehr, sehr gerne. Küsse gehen raus. ABK hat heute seine Sperre weg. Da schaue ich natürlich super gerne rein. Und Thrawn, Star Wars Theorien und Fakten. Warte mal kurz. Warte, wenn man kurz reinschaut und erst mal den British Unge Boss sieht. Ja moin, Küsse gehen raus. Array, Küsse, Küsse. Ja, super gerne, natürlich, natürlich, habe ich schon aufgeschrieben. Als nächstes darf ich euch stolz präsentieren den klassischen Start einer Anmache mit Bildern. I believe I can fly. WTF, oh, wie bin ich hier gelandet? Oh Gott, das ist einfach nur, es ist einfach wirklich, das ist noch mehr cringe als ich. Interessante Anmache. Danke, danke. Erektion ist da! Und jetzt für alle Boys. Oder auch für Girls, ganz ehrlich. Die sich denken, wie kann ich diese Person nur anmachen? Wie schaffe ich es, das Eis zu brechen am Anfang? Für diejenigen habe ich jetzt... Tobias, Küsse. Diese drei Bilder unten Küsse, in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne ab... Grüß dich, ich weiß, Tobias, Küsse. Ehrenmann, dass er die Bilder, die Videobeschreibung tut, dass man auch das machen kann. Ehre. Checken, viel Glück an alle. Oh mein Gott, wie viele Fallschirmspringer werden heute noch landen? Oha, diese Brüste sind nicht von dieser Welt. Welchen Cheatcode hast du für diese dicken... Haram. Bitte kein Bowling spielen. Eingegeben. Ich sag nur uff. Uff. Ich würde in deiner Brust à la Mutter Teresa schlafen wie ein Baby auf Tranadol. Props an deine Eltern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um Gottes Willen, ich kann das Format nicht weiter angucken. Ich cringe mich gerade zu sehr. Oh mein Gott. Das war's doch nicht. Ich würde meine... Ach du Scheiße. Nein, nein, es geht noch weiter. Oh nein. Oh mein Gott. Leute, stopp, 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 stopp. An alle Leute, die sich das durchlesen wollen, ihr könnt gerne ein paar Sekunden nach hinten gehen und stoppen. Ich kann das nicht vorlesen. Okay, ich lese es mal außerhalb dieses Bildschirms hier vor. Moment, ich guck mal ganz kurz, ob da was ganz Schlimmes steht. Nach hinten gehen und stoppen. Stopp, 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 stopp. Leute, Scheiße. Oh, doch nicht. Ich würde... Nein, wir lesen es besser nicht vor. Nein. Ich würde gerne ein paar Sekunden nach hinten gehen und stoppen. Ich kann das nicht vorlesen. Ich auch stehe nicht. Nicht. Also ich, nee, da bin ich raus. Und an der Stelle heiße ich Sie herzlich willkommen zu den wohl kürzesten Instagram-Chats. Kann man mit dir versaut schreiben? Da ist die Tür. Zwei Wochen. Tschüss. Na? Nein. He needs some milk. Ballen. Oh, mein Basketball ist wohl in deine DMs gerollt. Pass nächstes Mal besser auf deinen Ball auf, du H. Du HS, Alter. HS. Er wurde so auseinandergenommen wie noch nie jemand zuvor in der Geschichte von Instagram-DMs. Der Bruder wurde einfach komplett hops genommen. Und für alle, die gerne in die Anmache starten mit einem Bild, bitteschön. Hey, darf ich in deine DMs? Klar. We are the champions.
cool. Danke. Wie geht's? Bam! Und an der Stelle herzlichen Glückwunsch an den Bruder, der es reingeschafft hat in ihre DMs. Oh man. Im Namen von der Community und von mir gratuliere ich dir recht herzlich zu dieser Leistung. Weiter so. Der Profi, Digga. Hey, du Schöne. Ich habe mir gestern ein neues Bett gekauft. Willst du vorbeikommen und es mit mir testen? Ich will wissen, ob es knatscht. Nein, danke. Ich bin, wie man in meinem Profil sehen kann, noch keine 18. Nicht schlimm. Wie alt bist du denn? Was? Oh mein Gott. Ist das etwa ein geheimer Chatverlauf von Young Alpha? Sarah, Lara und Tamara, sie sind immer startklar. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Es war so ehrenlos heute. Jetzt verstehe ich auch, was er meinte mit, er will wissen, ob es knarscht. Er meinte nicht das Bett, dass es knarscht, sondern er muss in knarscht, weil sie reißt es ab in knarscht. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Es war so ehrenlos heute. Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Falls ihr da draußen auch noch Instagram-DMs von euch rumliegen habt, dann schickt sie jetzt bitte an diese E-Mail-Adresse hier. Danke für den Support. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich versuche, die Schritte meiner Gegner zu hören. Meine Teammates. Man kennt's. Arigato! Lieb Gott, du musst bei ABK vorbeischauen. Ich schau jetzt bei ABK rein. Schaut aber unbedingt auch bei Unsympathisch TV vorbei. Wir gehen jetzt rüber zu A, B und K. Was soll das, Alter? Ich glaube echt, dass die mich bergbern wollen und mich hier rausekeln möchten. Ja, ABK war jetzt seit ungefähr einer Woche war er ja gesperrt. Er hat ja einen Strike bekommen. Wegen einem Video, auf das ich auch reagiert habe. Und zwar, manche von euch haben es gleich mitbekommen. Leon Franz, ich habe es dann bei mir auch gelöscht. Auf ganz schnell. Und zwar hat Leon Franz, ey, vielen Dank. Vielen Dank. Oha, Leon Franz, ich freue mich, dass du hier so schön Urlaub hast. Ey, genießt die Zeit. Küsse gehen raus. Also, auf jeden Fall hat er einen Strike bekommen für das Video, wo er da so über diesen Younes Amiri gesprochen hat. Aber Younes Amiri hat ihn nicht gestrikt, sondern er hat einfach einen Community-Strike bekommen. Wir schauen mal, was er sagt. Let's go. Ganz gefährlich bei ABK, weil er hat jetzt, glaube ich, 2 Strikes. Noch 1 Strike, dann wäre der Kanal weg. Einfach ein Kanal mit 1 Million Abonnenten weg. Ich glaube, das wäre das erste Mal in YouTube Deutschland, dass ein so großer Kanal weg ist dann. Das wäre schon wild. Das wäre schon sehr wild. Für eine Woche war ich gesperrt und jetzt bin ich wieder da. Noch bin ich da. Denn mein letztes Video wurde wieder gestrikt. Es geht nämlich um eine Sache, die mir vor kurzem aufgefallen ist. Ah, nee, er hat noch zwei. Okay. Er kann noch 2 Strikes, also einen kann er noch kassieren, danach ist vorbei. Gelbe Karte, 1 Woche Sperre. Orange Karte, 2 Wochen Sperre. Rote Karte, für immer weg. Oh shit. Es geht nämlich um eine Sache, die mir vor kurzem aufgefallen ist. Und demnach habe ich da so eine Vermutung, die ich euch gerne mal erklären würde. Einige von euch haben ja mitbekommen, dass ich damals auf YouTube ein Video hochgeladen habe, in dem ich einen YouTuber parodiert habe. Der YouTuber hat auf dieses Video positiv reagiert. Plötzlich wurde dieses Video, was ich über diesen gewissen YouTuber hochgeladen habe, gestrikt. Und Michael, Adrian. Das komischerweise genau 1 Stunde, nachdem sich der YouTuber auf... LL, Küsse. Moin, Unge. Kannst du Medion nicht überreden, ihr Logo von blau auf grün zu ändern? Creator Code Unge, Razer, Medion, Küsse. Die Sache ist, ich glaube Medion, ich bin mir nicht 100% sicher, aber Medion hat für verschiedene Produkte, glaube ich, verschiedene Farben als Logo. Sabine, kannst du mir einmal ganz kurz diese Medion, diese Tasche holen, die uns geschickt haben? Was ist das für eine Tasche? Diese Tasche, wo das Logo rot drauf war. Also, erstmal... Ich verstehe, was du meinst, damit es besser zum Gesamtkonzept passt. Aber ich glaube, Medions Gaming-Farbe ist dieses Cyan-Blau. Und das bedeutet hier zum Beispiel der Laptop, den es ja aktuell zu verlosen gibt. Da ist dann auch das Logo in Blau drauf, ne, das Medion-Logo. So, und
ich bin mir nicht sicher, ob das nur bei den Gaming-Sachen von Medion so ist, weil manchmal macht Medion selber auch ihr Logo in einer anderen Farbe. Aber, genau, hier ist einmal das Logo auch in Blau von Medion. Auf so einer Tasche, wir haben so eine Tasche bekommen, ja. Und hier ist das Logo in Rot. So, jetzt frage ich mich, entweder ist die Außenfarbe vom Logo bei Medion variabel, also dass die immer verschiedene Farben nehmen, oder ist das je nach Sparte von Medion unterschiedlich? Ich muss aber nochmal nachfragen, weil die haben ja eine Gaming-Sparte mit den Eraser-Produkten, die haben ja eine Haushaltssparte, wo die auch, was weiß ich, Küchengeräte und sowas anbieten. Und ich habe das Logo jetzt in Blau hier unten verlinkt, ne, kommt gleich in der Rotation, jetzt. Und ja, ich würde auch mal gerne wissen, aber das werde ich die nächste Woche mal alles erfragen, weil das weiß ich aktuell noch nicht. Aber interessante Frage, Küsse gehen raus. Also die haben unterschiedliche Farben, ne, in ihren eigenen Logos, da bin ich mal gespannt. Ja. Da muss Medion mir mal hier sagen, was ist jetzt eigentlich die Farbe aller Farben. Ja. Lisa, Küsse gehen raus, Kakashi, Hatake, Küsse, oh mein Gott. Das ist doch nicht dein Ernst. Er übertreibt halt einfach komplett. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Er haut hier zu viel Geld raus. Wer ist das? Was tust du? Imagine! Arigato! What are you doing? It's too much money. It's too much. Kiss you. Oh my God. Please don't. Don't. It's too much. It's too much. Oh my God. Auf einmal bei mir. Okay, weiter geht's. Beschwert hat. Das Video wurde angeblich von YouTube selbst gestrikt mit der Begründung Cybermobbing und Belästigung. Das Ganze erschien mir ja zu dem Zeitpunkt schon merkwürdig, weil wie kann es sein, dass ein Video 9 Monate lang online ist und dann ganz plötzlich auf einmal doch gegen YouTube-Richtlinien verstößt? Also habe ich nach einer ganzen Prozedur aufgedeckt, dass dieser Strike nicht von YouTube selbst kam, sondern von dem Netzwerk dieses YouTubers kommen könnte. Dieser ganze Strike wurde unter dem Deckmantel der YouTube-Richtlinien mir reingedrückt. Und ob das nicht genug wäre, habe ich mich zu der ganzen Sache geäußert und dazu ein YouTube-Video gemacht, in dem ich das Ganze aufgedeckt habe. Plötzlich wurde dieses Video ebenfalls gesperrt. Diesmal aber ganz offensichtlich von dem Netzwerk des YouTubers. Und nach dieser ganzen Debatte, in der sich auch andere YouTuber eingemischt haben, habe ich mich zu dem Thema nicht mehr wirklich geäußert. Und was ist passiert? Nach und nach habe ich bemerkt, dass ich weitere Probleme auf YouTube bekommen habe. Davor war es ja lediglich so, dass die meisten meiner Videos einfach nicht monetarisiert wurden. Sprich, ich habe mit diesen Videos kaum Geld verdient. Jetzt aber habe ich noch weitere Probleme dazu bekommen. Ich merke immer wieder, wie irgendwelche Videos von mir eine Altersbeschränkung bekommen. Und andere Leute, die auf diese Videos reagieren, bekommen keine Altersbeschränkung. Das heißt ja nicht nur, dass ich mit meinen eigenen Videos aufgrund meiner Demonetarisierung kein Geld verdienen darf, sondern dass meine Videos nur bestimmte Leute sehen dürfen. Und andere, die auf meine Videos reagieren, verdienen nicht nur Geld mit meinen Videos, sondern bekommen keine Altersbeschränkung. Aber ich als der Macher selbst werde eingeschränkt. Dann dachte ich mir letzten Endes, okay, scheiß drauf. Egal. Und jetzt vor kurzem ist mir wieder eine Sache aufgefallen. Ich habe vor kurzem, bevor ich jetzt auf YouTube gesperrt wurde, ein Video hochgeladen über den YouTuber Younes Amiri. In dem Video habe ich ein bisschen... Das haben wir gesehen. Und als es dann gesperrt wurde, habe ich es direkt gelöscht. Ich dachte so, oh shit, was ist jetzt schon wieder das Problem? Ich bin Lachkick geschoben. Auf einmal wurde dieses Video angeblich von YouTube gestrikt. Mit der Begründung, Schutz vor Kindern. Denn auf YouTube gibt es jetzt wohl eine Richtlinie, die besagt, dass alle Leute, die unter 18 sind, auf YouTube als Kinder gelten. Demnach werden dann halt gewisse Maßnahmen eingeleitet, wie Kommentare werden deaktiviert. Halt, um die Kinder zu schützen. Und jetzt sind auf meinem YouTube-Konto 2 Strikes verbucht. Dann habe ich den beiden YouTubern geschrieben, über die ich das Video gemacht habe. Nein, Wallah, ich sag dir ehrlich, ich schwöre auf Gott, ich bin selber gegen Striken so. Und ich habe dein Video wirklich nicht gestrikt. Ich sag dir ehrlich, wir haben uns das gestern sogar zusammen angeguckt. Und Wallah, wir haben selber sogar gelacht. Das Video war wirklich nicht mal schlimm, weißt du? Ich kenne ja deine Art, wenn du einen richtig auseinandernimmst. Ich kann das ja unterscheiden bei dir. Und du hast das auf lustige Basis so gemacht, weißt du? Und fand das selber lustig. Also da muss ich sagen, trotz all dem, was Younes bis jetzt in der Vergangenheit so gemacht hat, er hat eine Terrorwarnung ausgelöst oder so, oder so ein Scheiß, also richtig krank. Er hat in einem Zug, hat er masturbiert, ich dachte echt, der Junge ist komplett hängen geblieben, vielleicht ist es auch, aber das ist, muss man eine Sache sagen, das ist eine
unabhängig von Younes, was man von ihm halten muss, das ist eine Ehrenaussage. Denn er hätte selber nicht sollen striken und er hat auch nicht da ABK irgendwie, wollte er was Schlechtes, weißt du? Er hat viel Scheiße gebaut, aber das ist wenigstens eine Ehrenaussage. Kann ich supporten. Auch irgendeine Einverständniserklärung brauchen oder. Trotzdem, Younes, was du in deiner Vergangenheit schon gemacht hast, Bruder, das ist schon echt wild gewesen. Was anderes können Sie sich auch gerne bei mir oder bei ihr melden. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, als YouTuber habt ihr immer die Möglichkeit, wenn ihr gestrikt wurdet, einen Einspruch zu erheben. Dazu müsst ihr nur ein Beschwerdeformular ausfüllen. Und das habe ich alles in das Beschwerdeformular gepackt. Wenn ihr bei YouTube ein Beschwerdeformular einreicht, bekommt ihr so eine Meldung, dass aufgrund von. Unge, stimmt es, dass du jetzt hier bist? Der Schreiner. Wer hat dir das verraten? Wer hat dir das verraten? Das ist ein Geheimnis, da rede ich normalerweise nie drüber. Wer hat dir das verraten? Niemand von meinen Zuschauern weiß das. Woher hast du diese Infos? Woher hast du diese Infos? Sag es mir, ich will deine Informationen. Ja, das stimmt. Bevor ich die Erzieherausbildung gemacht habe, habe ich erst eine Ausbildung zum Sozialhelfer gemacht. Und dann habe ich noch die Ausbildung zum Erzieher gemacht, zusammen mit Fachabi im Sozial- und Gesundheitsbereich, also Fachabi im Sozial- und Gesundheitsbereich plus Erzieherausbildung zusammen. Hatte deswegen 5 Abschlussprüfungen, war wild. Und danach hatte ich echt fast einen Burnout und habe ich gedacht, jetzt möchte ich ein Jahr chillen. Und in diesem Jahr habe ich YouTube angefangen. Und ja, so ist es alles gekommen. Das war 2012. Ein Coronavirus ist gerade ein bisschen länger dauern kann, bis eure Anfragen bearbeitet werden. Also ich habe sogar 2 Ausbildungen, 2 abgeschlossene Berufsausbildungen. Was sagst du dazu? Wild? Wild, oder? Ja, so ist es. Ich habe aber noch... Schöne Momente, Küsse. Schreibe ich mir auf, schöne Momente. Küsse gehen raus, Dankeschön. 10, 15 Minuten direkt eine Antwort bekommen, Beschwerde abgelehnt. Ich denke nicht einmal, dass man sich das durchgelesen hat. Wisst ihr, wann zuletzt eine Beschwerde von mir dermaßen schnell abgelehnt wurde? Das war nämlich damals, als ich versucht habe, den Strike zu entfernen, den ich von Michael Adrian erhalten habe. Dann habe ich gesehen, dass einige Leute mein Video gereuploadet haben. Dieser Reupload wurde tatsächlich auch einmal gestrikt, nur weil das bei der Person, die einen Reupload von meinem Video gemacht hat, die Beschwerde akzeptiert wurde. Und ich denke mir so, ich hab doch jetzt die Einverständniserklärung, das Video verstößt nicht gegen irgendwas. Wie kann das denn sein? Und dann habe ich gesehen, dass ein gewisser unwichtiger YouTuber namens LeJanko eine ganze Netflix-Serie über diese beiden YouTuber hochgeladen hat. Komischerweise wurden seine Videos gar nicht gestrikt. Wie kann es sein, dass auf meinem Kanal die Richtlinie gilt, Schutz vor Kindern, und auf seinem Kanal nicht? Und dann ist mir eine Sache eingefallen. Ich glaube nämlich, dass hinter dem jetzigen Strike wieder ein Netzwerk steckt. Ich habe mit diesem YouTuber gesprochen und dieser YouTuber sagte mir, dass er bei dem Netzwerk Broadband TV unter Vertrag ist. Das Netzwerk, welches mir bei der ganzen Michael Adrian-Debatte den ersten Strike reingedrückt haben könnte, nennt sich Tube One. Dieses Netzwerk hat sich am 22. Januar 2020 mit einem anderen Netzwerk zusammengetan. Dieses gewisse neue Netzwerk... Ach, die Mimo von Tube One sind wann? Seit wann sind die zusammen? Die Mimo von Tube One Networks schließen sich zusammen... Oha, DiviMove, ich hab mich schon lange nicht mehr mit Netzwerken auseinandergesetzt, weil ich finde, meine Meinung zu Netzwerken ist nicht gut, deswegen sage ich da lieber gar nichts zu, weil sonst würde ich Leuten nur auf den Füß treten. Netzwerke sind komplett Müll. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das habe ich nur so, hallo, ihr könnt euch sowas sagen, ihr könnt euch einfach allgemein sagen, dass Netzwerke komplett unnötig und Müll sind. Nein, nein, nein. Ja, nee. Habe ich nicht gesagt, genau. Auf jeden Fall, ich würde niemandem empfehlen, keinem YouTuber würde ich empfehlen, in ein Netzwerk reinzugehen. Just saying. Aber egal. Das Lustige ist, ich informiere mich nicht über das Netzwerk, aber DiviMove ist das Netzwerk, wo ich das allererst drin war. Das war mein allererstes Netzwerk. Und irgendwann wurde DiviMove von RTL übernommen. Also RTL hat Anteile von DiviMove gekauft. Das war der Zeitpunkt, wo ich aus DiviMove rausgegangen bin. Der Punkt war, dann bin ich zu einem anderen Netzwerk gegangen. Das war deutlich schlimmer. Aber dazu reden wir jetzt gar nicht. Ich habe auch viele Netzwerkfehler gemacht, aber ich gehe nie wieder in ein Netzwerk. So, auf jeden Fall, DiviMove wurde von RTL übernommen oder zur Hälfte oder so. Und Tube One wurde von Ströer Digital oder Ströer Media oder so, auch einem riesen Verlag in Deutschland übernommen. Das heißt, hinter beiden Netzwerken steckt ein eine riesengroße Firma. Dass die sich jetzt zusammengeschlossen haben, finde ich aber sehr, sehr krass. Hätte ich nicht erwartet, weil das sind ja beides große Player im Online-Marketing und generell Marketing-Bereich. Interessant. Würde ich trotzdem niemandem empfehlen, in irgendein Netzwerk reinzugehen.
zusammengetan. Dieses gewisse neue Netzwerk nennt sich DiviMove. DiviMove ist ein Netzwerk, welches der RTL-Gruppe zugehörig ist. Ist nämlich damals von RTL übernommen worden. Die RTL-Gruppe ist so quasi der Baba von denen. Dann habe ich einfach mal das Netzwerk Broadband TV gegoogelt. Und dieses Netzwerk gehört zu 51% der RTL-Gruppe. Oh. Oh. Broadband TV gehört auch mittlerweile zu RTL. Broadband TV war auf jeden Fall ein amerikanisches Netzwerk, aber es wurde von RTL jetzt auch übernommen, weil es hat auch 51% RTL-Anteile. Okay, das bedeutet, AVK vermutet jetzt also, dass RTL, dadurch, dass die Leute von Typ 1 auf AVK Huskick schieben, dass die gesagt haben, ja komm, lass es unauffällig machen, ein Strike von hier, Typ 1, ein Strike von hier, Broadband, ein Strike hier, ein Strike da, bisschen Community-Strikes reinballern. Okay, verstehe seine Gedankenweise. RTL-Gruppe. Und jetzt schöpfe ich da so einen kleinen Verdacht. Meine Meinung ist, dass diese ganzen Strikes, die ich gerade hier auf YouTube bekomme, ein abgekatertes Spiel unter diesen Netzwerken ist. Man versucht mich gerade hier auf YouTube bewusst auszuschalten. Und das versucht nicht YouTube selbst, sondern bestimmte Netzwerke, die mich vielleicht irgendwie in eine Bedrohung bringen wollen, damit ich bei denen unterschreibe. Dieses Netzwerk Broadband TV hat mir mehrmals geschrieben und versucht, mich unter Vertrag zu bekommen. Ich habe... Oha, jetzt wird's aber... Jetzt wird's aber ganz dubios. Das ist halt das Problem. Die Netzwerke kriegen zu viel Macht auf YouTube. Vertrag zu bekommen. Ich habe aber immer wieder abgelehnt. Weil das Lustige an der ganzen Sache ist, dass wie gesagt Tube One mir ja den ersten Strike reingedrückt hat und die sich sicherlich dachten, hey, wir haben jetzt gerade ein bisschen Scheiße am Stecken wegen dem. Der Bastard hat das ja alles öffentlich gemacht. Wir müssen den ficken. Und dann haben die sich bestimmt einfach gedacht, wir als Tube One Netzwerk, wir machen jetzt nichts mehr. Dann haben die einfach ihren Partner Broadband TV gerufen und gesagt, ey, der Yunus Amiri ist doch bei euch unter Vertrag. Knallt mal den ABK noch einen Strike rein. Vielleicht als Rachezug oder vielleicht einfach, um sich zu denken, den Wichser, den ficken wir jetzt. Weil es wäre ja schon ziemlich auffällig, wenn jetzt irgendwie wieder wegen Urheberrechten ein Video gesperrt wird und sonst was. Aber bitte an diese ganzen Multi-Channel-Netzwerke, verhaltet euch doch nicht so auffällig, als ob das nicht offensichtlich ist. Broadband TV und Tube One stecken meiner Meinung nach unter einer Decke und versuchen gerade explizit mich zu ficken. Und wie machen die das? Indem die einfach ihre Macht ausnutzen und mich unter dem Deckmantel von irgendwelchen YouTube-Richtlinien striken lassen. Denn das Ganze hat schon offensichtlich begonnen mit der meiner Meinung nach ungerechtfertigten Sperrung meiner Videos über Michael Adrian. Da ist schon aufgeflogen, was für ein Machtmissbrauch Tube One an dieser Stelle anwendet. Also an alle Netzwerke da draußen. Entweder das Ganze ist ein abgekatertes Spiel von euch, um mich hier bewusst zu ficken. Oder ich habe mittlerweile zu viel mit Miguel Pablo gechillt und habe eine Psychose und bekomme hier einen Verfolgungswahn und bilde mir irgendwas ein. Aber das Problem ist, also ich glaube auch, dass da was dran sein könnte. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich glaube, da könnte wirklich was dran sein. Denn wenn die wirklich da Anteile und so alles haben und die denken, er ist eine Gefahr für das Netzwerk, für die Firmenstruktur, da hängen ja auch Millionen dran und so, dann werden die da alle Mittel einsetzen. Und ja, könnte tatsächlich was dran sein. Die Sache ist, gegen Tube One könnte ABK rechtliche Schritte einleiten und zwar vor Gericht ziehen, da sie seine Meinungsfreiheit eingeschränkt haben. Das Problem ist, gegen Broadband TV, die in Kanada sitzen, ist es viel, viel schwerer, rechtlich irgendwas zu tun. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie deswegen gesagt haben, ah, lass uns jetzt ab jetzt die ganzen Sachen lieber über unser kanadisches Netzwerk machen, dann kann er nicht so viel gerichtlich ausführen und bam, 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 weißt du, ist natürlich alles Spekulation, aber ey, ich finde es auch eine richtige Sauerei, was Netzwerke für eine Macht auf YouTube haben. Und das Allerschlimmste ist, ihr seht ja, was für einen Druck die auch machen können. Die geben ihm Angebote, Verträge, ja, hier kommen in unser Netzwerk, du hast zwar gar nichts davon, aber wir tun so, als hättest du was davon, aber du gibst uns einfach von all deinen Einnahmen nochmal schön, was weiß ich, 20%, 30%, also nicht mal 10% ist gerechtfertigt. Alle YouTuber, die gerade zugucken, in irgendeinem Netzwerk sind und nicht wirklich den Arsch gepudert bekommen von ihrem Netzwerk, ja, jede Woche ein schönes Placement-Angebot bekommen. Wenn ihr sowas nicht bekommt und ihr zahlt 10%, seid ihr schön doof, sag ich euch, wie es ist, denn 10% von euren Einnahmen, das sind manchmal deutlich mehr Geld, als ihr für euren Steuerberater zahlt, für manche YouTuber sogar mehr als die Miete zahlen, für mehr als ihr für Essen bezahlt und sowas. Die Netzwerke, die halten die Hand offen, die machen sich die Taschen voll, ja, und manche YouTuber zahlen 30% ans Netzwerk. 30%. Und was machen die Netzwerke? Naja, in der Regel für die meisten nicht so viel. Und das ist leider ein Fact.
Und wenn du da nicht den Vertrag annimmst von so einem Netzwerk, ja, dann drücken die dir einfach mal ein paar Strikes rein. Kann man auch mal machen, ne? Schön. Das ist eine Sauerei. Das ist eine Mega-Sauerei. Aber das glaube ich am wenigsten. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an YouTube selbst. Es könnte sein, dass das Ganze einfach nur an den Netzwerken liegt. Ja. Sehr schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema. Ja, ich hoffe, dass ABK keinen Strike mehr reinbekommt. Weil sonst ist der weg vom Fenster, ne? Hopsinsel, Küsse. Naja, es ist in Ordnung, sobald ich euch eine Zustimmung gebe. Also wenn ihr jetzt schreibt, wir uploaden Highlights von deinem Stream, ist das ja so, als ob ihr es schon gemacht hättet, ohne vorher zu fragen. Im Nachhinein fragen finde ich nicht so cool, deswegen würde ich erstmal sagen, nein. Immer privat vorher fragen, bevor man irgendwelche Entscheidungen trifft. Schiedoffs, Mace, Küsse gehen raus. Dankeschön. Bist du auch mal auf Discord oder so erreichbar für T3-Subs? Bisschen labern oder gar nichts? Theoretisch, Grüße aus Minecraft-Link. Küsse gehen raus. Die Sache ist, ich bin dabei, einen Community-Discord-Server aufzubauen. Der wird auch bald eröffnen. Discord hat jetzt seit vorgestern oder seit ein paar Tagen auf jeden Fall wieder erst ihre Partner-Anfragen offen. Ich versuche, Discord-Partner zu werden, was eigentlich kein Problem sein sollte mit der Reichweite. Und dann wird es einen Community-Discord-Server geben. Und dann wird es bestimmt auch mal Community-Talk-Abende geben. Ich muss euch aber eine Sache sagen. So gerne ich, und das sage ich euch ganz ehrlich und offen, so gerne ich mit so vielen Leuten wie möglich von euch quatschen möchte, ich bin grundsätzlich bei Leuten, die ich selber nicht kenne, so super, ein super schüchterner Mensch. Ich bin, auch wenn man es vielleicht nicht denkt, weil ich mich hier im Stream erlebe, so, weißt du, ich rede gerade mit der Kamera, mit meinem Bildschirm so und hier mit dem Textchat. Das ist für mich, da bin ich total dran gewöhnt. Aber sobald ich mit Leuten rede, ja, zum ersten Mal rede, ich bin so nervös und schüchtern. Und ich bin ziemlich introvertiert. Und deswegen ist es für mich immer eine Riesenüberwindung, in so einen Talk-Channel reinzukommen. Ich finde es schon manchmal super unangenehm, mit anderen YouTubern und Streamern, die ich vielleicht nur beiläufig kenne, Hallo zu sagen oder so. Für mich ist es immer eine Riesenüberwindung. Ich werde es in Zukunft auf jeden Fall mal hin und wieder anbieten. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nichts, was bei mir die Regel wird, weil es einfach nicht meine Art ist. Sage ich euch ganz ehrlich. Big Sassy, Küsse gehen raus. Bist du am Start morgen oder Party? Nee, ich feiere meinen Geburtstag gar nicht. Also ich stream morgen ganz normal. Also morgen ganz normaler Stream. Ich feiere meinen Geburtstag überhaupt gar nicht. Ich feiere keinen Weihnachten, ich feiere auch keinen Geburtstag, ich feiere generell keine Festtage. Ich feiere jeden Tag so, wie ich ihn gerne feiern würde. Und mein Geburtstag ist kein Ausnahmetag. Also ich bin morgen ganz normal da. Und ihr braucht mir auch nicht irgendwie morgen irgendwelche Donis oder so reinzuknallen. Das möchte ich nicht. Bad Wolf, Küsse. Ich glaube, ich grüne ein Netzwerk, jemand Interesse zu unterschreiben. Ne, natürlich, natürlich. The Kubulein, Küsse. Hast du dein Anerkennungsjahr gemacht? Und wenn ja, in welche Richtung? Ja, ich habe mein Anerkennungsjahr gemacht in einer offenen Ganztagsschule. In einer OGS. Hopsinsel, Küsse. Ja, ich werde auf jeden Fall mal auf Insta schreiben. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich werde auf jeden Fall auf Insta schreiben. Küsse gehen raus. So. Weiter geht's. Das ABK-Thema finde ich heftig. Schaut bei ABK vorbei, support den Jungen. Ich werde auf jeden Fall mal YouTube mal nachfragen, was damit auf sich hat. Aber wird wahrscheinlich da auch keine richtigen Infos darüber bekommen. Aber das finde ich schon krass. Und ich finde es auch sehr auffällig, ne? Mit dem RTL-Prozenten und so. Also das finde ich schon... Finde ich schon sehr, sehr auffällig. Okay, wir gehen zu einem Thema, was ich sehr interessant finde. Und zwar erleben wir live eine Operation. Denn Tomary hat die Weisheitszahnoperation dokumentiert. Und da schauen wir jetzt mal rein. Da schauen wir jetzt mal rein, die gute Stube. Ich habe immer noch meine Weisheitszähne, ich habe die nicht rausbekommen. Michi Eifer, ich wollte einfach Danke sagen für deine Streams. Küsse. Michi Eifer, ich danke dir. Und Jordamus, hey Junge, hat mal eine Frage. Bist du deinem Netzwerk oder führst du dein eigenes? Hab's nicht mitbekommen, hättest du, glaube ich, mal angesprochen. Ja, damals, ich bin in keinem Netzwerk, sondern ich bin in einer administrativen Verwaltung. Ein Kollege von mir, der hat sowas wie ein Netzwerk aufgebaut, um Kanäle zu schützen, aber das geht da nicht in erster Linie um Richtung Vermarktung, Management und sowas, weil da finde ich, sind Netzwerke der absolut falsche Weg. Da sollte sich jeder lieber
entweder selber drum kümmern oder, wenn der groß genug ist, sich ein Management suchen, vernünftiges, weil Netzwerke machen das sehr, sehr oft unsauber und du bist nur Katalogware. Deswegen, ja, ich bin in einem sozusagen nur administrativen Netzwerk von einem Kollegen, einfach nur um, ja, bestimmte Schutzfunktionen zu haben. Aber generell halte ich mich von Netzwerken fern. John, Küsse gehen raus. Ich weiß nicht genau, John. Entweder heute oder morgen. Ich weiß nicht. Küsse. Das hier bin ich. Schön, oder? Wie ihr seht, würden diese Mistkerle von Weisheitszähnen direkt in die anderen reinwachsen und alles verschieben. Deshalb kommen sie alle vier auf einmal raus. Das passiert entweder nur mit lokaler Betäubung, wo man keine Schmerzen hat, aber trotzdem alles mitkriegt. Mit lokaler Betäubung und Lachgas. Ja, wirklich. Wo man keine Schmerzen hat, aber alles mitkriegt, aber komplett high ist. Maus! Oder meistens in schlimmeren Fällen unter Vollnarkose, wo man komplett lahmgelegt wird und irgendwann hoffentlich wieder aufwacht. Ich nehme euch mit in dieses wunderbar spaßige Abenteuer und berichte, wie sich die Vollnarkose für mich anfühlt und auf mich auswirkt. Aber auch, wie sich Tag für Tag mein Aussehen verändern wird und ob das wirklich so schlimm ist, wie immer alle sagen. Dieses Video wird unterstützt von Skillshare. Ich habe ja schon ein bisschen Schiss vor der OP, was eigentlich kompletter Quatsch ist, weil das ist voll die Routine-OP, die machen das gefühlt jeden Tag. Ich schaue mir jetzt mal ein Video an, was da genau gemacht wird. Das sollte man niemals machen. Das ist das Allerschlimmste. Wenn ihr euch vor eurer Operation Videos zur Operation anguckt, dann kriegt ihr nur noch, dann macht ihr euch nur verrückt, weil, sagen wir mal, ihr wollt euch jetzt irgendwie Brustimplantate machen. Machen ja viele Frauen, ja? Und dann guckt ihr euch an, wie es aussieht und ihr schneidet mit dem Skalpell das und drückt da dieses Silikon da rein. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Also die Operation an sich sieht meistens eher scheiße, also schlimm aus. Guckt euch sowas lieber nicht an. Oder ihr wollt euch die Augen lasern lassen, damit ihr keine Brille mehr tragen müsst. Dann guckt ihr euch ein Video an, wo Leute mit so einem Laserstrahl eine Schicht von dem Auge abgetragen bekommen, damit ihr wieder schärfer seht. Digga, das sieht auch sowas von nicht geil aus, diese Operation. Guckt es euch lieber nicht an. Oder auch, wie man zum Beispiel Weisheitszähne gezogen bekommt. Eieieiei, hey, ich will es keinem empfehlen. Vielleicht nimmt mir das ja ein bisschen die Angst. Ja, das, ich glaube, es nimmt eben nicht so wirklich die Angst, nee. Oh mein Gott! Zur Vorbereitung. Ja, das hätte ich lieber nicht getan. Ja, ich hab ihn gewarnt, aber es war zu spät. Sophie hat das Ganze schon mal letztes Jahr durchgemacht, also konnte sie mir wertvolle Tipps geben. Ich habe also haufenweise Kühlpacks organisiert, Labello, damit meine Mundwinkel geschmeidig sind und bei der OP nicht einreißen, und weiche Nahrung geklärt. Dafür habe ich mir jetzt Babyglisse geholt. Für diese Boxen sehen so nice aus. Dann veganes Eis, Milch soll man ja nicht essen danach. Und meine Henkersmahlzeit, 500 Gramm Blaubeeren. Ich liebe Blaubeeren und morgen kann ich nichts mehr essen. Deswegen ziehe ich mir die jetzt rein. Blaubeeren sind echt geil. An diesem Tag vor der OP hat mich auch mein Narkosearzt, also der Anästhesist, angerufen. So eine Vollnarkose darf nämlich nicht einfach so jeder durchführen, sondern nur der Anästhesist. Der Typ, der mich dann betäuben sollte, war echt cool drauf und hat mir dann gesagt, ich soll nüchtern sein. Das heißt, ich darf eine gewisse Zeit vor der OP nichts essen und nichts trinken. Um einzuschlafen, bekomme ich Narkosemittel direkt durch die Vene rein. Die Narkose hält dann... Oh, diese Kochsalzlösung und diese Narkosescheiße. Ich habe es einmal bewusst miterlebt. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, ich hatte bestimmt schon mehr als eine Narkose in meinem Leben, aber als ich hatte so eine Knie-OP, der obere Teil von meinem Unterschenkelknochen ist abgesplittert und der musste rausoperiert werden. Da wurden mir drei Löcher unter mein Knie gemacht, da wurde eine Kamera reingeführt und dann wurden unter die anderen zwei Löcher wurde das so rausgepult. Und ja, ich war in Vollnarkose und das war, aber nie wieder, ich hoffe nie wieder in meinem Leben Vollnarkose, ich hoffe. Weil Vollnarkose ist das Angenehmste, aber man sollte es auch nicht leichtfertig machen, weil eine Vollnarkose hat auch Risiken. Ja? Deswegen, ich weiß nicht. So lange, wie dieses Mittel quasi in die Venen reinfließt. Und wenn es aufhört, dann dauert es ca. 10 Minuten, bis der Körper die Chemikalie abgebaut hat und man aufwacht. Wie hat man das überhaupt rausgefunden und woher wussten die, dass das sicher ist? Und so ging es dann weiter. Je länger ich hier im Wartezimmer sitze, desto mehr Stress machen wir. Und dann ruft die Frau an der Rezeption meinen Namen auf. Das ganze Team war super cool drauf, aber ob ich aufgeregt war? Ich bekomme also nun hier einen intravenösen Zugang gelegt, durch den isotonische Kochsalzlösung durchfließt als Trägerflüssigkeit für das Narkosemittel. Oh, es ist gar nicht...
Oh, ich weiß nicht, ich finde das schon so ekelhaft, das mir vorzustellen. Dass danach erst dazu geschalten wird. Der Arzt hat mich dann schon vorgewarnt, dass es jetzt ein bisschen kalt werden könnte und ja, also die Flüssigkeit ist halt bei Raumtemperatur deutlich kälter als meine eigene Körpertemperatur mit 37 Grad. Es hat sich wirklich angefühlt, als würde eiskalte Flüssigkeit sich langsam aber sicher durch deine Adern hier komplett nach oben schlängeln, in deinen Oberarm rein, komplett in deine Brust und sich einfach ausbreiten. Und das war ja auch genau das, was passiert ist. Und hier am Handrücken, wo die Nadel ist... Ich will es gar nicht hören. Oh. Zugangs eben reingehen. Hab morgen eine Vollnarkose wegen meiner Knie-OP. Danke für die beruhigenden Worte. Scheiße. Ey, ich hatte genau auch wegen der Knie-OP eine Vollnarkose. Das schaffst du, packst das schon. Aber ich finde, das hört sich einfach so eklig an. Mach dir keinen Stress. Es ist nicht so schlimm. Ich bin nur eine Schisser, ja? Es ist nicht so schlimm. Du merkst nur ein paar Sekunden was, es brennt ein bisschen, es wird ein bisschen kalt, so, aber danach schläfst du ein, du wachst auf und denkst so, hä, ist schon vorbei, hä, easy. So, du kriegst ja gar nichts mit, das ist das Gute, ne? Mach dir keine Sorgen, kriegst nichts mit. Ging, hat es auch ein bisschen gebrannt, das ist zwar normal, aber ich hatte da wirklich ein bisschen Schiss davor, weil ich ja danach gleich komplett den Kontrollverlust erleben werde. Oh, ich muss so ganz kurz Ding jetzt Bescheid sagen, Miki. Ey, Miki? Ja, moin. Ich bin gerade auch in einem Video, das geht noch 10 Minuten. Ich werde mich ein paar Minuten verspäten, okay? Das ist kein Problem, aber du musst mich noch auf Epic adden. Ja, mach ich gleich. Schreibst du mir deine Nachricht in Privat-Discord, deinen Namen? Ja, mach ich. Okay, bis gleich. Mach ich. Okay. Der Anästhesist, der übrigens die ganze Zeit mit mir locker geredet hat, was echt super geholfen hat, hat dann langsam den Narkosehahn aufgedreht, wodurch ich viel ruhiger geworden bin direkt. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann immer noch gequatscht und er meinte dann schon, okay, wenn er jetzt hier so richtig Gas gibt, dann ist es aber auch gleich vorbei. Und er redet jetzt einmal die ganze Zeit weiter, so als ob er nicht wüsste, dass ich gleich absolut nicht mehr ansprechbar bin und dreht halt weiter auf. Ich merke schon, okay, das war's jetzt, ne? Sag ihm auch schon die ganze Zeit, okay, ja, okay, nee, also ich bin gleich weg. Und er redet einfach immer weiter und dann irgendwann war ich auch weg. Man merkt auch richtig, wir haben die Kontrolle wie Sand durch die Finger rinnt. Da hast du auch einfach keine Chance, also da ist es vorbei. Diese Einschlafphase, die hatte für mich nichts mit Schlafen zu tun. Ich war bei vollem Bewusstsein und habe hellwach gemerkt, wie ich jetzt langsam wegtrete. Beim normalen Schlaf ist das zumindest bei mir so, dass ich erst dann einschlafen kann, wenn ich komplett loslasse. Würde ich dabei versuchen, diesen Prozess mit meinem Verstand richtig zu beobachten, könnte ich gar nicht einschlafen. Naja, das habe ich beim Einschlafen auch schon das Gegenteil gehabt. Habt ihr das noch nie gehabt, dass ihr beim Einschlafen auch so denkt, nee, ich schlafe jetzt nicht ein, dann schlaft ihr trotzdem ein? Habe ich auch schon oft gehabt. Also ich habe schon oft versucht, wenn ich richtig müde war, mir sozusagen zum Spaß einfach mich versuchen, zu wach zu halten und manchmal bin ich dann trotzdem eingeschlafen. Also ich kann auf jeden Fall auch wie eine Narkose einschlafen. Das ist kein Problem für mich. Das ist eine ziemlich krasse Erfahrung, die man eigentlich sonst nie kriegt. Weil wann kann man schon mal so richtig bei vollem Bewusstsein sehen, wie man jetzt abdriftet? Ja. Ich glaube, Tom Mary hat noch nie einen 50-Stunden-Stream gemacht, weil dann würde er nämlich wissen, dass man auch absolut abdriften kann, ohne dass man einschlafen möchte. Ja, also ich sage es, wie es ist. Ich bin schon so abgedriftet in meinem Leben. Erst jetzt betritt dann der Zahnarzt die Bühne, während der Anästhesist natürlich permanent meinen Puls und meinen Narkosezustand überprüft. Wie sich der Zustand der Narkose für mich angefühlt hat und ob ich was von der OP mitgekriegt habe, das klären wir gleich. Jetzt übernimmt erstmal der Zahnarzt, weil der war bei der OP definitiv aufmerksamer als ich. Nachdem der Thomas durch den Anästhesisten betäubt worden ist, haben wir zunächst oberflächlich betäubt und eine Lokalanästhesie durchgeführt und dann im Anschluss die vier Weisheitszähne entfernt. Dafür war es erforderlich, dass wir ausreichend Platzverhältnisse schaffen und die Wurzeln einzeln teilen. Die Wurzeln konnten erfolgreich entfernt werden. Also Vollnarkosen sind bei Weisheitszahnentfernungen möglich und auch empfehlenswert immer dann, wenn im Vorfeld ersichtlich ist, dass der Eingriff nicht ganz einfach darstellbar ist. Nairo, Küsse, ich mag Narkosen, wurde 6-mal operiert in Vollnarkose. Ich find's nice, vielleicht liegt das aber auch an meiner psychischen Störung, da ich Verletzungen mag. Oh mein Gott, Digga, das liest sich aber auch anders belastend. Ja, solange du alle gut überstanden hast, ja. Wenn du einer Narkose positiv entgegentrittst, ist auch eine gute Einstellung, ne? Ich sag so, wie es ist, ich muss nicht nochmal eine Narkose in meinem Leben haben. Also man spricht ungefähr von einer OP-Dauer von 45 Minuten bis 1 Stunde 15. Bei der OP zugegen waren der Narkosearzt, das OP-Team, was aus meiner Person bestand und aus meinem Kollegen und aus zwei weiteren Helferinnen, sodass wir dann insgesamt zu fünft
aufgetreten sind. Wie ich dann direkt nach dieser mega komplizierten OP aussah, zeige ich euch direkt. Aber wie war das Erlebnis der OP jetzt aus meiner Sicht? Wie fühlt sich Vollnarkose an? Naja, also gar nicht. Der Schlafzustand, wenn man ihn so nennen möchte, der war für mich überhaupt nicht wie schlafen. Ich habe da, so wie die meisten anderen übrigens auch, nicht geträumt. Ich habe während der Vollnarkose nichts gespürt, nichts gefühlt, nichts gerochen, nichts gehört, gar nichts. Was natürlich auch der Sinn der Sache ist. Wenn das hier die Zeit ist und das quasi mein Level an Bewusstsein. Ja, ja, war bei mir auch so. Ich bin eingeschlafen bei meiner dieser heftigen Knie-OP, ne? Ich bin eingeschlafen, bin wieder aufgewacht, sitze so in diesem Aufwachraum und sag so, hä? Es war ja gar nicht so schlimm. Es war ja gar nicht so schlimm. Und dann kommt der Arzt so, nass geschwitzt rein und sagte so, oh doch, wir haben 4 Stunden durchoperiert. Das war ganz schön heftig. Und ich so, hä, war doch gar nicht so schlimm. Also, man ist einfach, du überspringst einfach die Zeit. Bleib mal, Küsse. Hättest du Angst, deine Weisheitszähne gezogen zu bekommen? Nö, hätte ich keine Angst. Nö. Aber ich habe beim Arzt checken lassen, meine Weisheitszähne wachsen normal. Also ich habe ja eh schiefe Zähne. Und meine Weisheitszähne, lustigerweise, beeinträchtigen mein Gebiss nicht. Deswegen lasse ich meine Weisheitszähne einfach wachsen. Der Arzt hat mir nur gesagt, ich muss aufpassen. Bei den Weisheitszähnen haben oft sehr viele Leute, wenn die rauskommen und die behalten dürfen, haben oft Probleme mit Karies, weil man nicht gewöhnt ist, da ganz hinten die Zähne zu putzen. Deswegen soll ich ganz darauf aufpassen, wenn die rauskommen, dass ich da immer schön putze. Aber ja, ich darf meine Weisheitszähne behalten, also kein Problem. Und ja, ich behalte ja auch. Ich bin der Weise, ja, ungeweise. Dann war das Bewusstsein natürlich erstmal ganz normal, als der Narkosearzt da. War es die OP aus deinem Video von Wir einander genau? Ich habe zu dieser OP, die ist ja schon deutlich länger her, bevor ich YouTube gemacht habe, aber in dieser Kooperation mit der Techniker Krankenkasse, mit dem Hashtag Wir einander, da habe ich die Situation nachgeschauspielert. Also, das ist ja eine geschauspielerte Situation, eine nachgestellte Situation, aber die war genau so. Also, ich war dann im Krankenhaus und ja, das war nach meinem Skateboard-Unfall. Genau. Dann so lange. Ich habe da vor ein paar Jahren mein Video zugemacht. Das war so eine Kooperation mit einer Krankenkasse und da ging es darum, eine Story aus deinem Leben zu erzählen, wo eben eine Krankenkasse oder genau dieses deutsche System mit Krankenversicherung und sowas dir geholfen hat. Ja, und ich sag mal, da war ich auf jeden Fall glücklich, dass ich eine Krankenversicherung hatte, weil in Amerika zum Beispiel können solche Operationen Leute in den Bankrott führen, weil die Leute in Amerika zum Beispiel, da ist es nicht unüblich, dass Leute aus Amerika, wenn die eine Knie-OP haben oder irgendeine größere OP, dass die dann kostet dann 30.000 Euro oder so, die fahren dann ins Ausland und lassen sich im Ausland operieren, weil es in Amerika zu teuer wäre und weil die nicht krankenversichert sind, viele Menschen in Amerika, ne? Und das ist schon das Gute an unserem deutschen Krankensystem, ne? Also wir haben, es gibt viele, wo man sich in Deutschland auch drüber beschweren kann, aber unser Gesundheitssystem ist schon ganz in Ordnung. Also das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Nairo, Küsse. Okay, ich muss, denke, ich muss das klarstellen. Ich stehe nicht auf Schmerzen, nur in meinem Kopf hören sich schlimme Verletzungen nicht so schlimm an. Ah, okay. Ja, kann man schwierig in so einer kleinen Nachricht beschreiben, wenn es eine komplexe Sache ist. Küsse gehen raus. Was am Gas gegeben hat. Bist du bei TK? Ich war in Deutschland bei der Techniker Krankenkasse. Ich bin jetzt nicht mehr bei einer deutschen Versicherung. Ich bin bei einer portugiesischen Versicherung. Und zwar bin ich bei... Also ich bin, in Portugal ist es auch so, dass es eine, gesetzliche Versicherung gibt, in der ist jeder automatisch drin. Man zahlt dafür halt seine Sozialabgaben und man kann in Portugal zusätzlich noch eine Privatversicherung nehmen und die kostet aber sau wenig. Also meine Privatversicherung in Portugal kostet nur 30 Euro im Monat ungefähr und meine Versicherung heißt... Advanced Care, also erweiterte, was weiß ich, Fürsorge, erweiterte Pflege so. Das ist meine portugiesische Versicherung und ansonsten bin ich einfach im ganz normalen portugiesischen System drin. Dafür zahle ich aber allerdings Sozialabgaben ungefähr so 1000 bis 1200 im Monat, also insgesamt für alle Sozialabgaben. Weil ich in Portugal viel Geld verdiene, zahle ich dafür mehr Sozialabgaben. Portugal hat ein ähnliches System wie in Deutschland, also Portugal ist auch ein Sozialstaat und das bedeutet, die Leute, die mehr verdienen, geben mehr ab, damit die Leute, die weniger verdienen, auch trotzdem eine vernünftige Krankenversorgung bekommen können. Und das ist in Ordnung. Ich gebe gerne das Geld ab, weil ich lebe hier auch gut und ja, ich zahle insgesamt für meine Sozialabgaben ein bisschen mehr als 1000 Euro. Zusätzlich habe ich noch eine sehr günstige Privatversicherung on top. Die ist dann sowas wie
für Zahnzusatzversicherung und bla 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 bla. Ne? Also, wenn ich zum Zahnarzt muss und krieg dann irgendwie zum Beispiel, hab dann die Wahl zwischen Keramikfüllung oder irgendwas anderes, dann kann ich die Keramikfüllung mit einem geringen Aufpreis nehmen und so. Also ist ähnlich wie in Deutschland. Ne? Nur ist es ein bisschen anders geregelt. Du hast höhere Sozialabgaben, aber niedrige Privatversicherung. Niedrigere. Ging es dann natürlich so langsam nach unten. Und als er dann so richtig Gas gegeben hat, dann ging es dann immer schneller. Da musst du dort aber mehr bezahlen als Deutschland. Ja, ich habe auf jeden Fall hier höhere Sozialabgaben als in Deutschland. Ja, das ist auf jeden Fall so. Dafür habe ich halt, wenn du insgesamt die Sozialabgaben von Deutschland zusammenrechnest, dadurch, dass ich nur 30 Euro für die Krankenkasse sozusagen zahle, gleicht sich ungefähr aus. Es kommt ungefähr auf selbe hinaus. Vielleicht sind es hier 100 Euro mehr, vielleicht sind es auch 100 Euro weniger, aber es kommt ungefähr auf selbe hinaus. Hört sich nur viel an. In Deutschland war es so, dass ich 840 Euro für meine gesetzliche Krankenversicherung gezahlt habe und dann noch ein paar hundert Euro für andere Sozialabgaben. Das heißt, in Deutschland bin ich auch über 1000 Euro Sozialabgaben gekommen. Also es gleicht sich ungefähr aus. Ist jetzt nicht so, dass du in Portugal, nur weil Portugal einen kleineren BIP hat und ein Geringverdienerland ist, dass du hier viel günstiger wegkommst. Das, die Illusion kann ich schon mal allen nehmen, die nach Portugal ziehen und denken, oh, hier spare ich so viel Geld. Wenn ihr viel Geld verdient, müsst ihr auch viel Geld bezahlen. Dafür bekommt man eben auch, wenn es einem schlecht geht, hat man dann eben auch Rückhalt. Ne? Ist gut. Ich mag das System. Also ich bin ein Fan davon und ja, ich bin fein damit. Sekunden, wo es dann komplett weg war. Das ist natürlich jetzt Spekulation, aber ich gehe davon aus, dass sich dieser Zustand hier genau unten, wo man einfach gar nichts mehr spürt, dass sich genauso auch der Zustand des Todseins anfühlen muss. Nämlich nicht. So, jetzt sorry nochmal, dass ich unterbrochen habe. Ganz kurz noch Road to Rage Army. Jo, Unge, ich nehme Snooze, ich kann damit nicht aufhören. Hast du vielleicht Tipps, wie ich aufhören kann? Kannst du ja mal Snooze googeln. Ich weiß, was Snooze sind. Ich beschäftige mich tatsächlich sehr viel mit solchen Dingen, obwohl ich sie selber überhaupt nicht nehme. Das ist so ein skandinavisch, sowas wie ein Kautabak, nur eher wie so ein Teebeutel, den man sich in den Mund legt, auch mit so einer Tabakwirkung, ja. Nehmen sehr, sehr viele Eishockeyspieler in Skandinavien, das ist sehr bekannt, ne. Also in Deutschland kommt das gerade nach und nach, ist so ein bisschen so am Trenden gewesen die letzten Jahre, aber in Skandinavien, also Schweden, Norwegen und so, da nehmen das sehr, sehr viele, vor allem eben so Eishockeyspieler und so. Und ja, das ist halt das Gleiche wie mit Rauchen. Der Tabak bzw. das Nikotin macht dich halt abhängig. Deswegen ist es auch für dich so schwer, damit aufzuhören, weil du bist süchtig geworden jetzt. Und wenn du damit wirklich aufhören möchtest, denke ich mal, dass man da auch ähnliche Tipps geben kann, wie wenn du mit dem Rauchen aufhören willst. Also versuch dir andere Sachen zu nehmen, die dich ablenken. Hau dir starke Kaugummis rein, ja. Such dir was zum Rumspielen, versuch die Menge zu reduzieren. Wenn du wirklich damit aufhören möchtest, ja, probier auf jeden Fall Stück für Stück. Ne? Ich bin jetzt kein Experte, was Rauchen und Kautabak oder Schnupftabak oder whatever auch angeht, ne? Weil ich selber, wie gesagt, sowas noch nie selber genommen habe. Ich gucke mir das so manche Videos an, so, aber ich bin auch sehr vorsichtig mit allen Sachen, die süchtig machen. Also ich denke, vielleicht helfen dir so Anti-Raucher-Tipps. Yamaha, Küsse. Und viel Glück dafür. Dieser Zustand hier genau unten, wo man einfach gar nichts mehr spürt, dass ich genauso auch der Zustand des... Hä, bin ich dumm? Bei deinem Einkommen sind doch 1K Abgaben nicht 2%. Ja, aber es sind ja auch nicht alle Abgaben. Ich zahle trotzdem noch Steuern und so. Das sind nur die Sozialabgaben. Und Sozialabgaben haben ja ein Maximum. Ich zahle die maximalen Sozialabgaben. Also in Deutschland waren die maximalen zum Beispiel Krankenversicherungsabgaben ungefähr 840 Euro. Könnt ihr mal nachgucken, gesetzlich. Ich weiß gerade nicht, wie viele es genau sind. Ungefähr 840 Euro bei einer gesetzlichen Versicherung. Auch... Und die zahlt man, sobald man 4.000 Euro ungefähr verdient. Das heißt, wenn ich 4.000 Euro verdiene, zahle ich in Deutschland 840 Euro Krankenversicherung. Wenn ich 40.000 Euro verdiene, zahle ich auch 840 Euro Krankenversicherung. Wenn ich 400.000 Euro verdiene, zahle ich auch 840 Euro Krankenversicherung. Also nur derjenige, der 4.000 Euro verdient, ist derjenige, der richtig dafür geballert wird. Also bei Selbstständigen, ne? Weil so mehr du verdienst, desto irgendwann, weil es halt eine Obergrenze gibt, desto so irrelevanter wird es irgendwann. Aber gerade für Selbstständige im Bereich von unter oder bis 4.000 Euro, da tut eine selbstständige Krankenversicherung sehr, sehr weh. Und hier in Portugal ist es halt auch so, alles zusammen, die Sozialabgaben sind ungefähr 1.200 Euro Maximum. Ne? Die Steuern, genau wie in Deutschland, sind natürlich nicht auf Maximum begrenzt. Also da ist es auch prozentual. Das heißt, so mehr Geld ich verdiene, desto mehr Steuern zahle ich. Ne, wenn ich in Deutschland 40.000 Euro zahle, zahle ich davon, sagen wir mal, was weiß ich, 30% von 40.000. Wenn ich in Deutschland 400.000 Euro verdiene, kriege ich dann
noch ein bisschen Steuererhöhung wegen Vermögenssteuer und bla bla, sagen wir 40% von 400.000. Das heißt, du wirst bei solchen Sachen, bei prozentualen Sachen, zahlst du immer mehr und mehr und mehr. Aber bei Sozialabgaben, das ist irgendwann gedeckelt. Ist einfach so. Ne? Ist in Deutschland so, ist auch in Portugal so. Das Todseins anfühlen muss. Nämlich nicht. Genauso wie man vor seiner Geburt auch nichts wahrgenommen hat und nichts empfunden hat, weil man nicht da war. Genauso habe ich mich hier gefühlt, als würde ich niemals existieren. Wenn mich jetzt während der Narkose jemand getötet hätte, dann hätte ich nichts davon mitgekriegt und ich wäre einfach für immer weg. Mein Körper war während der OP natürlich noch da, aber ich, also das, was mich wirklich ausmacht, also mein Bewusstsein. Oha, jetzt wird's deep, jetzt wird's deep. Das hat da einfach nicht existiert. Der Aufwachprozess sah so aus, dass ich natürlich irgendwann mal wach wurde, aber dann langsam wieder eingenickt bin. Den Pulsong habe ich noch nicht gehört. Schaue ich am Ende vom Stream auch mal rein. Bis ich dann am Ende so halbwegs bewusst war und aufgestanden bin. Und dann hat es trotzdem noch ein bisschen gedauert, bis ich wieder auf dem Dampfer war. Wie das aber jetzt in der Realität aussah, das sehen wir jetzt. Wie geht's dir? Ich bin schon ein bisschen verwirrt. Ach ja, dieses super gruselige Ding auf meinem Gesicht ist basically eine Wasserkühlung fürs Gesicht, durch die ständig kaltes Wasser gepumpt wird, was echt viel krasser ist als Kühlpads. Ich kann mich halt gar nicht bewusst halten, einfach. Kriegst du gar nicht deine Augen auf? Oh. Es gewinnt der Spaß. Wo bin ich? Bin ich im OP oder im Aufwachsaal? Das ist ein Aufwachraum, das ist so eine kleine Kammer. Krieg noch mal Wasser? Klar. Haben wir getroffen? Was war der Zähne? Na? Na? Geht's? Weiter rein. Gott. Da. Kann ja nichts raus, Alter. Aber der Schwamm ist drin, sowohl im Mund als auch in der Flasche. Ja, wer ist das, ja? Er ist kaputt. Ich zieh mich dumm. Ja. Das war gar nichts. Auch der Strohhalm ist im Wasser. Naja. Mehr tief rein, Alter. Weil das Ding nicht so ein Fließen. Rein, donnern. Ich hab's doch schon. Tiefer geht's nicht. Meine Backen tun ziemlich weh. Boah, die Zunge fehlt mir gar nicht, Alter. Klingt ja auch so, als ob du den spüren würdest. Egal, warum denn die Zunge? Was hatte die denn? Ich glaube, die hat mir eine andere Zunge ausgetauscht. Ja, bestimmt. Ja. Komplett lost. Lol. Ich fühle mich hier so ein Babyvogel, denn der immer noch gefüttert werden muss. Geil. Warte, kann ich das? Das Swag ist wieder da. Das Swag. Oh, lach mich gar nicht gut. Kann ich eigentlich die nächsten zwei Tage noch vor einer Kurse sein? Ich glaube, das ist auch. Micha, Küsse. Bist du gesund? Sorry. Küsse, Küsse, Küsse. Alles geht ja noch. Oh. Oh nein, euer Nachbar hat den Fluss mit einem. Oh mein Gott, diese Werbung müssen wir uns jetzt angucken, einfach weil die wahrscheinlich so schlecht ist. Game of Thrones lizenzierte Handyspiel-Werbung. Man würde jetzt denken, Game of Thrones ist ein riesen Merchandise-Firma. Da müsste doch was Geiles bei rumkommen. Oh nein, euer Nachbar hat den Fluss mit einem Damm umgeleitet. Einem Damm umgeleitet. Unsere Ernte ist ruiniert. Das ist inakzeptabel. Soldaten, mir nach! Digga, wer hat das vertont? Digga, da kann man auch ein paar hundert Euro in die Hand nehmen für so jemanden. Warum muss man da irgendeinen 1-Euro-Jobber ranholen, um sowas zu vertonen? Ey, what the fuck? Das sieht so wack aus. Das sieht so wack aus. Ich möchte ein Placement, bitte. Hallo, Game of Thrones, mach mal ein Placement mit mir. Ich habe mir die Serie angeguckt. Ich fand die letzte Folge scheiße, aber okay. Mach Placement jetzt. Endlich haben wir wieder Wasser. Endlich haben wir wieder Wasser. Warum habt ihr mich nicht gefragt? Ich hätte es so gut vertont. Oh mein Gott, Leute, ich habe euch eine Sache noch nie erzählt. Oh mein Gott, ich habe euch eine Sache noch nie erzählt. Ich wurde mal eingeladen für eine Synchro-Rolle bei so einem Film. Ihr kennt ja diese ganzen YouTuber, die irgendwelche Synchros immer,
die irgendwelche Synchros immer machen, ne? Und zum Beispiel jetzt, Ju hat ja Sonic gesprochen als Beispiel, ne, wisst ihr ja, ne? Oder Luca hat mal irgendjemand von Angry Birds gesprochen. Oder Gronkh hat mal bei Lego Batman den Joker gesprochen, glaube ich. Und ja, ich wurde mal eingeladen von so einem Film, ich sag jetzt nicht welchen, zu synchronisieren, ja, in Berlin. Ich bin extra nach Berlin gefahren, in so ein Synchronstudio. Und da haben wir hab so eine unwichtige Nebenrolle gesprochen. Und ich habe das halt so synchronisiert und so. Digga, und es war so schlimm. Ich war so überfordert, ich war so scheiße. Und am Ende, dann dachte ich mir so, na, es war nicht gut, ne? Am Ende sagen die so, ja, nee, wir haben uns für jemand anders entschieden. Oh mein Gott, das war so peinlich. Ich habe einfach komplett versagt als Synchronsprecher. Ich habe komplett versagt. Ich habe einfach als Synchronsprecher komplett versagt. Und die Sache ist, ich habe ja nicht mal eine wichtige Rolle gehabt. Die wollten nur, dass ich den Film synchronspreche, damit ich halt Werbung dafür mache, halt Influencer. Wisst ihr, man nimmt irgendwelche Influencer und macht dann Werbung. Oh, die machen noch eine, sprechen noch eine Rolle. Es war eine unwichtige Rolle. Ich habe einfach versagt, Alter. Ich habe einfach gesagt, ich war so schlecht, die können mich nicht nehmen. Ich war so schlecht. Oh mein Gott. Alter, ich war so schlecht, Alter, nie. Jetzt war ich nie wieder Synchronsprecher. Außer für so Trash würde ich das machen. Aber ey, ich habe mich so danach so schlecht gefühlt, weil ich habe mein Bestes gegeben, aber es war nicht genug. Ich kann nicht sagen, welcher Film leider. Ich will jetzt hier keine über Verträge und so, weißt du, ich meine, aber es war ein Animationsfilm. Und ja, ich habe einfach reingeschissen, wirklich, war so schlecht. Oh mein Gott. Und ich beschwere mich über diesen Typen, der hier sagt, endlich haben wir wieder Wasser. Oh man. Imagine. Oh, ich muss mal übersetzen den Text. Imagine, arigato. Okay, ich muss den Text übersetzen hier. Ich schlafe gleich, gute Nacht. Moment. よく眠る. So, weiter geht's. Ich war zu schlecht, Leute. Was denkst du spät? Ich war der schlechteste Synchronsprecher, der jemals da war. Oh mein Gott. Das war wirklich embarrassing. Ich habe mich einfach nur geschämt. Weil als ich Absage bekommen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, zum Glück. Weil besser so, als ob die mich reingenommen hätten, obwohl es schlecht wäre, hätten die Leute gesagt, der hat das schlecht gemacht, die Fans von dieser Serie hätten dann gesagt, oh, schlecht. Da war ich am Ende irgendwo froh, aber irgendwo war ich auch embarrassed. Was ist das? 2:40. Jetzt hast du auf die Uhr geguckt, das zählt nicht. Aber wie ging es danach weiter? Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, das ganze Ding mit Videos zu dokumentieren, wie es mir geht, wie ich reden kann, wie ich esse. Aber nee, ich war die nächsten 4 bis 5 Tage komplett K.O. Ich habe mir auch vorgenommen, nach 2 Tagen kannst du wieder arbeiten. Bei vielen Leuten ist das auch so, dass das geht. Aber ich war also 4 Tage wirklich komplett außer Gefecht und konnte nichts machen. Ich habe mich einfach nur eingeschottet, Schmerzmittel genommen, mich gekühlt und World of Warcraft gespielt und nicht nur meine Schmerzen betäubt, sondern damit auch meinen Geist. So. Ich betäube meine Sinne wegen World of Warcraft. Mein armes Girly-Mausi hatte auch eine Operation am Zahn. Da hatte sie ein Loch. Was war nochmal? Du hattest irgendwo ein Loch oben zwischen deiner Mundhöhle und deiner Nasenhöhle oder sowas, ne? Da hatte sie oben, genau, da ist die Nasenhöhle hier, es wird ja mit dem Mund verbunden und die hat oben einen Zahn gezogen bekommen. Und da hatte sie ein Loch drin, oh, die arme Maus, da musste ich die pflegen. Die arme Maus hat mir leid getan. Da hatte die immer Angst, dass da irgendwas reinkommt oder so. Bakterien. Paperboy, Küsse. So sah ich dann am Tag der OP aus, da habe ich nur rumgelegen und vor mich hin vegetiert. Meine Backen sind aber zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig angeschwollen. Ich war an diesem Tag direkt nach der OP wirklich komplett hilflos. Ich konnte nicht allein trinken, essen, gar nichts. Hätte mich Sebastian nicht von der OP direkt abgeholt und hätte sich meine Freundin nicht so gut um mich gekümmert. Ey, die Sache mit der Synchronsprecherrolle, ne? Die habe ich noch nie erzählt, glaube ich, oder? Also die Leute, die immer dabei sind für euch, habt ihr die Geschichte schon mal von mir gehört? Ich glaube nicht, weil die war mir wirklich auch bis jetzt immer noch so peinlich, jetzt nicht mehr so, aber die war mir, ich dachte mir, oh mein Gott, ich habe einfach versagt. Ich habe so ein richtiges Gefühl gehabt, dass ich ein Versager bin. Ich habe da wirklich so alles probiert und ich habe versagt.
Ich habe die wirklich noch nie erzählt, ne? Ja, es war, weil ich mich so wie ein Versager gefühlt habe und ich habe mich dafür geschämt. Es war traurig, weil. Nee, nie wieder gehe ich dahin. Wenn die mich irgendwo einladen, Jakob, küsse. Wenn mich irgendjemand einlädt, einen Synchronfilm zu sprechen, ich sage von vornherein nein. Ich will nie wieder dieses Gefühl haben, dass ich ein Versager bin, nie mehr. Ich weiß nicht, ob ich das gepackt hätte, weil ich war echt wirklich zu. Wann war es? Sabine, hast du das mitbekommen mit der Synchron-Geschichte? Waren wir schon zusammen? Wo ich den Film synchronisieren sollte in Berlin. Waren wir schon zusammen? Nicht? Dann ist das schon über 3 Jahre her. Wie lange sind wir zusammen? Knapp 3 Jahre? Bisschen mehr als 3 Jahre? Okay. Bist du sicher, dass wir nicht zusammen waren da? Ich meine, wir waren noch nicht zusammen? Okay, Sabine weiß davon nichts. Das heißt, es ist schon über... Darf ich es nicht sagen jetzt? Es ist schon über 3,5 Jahre her. Ja, es ist schon über 3,5 Jahre her. Ja, ja, ja. Nichts zu gebrauchen. Tag 2 wurde dann von den Schmerzen her nicht viel besser. Man sieht langsam die Bäckchen. Selbst Sabine weiß es nicht. Ich dachte, ich wäre mit Sabine schon zusammen gewesen, als ich das gemacht habe. Mit wem war ich denn in Berlin? Ich überlege gerade, mit wem ich in Berlin war dafür. Also ich glaube, Inga war dabei. Und falls ihr was Falsches denkt, nein, Inga ist von unserem Management-Team. Und Sabine kennt die. Ich glaube, Inga war dabei. Aber ich weiß nicht genau. Big Henry habe ich schon geschaut, fand ich schon richtig böse, belastend. Bunte Hunde, Küsse. Hey Simon, hab jetzt die Hammerheads getestet. Die Soundqualität ist gut, wie bei anderen Kopfhörern, aber der Hammerhead ist mir zu starr im Ohr und bekomme Schmerzen im Ohr. Ah, dann ist es, ja, dann ist natürlich ärgerlich, aber das ist halt das, weil jedes Ohr anders ist, ne? Bei den Hammerheads ist es halt so, die haben keinen Gummiaufsatz. Das heißt, wenn die nicht in euer Ohr passen, passen die halt auch einfach nicht. Bei mir passen die zum Glück sehr, sehr gut. Aber ist ja wichtig, deswegen auszutesten. Und ja, ich hoffe, du bist mit deinen anderen Kopfhörern, wirst du sehr glücklich, Bundhunde. Küsse, danke für dein ehrliches Feedback. Danke, Küsse gehen raus. Tag 2 war eigentlich genauso gut wie Tag 3. Da sah ich dann so aus. Oha, was er für eine dicke Backe bekommen hat hier. Das Bäckchen dann noch besser. Am 4. Tag sehe ich dann immer noch so aus, als hätte ich 50 Kilo zugenommen. Der 5. Tag war dann so. Boah, wie Joker auf einmal hier mit diesem Mund eingerissen. Man sieht, dass immer noch meine Lippe extrem aufgerissen ist. Ihr müsst euch das vorstellen, ich habe einen echt kleinen Mund und die Zahnärzte, die mussten ja richtig weit nach hinten, um richtig komplizierte Sachen da zu machen. Und dabei ist das halt wirklich aufgerissen. Das kann mal passieren. Das ist so eine Küsse. Küsse, 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 Küsse. Ey, ganz viel Liebe an dich. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du weißt, dass es viel zu viel ist. Ich danke dir von ganzem Herzen. Küsse, 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 Bundhunde, Küsse. Und die eingerissenen Lippen, die dann auch gealtert haben, die waren wirklich das Schlimmste. Erst an Tag 6 sah ich dann wieder halbwegs normal aus. Und auch da kam so langsam der Lebenswille. Ja, das mit den gealterten Lippen ist echt schon schlimm. Auch wieder zurück. Ich muss das ganz ehrlich so sagen. Die ersten 4-5 Tage, also lange hätte ich das nicht mitgemacht. Wirklich nicht. Und hier an Tag 7, nach einer Woche, sehe ich eigentlich halbwegs normal wieder aus. Ja, sieht aus, als hätte er einfach noch ein bisschen zugenommen. Okay. Man sieht noch ein bisschen, dass die Backe angeschwollen ist, aber auch zu diesem Zeitpunkt kann ich meinen Mund noch nicht mehr als 1 Zentimeter öffnen. Und auch jetzt, 11 Tage nach der OP, sieht das, wenn ich meinen Mund weit öffne, so aus. Es wird immer besser und es wird sich auch legen, aber aktuell, ich kann auch nicht in einen Burger reinbeißen oder so, oder ich kann auch nicht in einen Apfel reinbeißen. Aber eine Pizza, die konnte ich heute schon essen. Was das bei mir jetzt... Weil ich schön dünn ist. Mit der Thin Crust. Bisschen komplizierter gemacht. Italian Style. Macht hat, ist, dass meine Zahnwurzeln direkt in den Lippennerv reingehen, den ihr hier jetzt mal so leicht rot eingezeichnet seht. Und das heißt, und das hat mir auch der Zahnarzt gesagt, dass wenn dabei irgendwas schief geht, könnte es sein, dass dieser Lippennerv durchtrennt wird und ich meine Lippe nicht mehr bewegen kann und nicht mehr spüren kann. Und deswegen mussten die halt umso vorsichtiger sein. Ich musste jeden Tag 3 Antibiotika nehmen, habe jeden Tag 3 bis 4 Ibuprofen, 800 Gramm genommen und zusätzlich 3-mal am Tag noch ein anderes Schmerzmittel in Tröpfchenform. Aber jetzt ist wieder einigermaßen alles okay. Ich kann ja ganz. Guck mal, überleg dich mal. So eine relativ. Ja, ich will jetzt nicht sagen einfache OP, weil es ist keine einfache OP, aber so eine. Reguläre OP, die wird ja häufig gemacht, ne? So wie zum Beispiel Blinddarm raus, Weisheitszähne. Das ist ja, passiert ja jeden Tag, ne? So eine reguläre OP, was für Konsequenzen sowas schon haben kann. Jetzt überlegt euch mal, so eine richtig ernste OP, ne? Und deswegen. Mein Appell nochmal an alle, vor allem Mädels, aber auch Jungs unter euch, seid mit sowas wie Schönheitsoperationen ganz vorsichtig, weil ihr müsst immer abwägen, das hier ist eine OP, die ist wichtig für seine Gesundheit gewesen, ne? Dass seine Zähne sich nicht komplett verschieben und dass er dann irgendwie Zahnausfall bekommt oder irgendwas, ja.
Aber wenn ihr einfach eure Brüste größer machen wollt oder was weiß ich, Arschimplantate oder Lippen aufspritzen oder whatever, ja, überlegt euch vorher wirklich ganz genau, ist es euch das wirklich wert, weil es kann immer zu Komplikationen führen und nur für das Aussehen so ein Risiko einzugehen, muss man sich auf jeden Fall gut überlegen. Es ist heutzutage irgendwie gefühlt so ganz normal geworden, sich zu operieren, und ich finde, das ist absolut nichts Normales, weil ihr eurem Körper immer unter ein Risiko setzt. Natürlich verstehe ich das absolut, auch wenn es für eure Psyche wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel irgendwie mit eurer Brust unzufrieden seid oder mit eurem irgendwas, eurer Nase oder so, dann ist es schön als Operation. Ich bin der Letzte, der da irgendwas dagegen sagt, ja. Jeder soll machen, was er möchte. Aber denkt immer daran, dass eine Operation immer Risiken mit sich bringt, ne? Und wenn sie nicht für eure Gesundheit sind, wenn die Operation nicht für eure Gesundheit wichtig ist, dann überlegt euch ganz genau, ist es das wert? Ne? Ist es das wirklich wert? Mal reden, ich kann auch wieder lachen, ich kann auch wieder fest zubeißen, ich kann nur meinen Mund noch nicht weit aufbringen. Und das muss ich jetzt wieder trainieren. Und was habe ich versprochen? Was habe ich gesagt? Was habe ich versprochen? Vielleicht ist es ja in nochmal einer Woche wieder ganz normal. An dieser Stelle nochmal danke an die Sophie, die sich jetzt so gut um mich gekümmert hat und auch schon Tipps von ihrer OP für mich hatte, die echt extrem wichtig Tero, waren. Küsse. Auch danke an den guten Sebastian, der mich von der OP abgeholt hat, aber auch an die Zahnarztpraxis. Ja, Tero, du musst ja auch keine Vorwürfe machen. Da muss jeder schon mal durch und da bist du auch absolut kein Versager. Ich küsse deine Augen. Du wirst auch noch die richtige für dich finden. Und DA1EE1A, Küsse. Kriege ich sehr, sehr gerne rein. Küsse. Nerdschmied, schreibe ich mir auf. Nerdschmied. Hört sich sehr geil an. Küsse, danke für den Vorschlag. Das ist Zahnkultur hier in Köln. Ihr habt das super gemacht. Meine große Leidenschaft ist... Zu Mary hat es versprochen, okay. Marc, Küsse. Jeder reagiert anders auf die Medikamente. Ich fühlte mich nach einer Zahn-OP mit Narkose... Analgosedierung. So fit wie lange nicht mehr. Wie eben nach 2 Stunden Extraschlaf. Oha, krass. Es ist coole Dinge zu lernen und jede Woche ein neues Projekt anzugehen. Skillshare hat unzählige Klassen, in denen man so gut wie alles lernen kann, wie zum Beispiel Produktivität, Selbstständigkeit, Film oder Fotografie. Und das nicht nur als Anfänger, sondern auch als Profi. Momentan bringe ich mir mit dem Kurs Productivity Masterclass Principles and Tools to Boost Your Productivity meine Effizienz auf das nächste Level. Geile Aktion. Passt auch, finde ich, super zu ihm, das Placement. Schaut bei Tomary rein. Küsse gehen raus. Wenn ihr mal Skillshare ausprobieren wollt, checkt mal seine Videobeschreibung aus. Die ersten 500 bekommen 2 Monate Skillshare Premium kostenlos. Ja? Vielleicht seid ihr noch schnell genug. Probiert es mal aus. Ansonsten, Küsse an Tomary. Wir gehen jetzt erstmal rüber zu Mickey, den ich jetzt schon hier ein bisschen länger warten lassen habe. Hallo, Mickey. Moin, moin. Du kleine süße Maus. Hallo, mein Bruderherz. Hast du lange gewartet? Es tut mir leid. Nein, alles gut. Hast du Beschäftigung? Ja, ich hatte ganz viel Content, ganz, ganz viel Spaß. Gut. Du musst jetzt hier einmal das mit Epic Games machen. Genau, das mache ich einmal eben kurz. Also Chat, wir wechseln jetzt rüber zu Gaming mit Mickey. Ja. Und ich werde Mickey jetzt einmal kurz bei Epic Games enden. Dafür mache ich meinen Bildschirm schwarz. Einfach, damit jetzt nicht 10.000 Anfragen gleichzeitig reinkommen. So. Moment. Freunde, Freunde, so, Freunde zufügen. Ja. Johann Sebastian Bach. Aufgrund einer Privatsphäre-Einstellung kannst du diesen Nutzer nicht als Freund zufügen. Machst du ganz kurz deine Privatsphäre-Einstellung aus? Freundschaftsanfragen habe ich eigentlich aus? Habe ich eigentlich ausgemacht jetzt? Ja, aber es geht trotzdem nicht. Chat, keine Sorge, Poolsong gucken wir gleich mit Miki am Ende zusammen, falls er noch nicht geschaut hat. Ansonsten schaue ich am Ende vom Studio mal rein. Alles easy. So. Sonst gib du mir einmal deinen Namen. Ja, der ist sehr schwer. Ist nicht schlimm. Warte mal kurz. Ja, geht's bei mir? Oder hast du auch das gleiche Problem? Warte. Du wolltest das vorher einstellen. Ah, Privatsphäre-Einstellung. Hä, aber bei mir steht das, dieses automatische Freundenblocken ist bei mir aus. Ja, bei mir steht es auch. Ich versuche jetzt mal ganz kurz in Fortnite reinzugehen und das auszumachen. Ah ja, könnte sein, dass es darüber läuft. Weil es irgendwie verbuggt. Kleinen Moment Geduld, Leute. Können wir uns nicht bei Fortnite einfach in eine Gruppe einladen und dann uns adden, auch wenn wir es an- und aus haben, oder wie? Nee. Also in Fortnite ist nochmal so eine andere Option, wo du es ein- und ausstellen kannst. Ja. Und da versuche ich das jetzt. Ja, muss ich denn auch in Fortnite rein dafür?
Nee, um musst du enden? Nicht. Nee, okay. Mhm. Nee, nee. Dann kannst du mich gleich nochmal enden. Okay. Sag mir Bescheid. Wie findest du die Steuerung bei dem Chirurgenspiel? Sehr schwammig. Schwammig, ne? Ja, aber ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache. Ja, ich glaube auch. Ich bin gespannt, ob wir heute Operationen, ob wir zusammen gute Operationen hinkriegen. Ich das kriegen wir hin auf jeden Fall. Ich packe schon mal in der Zeit das Thumbnail alles rein. So, ich bin jetzt in Fortnite drin. Ja. Mal ganz kurz in die Einstellung eingehen und da versuche ich mal zu mir deine, erzähl mir deinen Progress, den du gerade durchlebst. Armando, Küsse. Ich wurde schon 4-mal am Arm operiert, weil ich ihn mir 2-mal gebrochen habe. Fand das Gefühl beim Aufwachen immer eklig. Ja, kann ich nachvollziehen. So. Miki, spielst du aktuell noch World of Warcraft oder hast du aktuell eine Pause? Ich spiele es aktuell nicht mehr. Ich habe ja Dladi gemacht. Mhm, das habe ich noch gesehen. Sehr herzlichen Glückwunsch dazu. Stark. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Wie hast du das dann gemacht? Mit einem Streamer oder mit einem Offline-Kollegen? Mit Offline-Leuten. Mhm. Ausschließlich. So, okay, ich habe jetzt das alles ausgestellt. Ich kriege jetzt schon sehr, sehr viele Anfragen rein. Ja, ich schicke dir. Ja, Anfrage gesendet. Angenommen. Sehr gut, kannst du ja ausstellen. Das liegt also an Fortnite. Oh Gott sei Dank. Gut, dass du so ein Fortnite-Experte bist. Ja, ja. Dann haben wir das schon mal hinbekommen. Sehr, sehr gut. Ich wollte dich da, was das angeht, wollte ich dich eher fragen. Am 27.10. geht es ja los. Mit Shadowlands. Ja. Mhm. Ja, du bist gerade weg oder bist noch da? Ich glaube, Discord war kurz weg. Ah. 27.10. Shadowlands, was ist bei dir geplant? Aktuell noch gar nichts tatsächlich. Aktuell? Auf was? Hast du hype die Shadowlands so ein bisschen, ja, dass du was planen würdest? Also ich sage es so, wie es ist. Ich werde auf jeden Fall 100% spielen. Aber der Hype ist bis jetzt bei mir noch nicht da. Also mir fehlt noch so ein bisschen die Vorfreude, ganz ehrlich, weil mich BFA so ein bisschen ernüchtert hat. Ich hatte einen extremen Hype auf Classic, das habe ich auch richtig geil gesucht am Anfang und so. Ja, das stimmt. Aber jetzt irgendwie auf Challenge, ich glaube, es wird sehr geil, aber mir fehlt gerade noch so ein bisschen die Vorfreude. Ich glaube, es kommt erst noch, aber ich bin für alles offen. Ja. Okay, okay. Warum, bist du gerade schon sehr gehypt oder wie sieht es bei dir aus? Ja, so vielleicht für ein paar Tage, so einfach mal ein bisschen das Grind, ein bisschen reinschauen. Ja, Anfang will. Ist halt auch immer wieder so eine Sache, also alleine hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, einfach so stumpf zu grinden. Aber wenn du halt das mit jemand anderem zusammen machen kannst, habe ich da schon Bock drauf. Ja, same. Können wir nochmal in Ruhe drüber quatschen? Ja, machen wir. So, ich bin schon im Game drin. Ich jetzt auch. Chat. Wir sind drin. Wir fangen an mit Doktorspielchen und wenn wir später Schnauze voll von operieren haben, dann können wir noch ein paar Ründchen Folge jetzt auf entspannt machen, wenn Miki Lust hat. Mhm, und auf ganz entspannt, Leute, auf ganz entspannt. Die Sache ist die, Miki, ich habe ja um 0 Uhr Geburtstag, ne? Also morgen habe ich ja Geburtstag. Und ich will eigentlich... Ja, wusste ich. Ich habe auch ein Geschenk. Ich will eigentlich vorher offline gehen. Weil wieso? Weil ich keine Lust habe, dass dann alle sagen Happy Birthday und dann Donations oder so. Weißt du, was ich meine? Ich habe keinen Bock. Ja. Das ist mir, das ist nicht mein Ding, so weißt du. Deswegen, okay, okay. Deswegen würde ich sagen, lass uns Viertel vor, spätestens als Viertel vor 12, so als Endpunkt nehmen. Ja, okay. Also, dass wir nicht zu lang machen. Ja. So, ich habe dich mal eingeladen. Danke für 10k Likes übrigens. Ja, du hast mich eingeladen, aber ich sehe nicht wie. Ich sehe nicht wie. Siehst also, nicht wie. Ich sehe, wie macht man die Freundes bei Epic Games? Wie macht man da Freundesliste auf? Oder wie? Also du musst ins Game erstmal rein. Ja, also ich bin jetzt im Game, hab auf Spielen gedrückt. So, dann Escape. Escape. Und dann muss da irgendwie Miki, Freunde online irgendwas stehen. Ja, hab angenommen. Okay. Hat's geklappt? Also bei mir ist... Ja, jetzt bist du bei mir drin. Ah, ich komm rein. Ja, ja, geil. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, du bist Penny. Hey. Oh, du bist Penny, hallo. Hallo, hallo. Weißt du, ich bin? Kram mal. Weißt du was? Küss die Hand, schöne Frau. Küss die Hand. Okay. Was ein dummes Spiel. Weißt du was? Geh mal bitte, hock dich mal bitte hin. Ich hocke mich hin. So, ich will dich mal so wie so ein, so fein gemacht. Nee, so. Weil das muss doch andersrum, oder nicht? Hä? Oder wolltest du? Ich will so patsch, weißt du, so. Achso, okay, mach patsch.
Patsch, Patsch. Okay. Warum bist du tiny? Was geht bei dir? Oh, meine Hand ist verdreht. Frau Doktor, meine Hand ist verdreht. Können Sie mal nachgucken? Also die Steuerung. Warte. High five? Ja, okay. High five. Warte, wir müssen die Arme hochmachen. So. Ja? So. Und du musst die Hand noch hochmachen. Warte. So. High five. Ich habe einen Wackelpudding übrigens für dich. Oh, danke schön. Vielen Dank. Der sieht aber gut aus. Ja, warte. Das ist. Ja? Ich gebe ihn dir. Sekunde. Hier, bitteschön. Oh, danke schön. Danke. Kannst schön, du was aus der Hand rausnehmen? Oha, ja. Stark. Stark, stark, stark. Da sind die Skills da. Ja. Was, wenn ich wieder. Oh. Vorsicht. Okay, okay. Ich glaube, das war das Tutorial. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich bin bereit. Halt meine Hand. Könntest du bitte den Arztkittel anziehen? Das ist nämlich unprofessionell, wie du hier rumläufst. Ich bin doch eher so Assistentin und du bist der Chefarzt. Ja, aber für die Hygiene möchte ich bitte, dass wir beide Arztkittel tragen. Weil das ist, so geht das nicht. Okay. So, hallo Frau Doktor. Ja, kommen Sie in den OP-Saal. Okay. Dann lass uns anfangen. Ich glaube, weil du der Host bist, musst du das Spiel aussuchen. Geschichte fortsetzen. Mhm. Ja, das passt. Sie sind so verspannt. Frau Doktor. Gebrochenes Herz. Versuch mal hier jetzt reinzugehen. Ja. Ah, hier kannst du ready machen. Ja. Yep. Gebrochenes Herz habe ich gestern schon im Solo einmal gemacht. Mal gucken, wie wir das zusammen hinkriegen. Ah, du hast es schon gemacht? Ja, ich habe nur gebrochenes Herz und das danach gemacht. Aber es geht sauschnell. Okay, okay. Ich wollte so ein bisschen so ein Gefühl für das Spiel bekommen, ob es geil ist. Und da dachte ich, boah, es wäre bestimmt im Koop wäre es noch viel geiler. Und deswegen habe ich gestern schon gesagt, ich glaube, wir fragen mal morgen, also den Miki, den habe ich ein Foto gestern noch geschickt. Und dann, ja, genau. Deswegen. Ich habe das Tutorial gemacht. Bro, in Feuer beim Sägen hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang. Ja, das ist weißt du. Aber warum? Sonst ging's. Weil früher, als wir noch in der Wikinger-Schule waren, hast du immer mit der Axt gehackt und ich habe gesägt. Und deswegen bist du mit dem Sägen nicht so, mit dem Sägen so gut. Okay, Miki, okay. Wir sind Pro-Gamer. Achte drauf, unter 10 Minuten und 700 Milliliter Blut. Okay, hör mir zu. Ich höre dir zu. Folg mir. Ich habe ja hier schon ein bisschen Erfahrung und ich brauche jetzt deine assistentische Hilfe, ja? Okay. Kommen Sie mit. Sie können den Teddy mehr mitnehmen, Frau Assistentin. Im OP-Saal sitzen wir uns, einfach aus Professionalität. Okay, machen wir. So. Herr Professor, wo soll ich den Teddy hin tun? Den Teddy bitte hier auf den Hocker. Auf den Hocker. Okay. Teddy okay. Abgelegt. So, wenn du jetzt hier, schauen Sie mal hier, mein Assistent, schauen Sie mal hier. Ja. Wenn Sie aus ja. Herzprobleme. So. Oh, das ist schlimm. Das heißt, wir brauchen jetzt Folgendes. Wir brauchen einen Hammer und drei Skapelle und... Drei Stück. Drei Skapelle. Du kannst die Skapelle und den Hammer holen auf der anderen Seite, genau da, wo du gerade hinläufst und ich hole die Spritzen. Okay. Und, dann kommt noch eine andere wichtige Sache. Und zwar das neue Herz. Das darf man auch nicht unterschätzen, ne? So. Da hole ich mal die Skalpelle. Eins habe ich schon mal. Sehr gut, sehr gut. Also. Ich pack das direkt hier vorne drauf. Hast du manchmal auch, dass das Spiel so ein bisschen ruckelt? Ja. Ja, okay, liegt also am Spiel. Gut, Leute, gewöhnt euch dran. Es gibt manchmal ein paar kleine Ruckler. Okay, könnt ihr euch jetzt beruhigen? Beruhigt euch! Ich habe noch ein zweites Skapell. Ja, wir brauchen drei. Weil vor drei? Ja, drei. Pro Organ, was wir entfernen, nehmen wir ein frisches Skapell. Wir sind ja professionelle Ärzte. Ja. Okay. Und wir entfernen die beiden Lungenflügel. Rechter Lungenflügel, linker Lungenflügel. Und dann nehmen wir uns das Herz vor. Dafür brauchen wir aber auch einen Hammer, oder? Genau. Bringst du den Hammer auch mit? Den Hammer habe ich noch nicht gefunden. Ich habe die Skapelle jetzt erstmal gebracht. Sehr, sehr gut. Ich hol kurz noch die... Die Karte und hol das neue frische Herz gleich. Beziehungsweise mach alles schon mal ready dafür. So. Okay, Tür ist offen. Ja. Ja, ich habe jetzt nicht einen Hammer, aber ich habe eine Axt. Reicht das auch? Eine Axt? Das soll doch. Ja. Eine Axt, nee. Ein Hammer hätte ich gerne, aber ist kein Problem. Ich guck mal kurz, ob ich einen finde. Ja, hier unten lagen die, lagen sehr tief unten.
Ja, also man, das Problem mit den Assistenten heutzutage, die wollen sich nicht mehr bücken für, okay. für die Arbeit, ne? Das ist das Problem. Ja, ja. Den Hammer habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, Sie könnten jetzt mir, Sie könnten schon mal ein Skalpell in die Hand nehmen. Ja, ich nehme Skalpell in die Hand. Und ich werde jetzt die, nee, warte, bevor Sie das Skalpell in die Hand nehmen, legen Sie es mal zurück. Haben Sie die Hände desinfiziert? Haben Sie die Hände desinfiziert? Ja, warte, mache ich kurz. Sie holen erstmal mit den Händen die Knochen gleich raus, die ich jetzt hier zertrümmere, okay? Hände sind desinfiziert. Sehr gut. Ich muss hier nur noch gerade irgendwie einmal hinkriegen, die Hand gerade hier. Ich muss den Hammer noch mal kurz auch noch mal aufheben. Das macht mir gerade Probleme. Der macht mir gerade ein paar Probleme, dieser Hammer. Soll ich das probieren mit dem Hammer? Lass mich mal einmal ein paar Rippen hier cracken, okay? Okay. Guck mal her, wie das der Chefarzt macht, okay? Ja. Oh, 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 nicht ins Gesicht. Nee, das... Oh, nein! Oh, oh, oh! Oh, nein, nehmen Sie den Arm. Nehmen Sie den Arm. Oh, ich nehme den Blutstoppspritze. Ich... Sehr schön. Ist wieder dran, ist heil. Holen Sie die Blutspritze, die liegt auch, da liegt auch rechts von mir. Ja. Spritzen Sie ein bisschen Blut rein. Ja. Ja, Sie müssen den Hammer nehmen. Ich bin ruhig heute, ins Gesicht. Ja, ruhig ins Gesicht, ja. Ich bin heute ein bisschen, was Hammer angeht, sage ich einfach, ganz ehrlich. Ich habe das auch direkt unter den Wangenknochen. Ja, sehr gut. Für Hyaluronsäure. Okay. Hier. Genau. Nehmen Sie den Hyaluron. Hammer. Machen Sie das. Ich nehme den Hammer. Ich bin heute nicht in Hammerstimmung. Ich entferne die Krippen, Sie machen den Hammer. Mhm. Ich mache den Hammer. Okay. Schön, vorsichtig mit Gefühl darauf. Schön, das sieht wirklich gut aus. Oh, Wein. Jetzt die andere Seite noch ein bisschen. Ja. Oh, sehr schön, sehr schön. Die oberen Rippenpartien noch. Ich hole einmal kurz eine Rippe raus. Moment. So. Ja. Die kommt auf den Müll. Ja, ich habe halt auch gut von Ihnen gelernt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass Sie... Da sind hier noch die unteren, die werde ich nochmal ein bisschen anknacken. Ja. Und so. Die oberen auch, da darf man auch nicht vergessen, die oberen. Darf man nicht vergessen. Die oberen sind, die bleiben da. Ja, das schaffen wir ohne. Ja, okay, gut. Das ist gut. Dann nehmen Sie jetzt ein Skalpell und ich nehme ein Skalpell. Wir entfernen beide einen Lungenflügel, beziehungsweise... Okay, ja. Moment. Ah, ich komme nicht so gut dran. Okay, ja. Okay, vielleicht könnte ich auch... Wenn Sie den ersten Lungenflügel entfernt haben, vielleicht könnte ich auch direkt ans Herz rangehen. Probieren Sie mal. Oh, nicht fallen lassen, das ist unhygienisch. Probieren Sie mal. Ich brauche nochmal das andere Skalpell. Ja. Mhm. Denken Sie dran. 10 Minuten, sonst ist der Patient nicht mehr so gut drauf nach der Operation. Okay. Vorsichtig, eine Lunge. Oh, das war nicht die Lunge. Ja, ist egal. Nehmen Sie ein neues Skalpell. Oh, Gott. Nein, oh, er blutet auch. Ah, ich hole jetzt noch schnell die eine Lunge raus. Kein Problem, ich hole neue Spritzen. Oh, der hat da auch hier nochmal. Da sitzt einiges. Da ist noch. Der Arm ist ab. Ach du Scheiße. Können Sie den Arm wieder dran machen? Schnell, der verblutet, der arme Mann. Machen Sie den Arm dran. Ich führe das Blut da rein. Ich mach den Arm dran. Sehr schön. Arm ist dran. Holen Sie die gelbe Spritze hinten. Wichtig. Holen Sie die gelbe Spritze. Ich hol die. Wo ist die? Linke Seite. Die gelbe Spritze stoppt die Blutung. Ja. Spritzen Sie ihn das komplett rein. Ich versuche hier mal wieder ein bisschen. Räumen das rein. Ja, spritzen Sie es komplett rein. Komplett rein da. Okay. Ja, er nimmt. Sehr gut. Okay, jetzt schauen Sie genau hin, was die Doktorhände nach 30 Jahren OP-Chefarzt-Erfahrung machen können. Schauen Sie genau hin. Ich schaue genau hin. Frau Penny, schauen Sie hin. Sehen Sie das? Ich operiere jetzt an der Lunge vorbei, zum Herz, ganz vorsichtig hier. Oh nein! Da war doch die andere Lunge weg. Okay. Vergessen Sie, was ich gesagt habe? Ja, okay. Ich glaube, wir brauchen noch mal ein bisschen Blut. Ich hole noch mal ein bisschen Blut. Ja. Sonst ist das hier gleich... Ja, ich entferne das Herz aber jetzt. Oh nein, jetzt habe ich noch irgendwas anderes entfernt. Eieiei. Da ist aber heute was mit den... Oh, wir brauchen wirklich mehr Blut. Ich schaue mir direkt... Und Blut stoppen. Auch ganz... Ganz wichtige Sache. Ich kümmere mich um das neue Herz. Stoppen Sie das Blut, okay? Ich mache das direkt, das Blut auch in die Halsschlagader. Sehr schön.
Können Sie das Blut noch dann stoppen? Dann geht das direkt auch rein. Frau Penny, können Sie das Blut stoppen? Ja. Ich hole es noch. Julian? Ich hole das frische Herz. Ich werde die Blutung direkt auch stoppen. Sure is, time, okay, ist euer Herz unterwegs, euer Herz unterwegs. Frau Penny, haben Sie die Blutung... Haben Sie Blutung, die Blutung ist Rolle? So gut wie gestoppt. Der Mann ist kerngesund, das sieht man doch. Das Herz rein, zack. Zack. Super. Da können Sie High Five geben. Ausgezeichnet, also. High Five. Wirklich, High Five. Cool. Mal wieder ein guter Job. Brofist. War gut, war Brofist. Wirklich. Einmal Brofist. Brofist. Stark. Check. Nice. Schön gemacht. Sehr gut. Julian, I've got a job for you. Da sehe ich uns direkt auch im nächsten Level. Schauen wir mal, was haben wir geschafft? Haben wir die 10 Minuten unterschritten? Wenigstens eine Aufgabe. Haben wir wenigstens eine Zusatzaufgabe geschafft? Ja, 8 Minuten. Aber Blut war ein bisschen zu viel. Wir hatten 4.000. Das war ein bisschen viel. Aber da waren auch ein paar Missgeschicke. Muss man auch sagen, waren da auch leider bei der Operation. Aber ich sag mal so. Machen wir direkt fortfahren, würde ich sagen, natürlich. Oder? Rein, rein, rein. Nächstes Level freigeschaltet. Rein. Also sehr, sehr stark. Ja, Blut war nicht optimal. Aber wir sind ja auch. Ärzte sind ja auch nur Menschen, sage ich immer. Und ja. Fehler passieren. Chat, würdet ihr euch beschweren, wenn jetzt ein Arzt versehentlich jetzt zum Beispiel den falschen Arm irgendwo dran operiert? Nein, ihr dürft euch nicht beschweren, weil Fehler passieren, sind menschlich. Solange er Entschuldigung sagt, kennen wir auch von YouTube Beef, ist alles wieder okay. In unter 6 Minuten. Unter 6 Minuten. Okay, krass. Okay. Bau einen besseren was? Einen besseren Bob. Let's go. Okay, okay. Hände waschen, Hände waschen. Ja. Okay, alles klar. Okay. Okay, kommen Sie mit. Er braucht beide Arme neu, aber bevor wir das machen, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen was. Einmal zeigen? Wir müssen hier. Das ist jetzt Ihre Aufgabe. Ich weiß, Sie haben Basketball früher gespielt. Nehmen Sie einen Basketball. Nehmen Sie Basketball. Ich nehme Basketball. Nehmen Sie ihn? Nehmen Sie ihn. Ja, nehmen Sie ihn. Nicht so zimperlich. Nehmen Sie ihn. Nehmen Sie ihn. Nehmen Sie ihn. Er will nicht. Nehmen Sie er will ihn nicht. Nehmen Sie ihn er will doch. Nicht. Nehmen Sie ihn doch. Frau Penny. Nehmen Sie er doch. Will nicht. Nehmen Sie ihn doch. Nehmen Sie ihn doch. Nehmen Sie ihn doch. Nehmen Sie ihn doch. Ja, schön. Und jetzt sehen Sie das hier. I'm sorry, I really don't know why these da oben. Doors are locked. Das ist Ihre Chance, den Ball hier zu versenken. In der Zeit werde ich jetzt schon mal die Spritzen vorbereiten. Sie müssen den Basketball dadurch befördern, okay? Frau Penny, kriegen Sie das hin? Geschafft. Sehr schön, Frau Penny. Sehr schön, Naturtalent. Und jetzt? Und jetzt? Säge? Die Säge, ja. Ganz wichtig, die Säge, genau. Ich komme mit der Säge. Sehr damit schön. Sehe ich mich. Fangen Sie an mit dem, von dem Patienten aus gesehen, linken Arm. Ich werde die Blutung sofort stoppen, sobald Sie anfangen zu sägen. Okay. Sägen Sie, sägen Sie, sägen Sie. Sägen Sie mit Bedacht, aber auch mit nicht Bedacht. Zu zimperlich. Ich stoppe die Blutung. Sobald. Ich säge. Ich säge. Sehr schön, ich stoppe die Blutung. Oh, oh. Komm rein. Oh, es klemmt auch ein bisschen. Ja? Ich bin schon am Knochen. Ich bin am Knochen. Ja, schön. Ich stoppe die Blutung, ich stoppe die Blutung. Oh. Nehmen Sie den Arm, nehmen Sie den Arm, nehmen Sie den Arm. Ich nehme den Arm. Bringen Sie den Arm dahin, wo Sie durch den Basketball, wo die Säge gefunden haben. Bringen Sie den Arm dahin, wo Sie die Säge gefunden haben. Ich nehme den Arm. Sie können den Arm austauschen durch einen neuen Arm. So wie wir es in der Medizinschule gelernt haben, okay? Okay, wo soll ich... Wo? Da ist der, sehen Sie schon, ja? Ah, ja, ja. Ich versorge den Patienten mit Blut. Wie das Spiel heißt? Das Spiel heißt Surgeon Simulator 2. Ich habe den Arm sicher verstaut. Sehr gut. Haben Sie einen neuen Arm? Haben Sie einen neuen Arm? Verstehen Sie, wie das geht? Verstehen Sie, wie das funktioniert? Ja. Ich hab den Arm. Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Sehr schön. Kurz die Blutung auf jeden Fall stoppen. Das ist der. Warum? Das ist der rechte Arm. Sie müssen zum linken Arm. Frau Penny, Sie müssen zum linken Arm. Wir haben nein, das ist der andere Arm. Ja, Frau Penny, jetzt. Sehr schön, Frau Penny. Da kam ein neuer Arm. Ich hab den neuen Arm. Ich komme rüber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab die beiden neuen Spritzen schon vorbereitet. Diesmal, Arm ist dran. Diesmal spritzen Sie, ich werde sägen. Nehmen Sie schon mal die Blutungsstoppspritze. Ja, ich habe die Spritze. Was für ein Gerät piepst hier? Paddy, können Sie mal kurz das Gerät monitoren? Wie man es in unserer Fachsprache unter Ärzten sagt. Ja, Blut ist völlig normal. Völlig normal, alles gut, alles im grünen Bereich. Normal, alles schauen Sie mal, wie ich säge, Frau Penny. Jetzt können Sie sich mal ein Beispiel daran nehmen, wie der Chefarzt das macht. Ja. Ritsche, Ratsche, Ritsche, Ratsche. Ja. Ja, noch sehe ich nicht. Jetzt sehe ich. Ich sehe los. Okay. Ich sehe los. Ich spritze mir das direkt. Ja, spritzen Sie es. Frau Penny, spritzen Sie es.
Ich spritze es. Ja, spritzen Sie. Spritzen Sie es. Es ist durch. Holen Sie die Blutspritze danach gleich, wenn Sie fertig sind. Ja. Und ich werde den Arm jetzt austauschen. Blutspritze ist da. Sehr schön. Schön mit Blut versorgen. Den Mann, den holen Blut wir da raus. Wird den versorgt. Ich komme nicht an den Arm ran. Der will den Arm nicht rausrücken. Ah, jetzt. So, Frau Penny. Ich habe hier ein kleines Problem. Ja, also, der Arm, der muss da schnell wieder ran. Der muss da ganz schnell wieder ran. Oh, nicht die Spritze reinfassen. Das ist ganz gefährlich. Oh, das ist, also, das, der Arm will... Spritzen Sie, Frau Penny, spritzen Sie. Ich versorge den Patienten mit Blut. Spritzen Sie. Der Arm ist wieder dran. Schön, alles schön, gut, alles schön. Gut. Gut gemacht. Gut gemacht, gut gemacht. Gar kein Problem. Gut gemacht. Er war kurz mit dem Kugelgelenk, war das ein bisschen... Ja, die Arme, die sind auch nicht mehr das, was sie heute. Ich sag lieber Arm dran als Arm ab immer. Ja, das sag ich auch. Oh, so, schon wieder. Nächstes Level freigeschaltet. Ah, zu viel Blut schon wir wieder. Wir haben sehr, sehr viel Blut verloren. Das lag aber auch einfach, glaube ich, ein bisschen an der Säge selber, weil die zu stumpf war. Ja, das ist das Problem, ja. Ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen die Säge ein bisschen schärfen, weil an Zeit mangelt es nicht. Nee, Zeit sind wir gut. Ja, Zeit sind wir sehr gut. Vielleicht einfach ein bisschen geduldiger. Und dafür ein bisschen sauberer arbeiten. Wir sind ein gutes Team. Frau Penny, wir sind ein gutes Team. Ja. Okay, Frau Penny, ich glaube, die nächste Operationssaal habe ich bis jetzt noch nicht besucht. Das heißt, Sie haben keine Erfahrung da? Ich habe noch keine Erfahrung, was das bedeutet. Okay. Unter 8 Minuten. Ja, was ist das genau? Müssen das? Wir es hinkriegen und wir müssen mal schauen. Oder war ich hier schon mal? Doch, warte mal, war ich hier? Ich glaube, das war der letzte OP-Saal, den ich auch noch mal schon mal besucht habe. Ah ja. Doch, irgendwas muss man. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. nee. Okay. Also hier ist ein Arm. Arme rein. Mhm, okay. Ich besorge einen Arm, Frau Penny. Ich besorge einen Arm. Okay. Da gibt es einen Arm. Hier gibt es eine Säge dafür tatsächlich. Oh ja, hier gibt es Knöpfe. Ah, doch. In dieser Operation war ich schon einmal mit Dr. Jonathan damals. Okay. Ja, ja. Rechtes Bein, linker Arm. Ja, was brauchen wir? Arm. Wie kriegen wir den? Hä? Ach, der Kühlkammer sind Arme. Ja, ja. Ah, hier. Okay, sehr gut, Frau Penny. Sehr gut. Ich versuche schon mal hier ein bisschen... Frau Penny, wir müssen den Arm hochbringen, oder? Ist der Arm... Ich glaube, das ist der Arm für oben. Ja, ja. Ja, ja. Ich bringe den Arm mal nach oben. Sehr gut. Ich hole mir so eine Zucchini hier. Oder eine Aubergine. Okay, hier oben ist offen. Ja, was gibt's da? Ein altes Büro. Schau, ob es da einen Knopf gibt, weil wir kommen nicht in den OP-Saal. Das ist das Problem. Ah, nee! Okay. Jetzt weiß ich es wieder. Du hast da oben eine Luke. Da musst du durch die Luke durch die Lüftungsschacht. Durch die Lüftungsschacht. Durch den Lüftungsschacht? Ja. Geh durch und mach mir die Tür auf. Ja. Frau Penny, machen Sie mir die Tür auf, Frau Penny. Sehr schön. Tür ist offen. Wir können loslegen. Los mit der Operation. Okay. 8 Minuten. 8 Minuten. Bob, grüß dich. Okay, sein Bein, sein Arm und sein Darm. Okay. Frau Penny, das ist eine harte Angelegenheit. Wir haben hier schon einen Hammer. Den brauchen wir aber nicht unbedingt. Wir können auch so an den Darm ran. Warte, nicht einfach angreifen. Wir holen uns das Skalpell. Okay. Wir holen uns das Skalpell. Holen Sie schon mal. Pass auf, Frau Penny, wir machen Folgendes. Ich brauche da auch den Hammer. Nee, brauchen wir nicht. Sicher? Da kommen wir so dran. Schauen Sie mal. Das kann ich Ihnen wirklich sagen. Mit meiner Erfahrung als Arzt, das kann ich Ihnen so sagen, wie es ist. Ich hole schon mal eine Säge auf jeden Fall. Da habe ich ihn. Das war natürlich sehr, sehr gute Arbeit. Zack, da habe ich ihn. Okay. Ich muss das richtige Bein abtrennen. Ja, welches ist das denn? Penny, bevor Sie das Bein abtrennen, können Sie ihm einmal eine Blutungsstoppung geben? Weil er hat ein bisschen Blut. Ja. Brauchst du ja, natürlich auch noch einen Spritz, falls Sie keine finden. Ich bringe den neuen Darm. Spritze geht direkt rein. Oh. Sehr schön. I'm sorry to report that this area is not set up as intended. I'm afraid you'll need. Ich bringe den neuen Darm in den Lüftungsschacht über die Stirn rein, damit sich das auch gut im Körper verteilt. Ja. Frau Penny, sehen Sie das hier unten an der Ecke? Hier ist der Darm, den können Sie reinlegen. Nee. Wo ist denn der Darm? Nee, ist egal, Frau Penny. Sie sind mal wieder blind auf beiden Augen. Okay, gut. Holen Sie sich dann, können Sie anfangen zu singen. Fangen Sie an zu singen, Frau Penny. Fangen Sie an zu singen. Nimm die Säge. Ja. Hä? Okay.
Oh oh, ist das richtige Bein? Ja, ne? Oh oh, Frau Penny, was machen Sie? Es tut mir leid, ich war... Ganz vorsichtig jetzt, ganz vorsichtig. Ich hole eine Blutungsstoppspritze. Oh Gott, das Gott. Ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Frau Penny, was... Sie müssen hier... Ah. Ich werde ihn direkt ins in den Kopf sitzen, direkt in den Kopf. Oh. Komm, sägen Sie, Frau Penny, sägen Sie. Ich bin am Knochen, ich bin am Knochen. Ja, sägen Sie, Frau Penny, sägen Sie, ja, schön. Ich hab das Bein. Bringen Sie das Bein, bringen Sie das Bein, bringen Sie das Bein weg. Es stinkt, das Bein stinkt. Bringen Sie das Bein weg. Okay, ich gucke gerade. Sehr schön, das Bein, ausgezeichnete Arbeit, Frau Penny, ausgezeichnete Arbeit. In der Zeit, wo Sie das Bein wegbringen, säge ich jetzt schon mal am Arm. Das bedeutet gleich. Das neue Bein, ich hab das neue Bein. Das bedeutet gleich für Sie, direkt Blutung stoppen, wenn Sie wieder das Bein angesetzt haben, okay? Ja. Okay. Ich werde direkt dann die Blutung stoppen. Sehr gut. Stoppen Sie. Gleich die Blutung. Stoppen Sie die Blutung. Holen Sie die Blutstoppspritze. Die ist in der Ecke. Ja. Oh, sehr schön. Der andere, Ich habe hier noch eine Spritze. Eine Blutspritze. Ja, stecken Sie die Blutspritze rein. Ich stoppe die Blutung und Sie stecken die Blutspritze rein. Ja, das geht direkt hier ins Schienbein. Sehr gut, Frau Penny. Sie machen es ausgezeichnet. Anders bin ich doch nicht von Ihnen gewöhnt. Ich komme aber nicht an die Spritze ran. Jetzt. Ein bisschen in die Hose rein. Er kriegt hier nochmal eine Blutstoppung. So, Blut wird gestoppt. Sehr schön. Wir machen das hier wirklich als saubere Arbeit. Das kann man nicht anders sagen. Okay. Sie können jetzt nochmal eine Blutspritze, die ist in dem Raum hinten links, können Sie nochmal eine ihm reinjagen. Hinten links? Ja, bei Ihnen im Raum hinten links ist noch eine Blutspritze. Da ist so ein Automat. Da ist ein Automat. Schauen Sie mal genau hin. Und dann bringe ich den neuen Arm in der Zeit. Oben, oder? Nee, da ist ein Automat. An der Seite. Link, wenn Sie... Sehen Sie das? Ich sehe es nicht. Hm. Frau Penny. Ah, jetzt sehe ich es. Haben Sie Ihre Brille nicht auf? Nee. Stecken Sie die Spritze noch rein. Ich habe die Spritze wieder. Ja, stecken Sie rein und ich stecke den Arm rein und dann müsste das alles hier... Die nächste Blutspritze kommt. Sehr schön. Oh, das tut gut. Das tut ihm sehr gut. Dem Patienten. Sehr schön. So, wie sieht's jetzt aus, Frau Pam? Oh. Das war eine harte Operation. Ich muss Ihnen jetzt sagen, Penny, ich muss Ihnen jetzt eine Sache sagen. Abgeschlossen. Von Arzt zu Arzt, okay? Ich muss Ihnen eine Sache sagen. Ja. Hier hört meine medizinische Ausbildung aus. Mehr weiß ich auch nicht. Das heißt, Sie sind ja gerade frisch mit dem... Oh, wir haben schon wieder zu viel Blut verloren. Was? Aber nur ganz knapp. Patienten heilen unter 8 Minuten, aber zu viel Blutverlust. Zu viel Blut, aber zu viel. Sehr knapp. Ja, wir sehr gehen knapp. Weiter. Sehr knapp. Frau Penny, ab jetzt müssen Sie mal das Ganze führen. Sie müssen leiten, ja? Sie müssen ich die nächste Operation leiten. Ja. Es gehört auch zu Ihrer beruflichen Erfahrung, die Sie sammeln. GG. Okay. Weiter geht's. Let's go. Frau Penny, Sie sind ab jetzt der Chefarzt. Ich bin Chefarzt. Sie haben Verantwortung für den Patienten und für Ihre Mitarbeiter. Können Sie sich der Verantwortung stellen? Ich werde mich der Verantwortung stellen. In unter 10 Minuten kaltes Lager. Mhm. Hier war ich noch mal schauen, ob das in meiner Führung, ob wir es schaffen, dass wir nicht so viel Blut verlieren. Okay. Sie können mich einfach ab heute Dr. Rüdiger nennen. Wir sind doch per Du, okay. Oder? Ja. Okay. Frau Penny, was ist jetzt der State of the Art hier? Was ist hier los? Day of the Art ist, wir schauen mal ganz kurz, wo wir überhaupt hin müssen, welche Türen aufgehen und welche nicht. Ich habe hier eine Lüftungsschacht gefunden. Da ist ein Elektro, da kann man irgendwas in. Ja, ich habe hier noch gar nichts gefunden tatsächlich. Was ist das hier? Was ist das hier? So, mal einmal ganz kurz hier rein. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Das irgendwas. Muss er vielleicht reinstecken oder so? Ah, nein, ja, auch was. Auch eine Lüftung. Oh! Aha. Ah, muss er vielleicht. Nee. Muss er vielleicht da was reinstecken? Zwei Sicherungen, da und da? Guck mal, was hier hinter ist. Aber. Was ist hier hinter? Da ist auch was. Ich sehe es ganz genau. Einmal wegnehmen. Ja. Ich hab's. Sehr schön. Oh, hier geht's irgendwie durch. Oh, Frau Penny, Sie halten dieses Paket immer noch fest. Sie halten immer noch das Paket fest, Frau Penny. Lassen Sie das los. Frau Penny, lassen Sie das Paket los. Es geht nicht los, das Paket. Sie müssen das Paket loslassen. Okay, jetzt ging's. Das ging jetzt.
Ah, hier. Hier ist so eine Brennzelle. Oh ja, sehr, sehr gut. Okay, okay, okay. Das heißt, wir haben die erste. Und es fehlt noch eine zweite dann wahrscheinlich. Ja, ich mach mal hier jetzt... Ah, nee. Ja, ich mach's mal rein. Einmal aufmachen vielleicht, dann das andere. So, jetzt können wir hier rein. Ah, jetzt geht's hier auf, ja. Ist hier auch eine Brennzelle? Was gibt es denn hier? Ah, hier wird Brot angeliefert. Mhm, auch lecker. Hier ist der Kühlraum für die ganzen... Hier ist der Kühlraum für die ganzen, ja, Menschenteile, sag ich mal. Oh, man kann das in verschiedene Richtungen machen. Ah, man liefert hier die... Man liefert hier die Teile. Ja, das ja, ist gut. Ja, man kann die Teile dahin liefern. Lass uns die Teile liefern. Lass uns von allem, was man so brauchen kann, mal ein paar Sachen dahin liefern. Ja, mal ein bisschen Lunge rein. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Noch rein. Ich glaube, das ist aber Leber. Oder ist es die Lunge? Kann auch die Lunge sein. Ein Herz, ein Herz. Hier, ich nehme hier ein Herz. Hier auch was das hier. Kann man nie genug von haben. Sieht aus wie so ein kleines Nierchen. Und nochmal das Toast. Toast auch. Braucht man immer. Toast rein. Hier eine Leber. Das ist wirklich eine Leber. Ich nehme hier noch den Fuß. Ja. Nehme ich den Arm noch. Zack. Ich weiß nicht, wo wir das alles hinbringen, aber ich hoffe, wir bringen es an einen guten Ort. Okay. Das Gehirn hast du schon? Gehirn ist da. Okay, Rippen? Brauchen wir Rippen? Nee, ne? So. Wer braucht Rippen, frage ich mich. Ja, Rippen brauchen wir eigentlich nicht, aber hier nochmal einen Darm rein. Ja, komm, okay. Okay, dann lass uns jetzt die Sicherung mal. Ich nehme auch ganz kurz hier ein bisschen Eis rein. Mhm, ist gut, zur Kühlung. Lass es. Oh, das. Ja. Okay. Ja, es blockiert ein bisschen. Scheiß drauf. Lass uns hier die Sicherung rausnehmen und auf die andere Seite reintun. Und dann gucken wir mal, wo es dahin geht. Ja. Okay. Da wird es Spritzen geben, denke ich. Ja. Das sieht, also Sie können auf jeden Fall lesen, Frau Dr. Penny. Das rechne ich Ihnen hoch an, dass Sie die Grundschule besucht haben auch. Die Energiezelle klemmt ein ja, wenig. Ja, Frau Penny, mit Gefühl. Frau Penny, mit Gefühl. Soll ich Ihnen einen Tipp geben? Ja, Frau Penny, ja. Wie beim Golf, sagt man auch immer unter Ärzten, wissen Sie? Wie beim Golf. So. Okay, hier gibt's Spritzen. Hier gibt's mal Spritzen. Ja, aber wo ist jetzt verdammt nochmal... Aha! 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 A Diagnostic Scanner. Der Diagnostik-Scanner, ja, nehmen Sie ihn mit, Frau Penny. Ich nehme ihn mit. Ich nehme noch eine Säge mit. Wobei ich, ehrlich gesagt, ich bin kein Fan von den Sägen. Sag ich, wie es ist, ne? Okay. Ach, sehr... Ich leg die Säge mal hier hin. Total, natürlich. Okay. Penny, oh, jetzt liegen hier sehr, sehr unhygienisch die Sachen auf dem Boden. Das ist ja, natürlich was mich, nicht gut. Was mich auch gar nicht, was mir gar nicht gefällt, sage ich mal so, wie es ist, unser Patient hat immer keine Spur von unserem Patienten. Wo ist der? Oh. Wo bleibt der? Frage ich mich. Säge und Hammer brauchen wir nur eine. Frau Penny, Sie als Chefarzt. So, sagen ich habe das hier aufgestellt. Ich habe das hier aufgestellt. Den Diagnostik. Mhm. Bob nicht gefunden. Wo ist Bob? Ja, wo ist er? Ich weiß nicht. Ja, wo ist er denn? Ich habe alle Werkzeuge mitgebracht. Vielleicht liegt Bob hier zerteilt. Zerteilt? Nein, nein, das sind die anderen Teile, die brauchen wir noch. Hm. Wo könnte der sein? Ah, hier gibt's noch einen Raum. Hm, auch nicht. Wo könnte der Bob denn? Es muss einen Knopf irgendwo geben. Einen Knopf. Wir suchen den Knopf. Einen Knopf. Hm. Hm. Ich guck noch mal in den anderen Raum. Ja. Lukiro, Küsse. Ja, machen wir gerne, Lukiro, machen wir morgen gerne. Ich habe den Knopf gefunden. Kommen Sie, Frau Doktor. Ich komme. Bin auf dem Weg. Oh, Sie haben auch das Gerät sehr gut hingestellt. Wir können jetzt direkt sehen, was er hat. Okay, er hat ein Problem an seinem linken Bein. Von uns aus gesehen rechts. Sein ja, linkes Bein. Und was noch? Leberprobleme, Herzprobleme. Ach du. Okay. Wollen Sie schon... Okay, pass auf. Ja, ich steck schon mal das Bein kurz. Ja, ich hole jetzt halt schon Spritzen. Ich steck das Bein jetzt. Blutungsstopp, Spritze. Okay, Sie können schon loslegen. Die Spritze ist schon auf dem Weg. Oi. Okay. Kurz, ja, das Bein ist es. Oh, seien Sie vorsichtig, ja? Ja. Seien Sie vorsichtig, gut. Frau Doktor. Vorsichtig daran gehen. Muss Sie mal ganz kurz ein bisschen navigieren. Ja, ich werde hier... Vorsicht, dass Sie sich die Arme erwischen, ja? Ich werde direkt auch eine Spritze in das, hier in der oberen Bereich. Ja, ja, sägen Sie ruhig, fleißig. Ah. Sägen Sie. Okay, in der Zeit werde ich jetzt schon mal hier den Torso öffnen.
Weil man darf hier keine Zeit verlieren bei diesen Patienten. Frau Doktor? Sie wollten ich weiß das, nicht genau, wie das passiert ist, aber... Bein entfernen, Frau Doktor. Frau Doktor? Der Arm ist wieder dran, das ist alles okay, in Ordnung. Okay, Frau Doktor, okay. Frau Doktor, sowas darf Ihnen als Chefärzt nicht passieren, solche Fehler. So, ich habe jetzt die richtige Schnitttechnik. Ja, gut. Ich habe die richtige, ich hämmer dir den Brustkorb auf Technik. Hoffentlich. Bin am Bein dran. Ja, sehr schön. Ganz ruhig bleiben. Ja, ja, jetzt habe ich's. Ich hämmer wie ein Großer. Immer schön klein, ne? Ja. Dann fällt er irgendwann ab. Batz. So. Krieg ich auch nichts. Oh, wir haben ganz starken Blutverlust. Das sieht nicht gut aus. Es piepst hier wie Sau. Machen Sie das Bein dran. Nein. Eieiei, okay, da müssen wir ganz anders rangehen an die Sache. Ei. Da können wir nicht parallel operieren. Das können wir vergessen. Aber egal. Ich sag also immer, warum hat er denn jetzt so viel Blut verloren? Ja, das war... Also ich glaube, das ist besser, wenn Sie hier die Leitung übernehmen. Frau Penny. Sie haben das gut gemacht. Das Problem ist der Arm. Der überführende Arzt hat uns nicht gesagt, dass der Problem mit seinem Arm hat. Weil er hat einfach angefangen, zu den Arm zu verlieren. Ne? Das kann keiner was dafür, oder? Okay, Frau Penny. Ich mache jetzt hier Speedrun. Penny. Ja. Folgendes, Robin. Einmal Energiezelle holen. Yep. Ja. Ich habe auch herausgefunden, dass wir die Energiezelle, wenn wir die da reinmachen, dass wir dann beides machen können. Deswegen kümmere ich mich jetzt schon mal drum. Ja. Please pretend you're not seeing this. Ah, ich bräuchte noch eine Säge. Ja, die kriegen wir gleich alles in dem Raum. So. Ich komme, Frau Penny. Mal schauen, ob der wieder genau dieselben Schmerzen hat. Oh, mein Arm ist verdreht. Ah. Okay, alles gut, wir können hier rein. Holen Sie schon mal die Werkzeuge, die Sie brauchen. Ich kümmere mich um die andere, Energiezelle. Ja, danke schön. Und, Oh, Energiezelle, sehr gut. Genau. Und wir brauchen die dementsprechenden Spritzen auch. Ja, genau. Spritzen müssen vorbereitet werden, weil der Patient, der blutet, das ist ein Bluter, ein sogenannter Bluter. Kennen Sie das? Ein Bluter? Ja. Er blutet sehr, sehr schnell. Mit das Gewebe nicht rechtzeitig. So, ich stelle mal das Gerät auf. Ja, ich stelle das Gerät auf. Und es ist wieder das gleiche. Herz Magen. Und Darm? Darm oder was? Oder Leber? Was war's? Ja, es ist genau Herz, Magen. Verdammt. Und der rechte. Das rechte Bein. Magen, also nicht Darm. Nein, Magen. Herz. Ist drin, Herz ist safe. So, ich habe eine leichte Links-Rechts-Schwäche, deswegen nehme ich beide Beine mit. Ja. Arm auch? Oder brauchen wir keinen Arm? Wir brauchen keinen Arm. Okay, gut. Nimm mal beide Beine mit, das ist eine gute Sache. Ja, beide Beine mitgenommen. Ist das hier das, was er braucht? Das hier? Ja. Das Gehirn? Und nein, wir brauchen noch Hoden. Hoden. Ja, die hole ich, die kleinen Eierchen. Okay. So. Holen Sie die Gedärme, die Sie braucht. Ich hole noch die Werkzeuge noch mehr. Ich hole noch ganz kurz die Säge. Ich hole auch die Spritzen. Wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen immer Spritzen bereit liegen haben. Der darf auf keinen Fall verbluten diesmal. Auf gar keinen Fall darf er diesmal verbluten. Hier liegt die Spritze bereit. Zack. Sehr schön. Was haben Sie schon reingebracht in den OP-Saal? Haben Sie schon eine Blutstoppspritze vorbeigebracht? Noch nicht. Die Säge liegt jetzt aber hier. Ja, sehr gut. Ich habe beide Spritzen jetzt schon mal. Ein Skalpell haben Sie auch noch nicht, oder? Lass mich durch. Bringen Sie auch ein Skalpell mit? Oder ein Hammer. Können Sie auch mitbringen. Was Sie lieber mögen. Noch eine Spritze. Skalpell kommt. Ja, dann hole ich den Hammer noch. Okay, wie teilen wir es jetzt auf? Wollen Sie hämmern? Ich werde erstmal das Bein wegsägen. Sie wollen doch sägen. Sie wollen doch nochmal sägen. Ich werde sägen. Okay. Wenn Sie sägen, dann versuche ich die Blutung zu stoppen, okay? Okay. Dann. Sollen wir mit dem Bein anfangen? Das ist das Schlimmste eigentlich, ne? Das sollten wir mit anfangen, oder? Mhm. Okay, dann werde ich mich um die Blutungsstopp-Spritze kümmern. Und ja, dann sägen Sie. Wo ist das Operät?
Apparello. Das ist runtergefallen? Ja, ich stell's noch mal auf zur besseren Sichtbarkeit für Sie wissen schon, ne? So ist gut, oder? Okay. Ja. Ich werde die Blutung stoppen. Oh, der Ball ist da! Machen Sie das eine Bein wieder dran, Ich mach das eine Bein wieder dran. Ich stoppe die Blutung, aber es ist nicht so leicht. Ich habe die Blutung komplett gestoppt. Oh, Sie haben eine Linksschwäche, ne? Frau Doktor. Ja. Aber nur das Bein, was nicht grün wird. Ja, nur das Bein, was nicht grün wird, können Sie wieder dran machen. Bein ist dran. Sehr schön. Ich sorge Ihnen mit Blut. Holen Sie das andere Bein. Das andere Bein ist da. Sehr gut. Ich hole noch eine Blutspritze. Bein ist dran. Sehr schön. Okay, ich hole noch eine Blutspritze. Sie können jetzt schon mal mit dem Hammer langsam die Rippen, den Torso des Patienten öffnen. Ich werde den Gerät erstmal wieder aufstellen. Ja, okay, gut. Ich versorge noch ein bisschen Blut. Meine Hand ist eher sehr verdreht, tatsächlich. Okay. So. Ich hole mal ganz kurz noch eine Blutspritze. Ja. Ich versuche die Säge von dem Patienten zu entfernen, weil ich sage immer so, Patienten und Sägen, die sollten in einer sicheren Abstand zueinander immer sein. Verstehen Sie das? Falsches Bein, das kann nicht sein. Was denn? Der Patient hat leider... Sie haben zwei rechte Beine bekommen. Oh nein. Das kann man jetzt, ehrlich gesagt, jetzt nicht mehr so ändern, aber... Oh nein, ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen improvisieren. Ja, zieh einfach an den Beinen, ich tue das andere ran. Ja, oder machst du? Los, ran, da ran. Direkt ran. Los. Ja, lass ihn los, das wird schon gehen. Zack. Sehr gut. Okay, alles gut, der hat noch Blut. Hämmern Sie, okay, ich hole noch Spritze. Mal eine Blutspritze. Nein, hämmern Sie. Ja, können hämmer ich. Erholen Sie die Blutspritze, ich hämmer, okay? Ja, ich hämmer. Ja, machen wir. Eieiei, mit dieser Arztkollegin hier, machen wir auch alles mit. Oh. Blutspritze ist da. Okay. Oh, nein! Der ist aber auch empfindlich. Was passiert? Alles gut, gar kein Stress. Okay. Gar kein Stress. Gut. Der ist aber auch empfindlich, dieser... Können wir ganz kurz hier die ganzen Beine nehmen und ein bisschen... aufräumen, sich nicht? Zur Seite räumen, ne? Ja. Also ich sage es, wie es ist, ne? Was ist mit den Rippen? Die mache ich jetzt auf. Ich werde sie jetzt öffnen. Ich werde den Torso jetzt öffnen, okay? Ich hole noch ein Blut. Noch ein bisschen Blut. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Torso haben, sagen Sie Bescheid. Ne, es läuft gut. Der Torso, einwandfrei. Wir haben keine... Keine Blutspritzen mehr, nur noch Blutstoppungsspritzen, ne? Ja, dann holen Sie mal eine Blutstoppungsspritze für Notfall. Aber wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir nicht zu viel Blut verlieren, okay? Ja. Sie können ganz, ganz vorsichtig, können Sie die Rippen abnehmen mit der Hand. Ja. Die Spritze hingelegt. Die lockeren Rippen können Sie erkennen, ja? Ja, sehr gut. Pass auf, nicht so hektisch. Der hat sehr lockere Arme, der Mann. Sehr lockere Arme. Ah, nein! Ich hab's gesagt, der hat lockere Arme. Ich nehme die Spritze. Oh nein. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Spritze kommt. Der will nicht rangehen, Er ist dran. Alles gut. Die Spritze ist auch da. Eieiei. Das ist eine ganz, ganz, ganz enge Angelegenheit hier. So, die Rippe da noch. Die werde ich versuchen nochmal zu lösen. Können Sie nochmal herausfinden, durch das Gerät, was der Patient noch entnommen werden muss? Ja. Eieiei. Das werde ich tun. Ich bin nass geschwitzt hier im OP-Saal. Ich sag's Ihnen, ich bin nass geschwitzt hier im OP-Saal. Ich weiß nicht, wo ich den Hammer hingelegt habe. Ich weiß es nicht mehr. Beim besten Willen nicht mehr. Anders bisschen. Ich weiß nicht, wo ich den Hammer hingelegt habe. Das ist jetzt zu anstrengend, das Spiel. Sehr gut. Ich meine die Operation. Okay. Ja. Blutspiegel sieht eher schlecht aus, tatsächlich. Oh. Ich hole einen neuen Hammer. Oh nein, ey. Wir müssen wieder alles von vorne anfangen, wenn wir das nicht schaffen, ne? Hey. Wir müssen jetzt wirklich ganz sauber operieren.
Ja. Ganz sauber operieren müssen wir jetzt hier. Geh okay. Direkt mal ran, glaube ich, mit dem Skalpell. Ja, ich habe noch. Soll ich noch irgendwelche Rippen entfernen? Was genau müssen wir entfernen? Was? Wir brauchen einen Magen und wir brauchen das Herz. Oh oh. Das Herz, das hört sich an, als würde es viel bluten, ne? Um das Herz zu entfernen, müssen wir erst noch die Lungen auch entfernen. Das ist eine ganz. Ja. Ich habe noch eine Rippe entfernt, auf ganz entspannt. Okay, sehr, sehr gut. Und ich entferne noch die unteren. Ich leg das Skalpell nochmal hin und hole eine Blutungsstoppspritze. Ja, ich habe noch eine Rippe gebrochen, aber auf ganz gediegen. Ohne Blut. Sehr gut. Die Spritze ist da. Gut. Kommen Sie doch mit der Rippe. Machen Sie doch nicht. Ja, okay, alle Rippen sind lose. Wir brauchen keinen Hammer mehr. Okay. Was nehmen Sie? Was nehmen Sie? Die Lunge? Nehmen Sie die Lunge raus. Ja. Okay, ganz vorsichtig. Lunge rausnehmen und dann einfach so schnell ziehen Sie, wie Sie können. Ich werde die Blutung stoppen. Ich nehme das Skalpell wieder. Eine Lunge ist raus. Okay, okay. Blutung wird gestoppt. Eine Lunge ist raus. Blutung wird gestoppt. Okay. Schaffen Sie das Herz direkt zu erreichen. Ich gucke. Sie dürfen nicht die andere Lunge jetzt stechen. Und noch nicht in den oh doch, der Magen darunter ist auch. Sie könnten theoretisch das Beiß erreichen mit einem ganz gezielten Schnitt. Ich hole das frische Herz. Besser wäre, wenn Sie erst den Magen erreichen. Das war eine kleine Niere. Er blutet wie hier? Sau. Er blutet wie Sau. Nein. Wir verlieren ihn. Frau Doktor, wir verlieren ihn. Er hat zwei Herzen. Ja, wir verlieren ihn. Das war's. Frau Doktor, wir verlieren ihn. Oh Gott. Frau Doktor, was ist das? Was sind diese Operationen so schwer? Jetzt. Okay, alle guten Dinge sind drei, sag ich immer. Ich sag mal, solange zwei. Halt. Ja. Oh mein Gott. Man hätte die Blutspritzen vorher ein bisschen aufbewahren müssen. Ja. Und wir müssen auch da deutlich präziser an das Bein rangehen. Wir können an einem Bein nicht direkt drei Blutspritzen verlieren. Das können wir nicht machen. Okay, Frau Doktor. Frau Doktor, Aufgabenteilung. Bevor wir Bob holen. Komm, ja. Du machst hier den Apparillo. Ich mache Apparillo. Den stellst du schon mal drauf. Und mach auf hier. So. Mach auf. Holen Sie die Energiezelle. Ich kümmere mich schon mal ein bisschen Ordnung hier im OP-Saal. Ja. Die Ordnung, die müssen wir hier. Ordnung ist das halbe Leben. Leute, das Spiel ist anspruchsvoll, oder? Was sagt der Chat? Ist schon nicht so einfach, ne? Wir brauchen hier einen freien Bogen. Energiezelle. Wenn wir die Operation haben, dann können wir uns wirklich auf die Schulter klopfen. Also so. Ich habe wieder den Scanner. Sehr schön, sehr schön. Ich stelle ihn mal direkt auf. Sehr schön. Ich werde die andere Energiezelle reinmachen für unsere Organe. Und hole dann auch die passenden Organe schon, ja. Uiuiui. Ist aufgestellt? Aufgestellt ist nicht gleich aufgebellt, sage ich immer. In der Hundeschule. Ich bin ja nicht nur Lehrer für Menschen, sondern auch für Hunde. Dann einmal Rippen. Okay. Okay, ich hole die wichtigen. Einmal den Hammer. Ja, ich hole die wichtigen Elemente. Herz. Dann brauchen wir noch die Spritzen. Jetzt eine, würde ich sagen. Ja, was war das nochmal? Magen oder war es die Leber? Das war die Leber. War der ne? Magen. Nein, ich glaube die Leber. Es gibt gar keinen Magen. Also ich glaube, das war die Leber. Da steht aber Magen drauf auf steht dem Steht Magen drauf? Okay, dann ist es doch vielleicht deutlich die Leber. Aber es sieht aus wie eine Leber hier für mich. Sieht aus wie eine Leber. Vielleicht hat der Scanner sich vertan. Okay, dann das. Was für ein Bein nochmal? Das linke Bein vom Patienten, ne? Ja, kann nur das hier sein. Okay. Auch rein da. Okay, ich glaube, ich habe glaube ich die wichtigen Organe. Was für Werkzeuge haben Sie schon geholt, Frau Doktor?
Ich habe einen Hammer geholt, ich habe 2 Spritzen geholt. Okay, ich bringe ein Skalpell in den OP-Saal. Spritzen liegen bereit. Oh, hier, wisst ihr, was wir auch machen könnten? Wir könnten versuchen, den ganzen OP-Tisch hier ganz vorsichtig in den OP-Saal zu ziehen. Da haben wir direkt 3 Skalpelle. Heißt eigentlich Skalpelle oder Skalpells? Skalpellus. Ah, ja. Skalpelli, oder? Ja. Oh, 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 oh. Noch habe ich 2. Ah, einen noch? Ja, ah, ist scheiß drauf. Alles gut. So, Säge ist auch bereit. Ja, Frau Doktor. Skalpell liegt auch bereit, Frau Doktor. Skalpell liegt auch bereit. Wird man noch eine Blutspritze? Okay, Säge liegt bereit. Hammer liegt auch bereit, haben Sie gesagt? Ja. Okay, dann werde ich jetzt diesmal... Fangen wir nicht mit dem Bein an, Frau Doktor. Ja. Wir fangen diesmal mit, dem Torso und den Organen an. Okay, okay. Okay. Ich drücke jetzt den Knopf und ich weiß nicht mehr, wo der Knopf ist. Ah, da. Sie haben den gefunden. Sehr gut. Gut. Wollen Sie hämmern oder wollen Sie, oder was wollen Sie? Wollen Sie hämmern? Ja, ich kann hämmern. Ja, dann hämmern Sie. Hier. Halb gehämmert ist 3-mal gesägt, sage ich immer. Oh, ja. Vorsichtig, nicht alles umschmeißen. Oh. Ich hebe die Spritze auf. Alles gut. Ich hole in der Zeit noch eine... Ich hole jetzt halt noch eine Spritze. Seien Sie ganz vorsichtig. Lassen Sie sich Zeit, lassen Sie sich Zeit, lassen Sie sich Zeit. Ich hole eine Spritze, dann entferne ich gleich die Knochen. Hämmern Sie ruhig weiter, hämmern Sie ruhig weiter. Mhm. Hämmern Sie ruhig weiter. Ich gehe da von der... Ich bin da halt auch eher... Hier ist noch eine Spritze auf der Seite, zack. Ich bin da halt auch eher so, dass ich der Rippenbrecher bin. Ey, was? Ich bin nur gegen den Arm gestoßen. Das gut, ich habe alles weggehämmert. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ja, leider ist der Arm abgefallen. Ich bin da nur der Arm ist abgefallen. Bin nur gegengelaufen. Er ist wieder dran. Wir sollten ihn vielleicht jetzt mit einer einer Blutspritze versorgen. Ich versuche ihn mal. Das hat ihn natürlich. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit, dass der Arm so schnell abfällt. Was ist mit diesen Patienten denn los? Sie schreiben in ihre Krankenakte gar nicht rein. Gefährlicher Arm. Wissen Sie, was ich meine? Die sind nicht mehr ehrlich heutzutage, die Patienten. Ja, ich werde direkt die Blutspritze hinten über das Ohrläppchen. Ja, okay, er ist wieder bei 2000. Ist gut, ist gut. Der Scanner ist umgefallen, leider. Ich hebe ihn mal ganz kurz auf. Ich versuche hier die Rippe rauszunehmen, aber es funktioniert leider nicht. Aber diese Rippe ist wenigstens weg. Okay. Wunderschön. Ich werde ihn skalpellieren, okay? Okay. Ich versuche jetzt einen sehr, sehr schwierigen Eingriff in der Chirurgie. Diesen Eingriff nennt man Herz-Darm-Überlunge. Von der Rippe hier in die Ecke. Und zwar von hier. Von hier. Oh, 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 oh. Ich brauche hier eine Blutungsstoppung. Ich brauche eine Blutungsstoppung. Ich brauche eine Blutungsstoppungsspritze. Können Sie die vielleicht ihm geben? Ist schon dabei, ist schon sehr, dabei. Sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Okay. Beim Patienten alles in Ordnung? Ja, das sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Okay. Ich versuche jetzt... Herrlich. Ich brauche eventuell... Nee, ist alles gut. Okay, es ist tatsächlich der Magen. Tatsächlich ist es der Magen. Ist das der Magen? Ist der Magen, ja. Ja, ist das der Magen? Ich habe ihn, glaube ich, ist das der Kleine hier? Ja, 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 sie, ja, ja. Ja, okay, okay. Ja, wir brauchen noch einen Magen aus dem anderen Raum. Können Sie den kurz besorgen? Ich hole einen Magen und werf rein. Holen Sie einen Magen. Oh! Ich hole einen Magen. Mhm. Und wir brauchen eine Blutungsstoppung. Eine Blutungsstoppung, wo ist noch eine Blutungsstoppspritze? Scheiße, wir haben ein ganz großes Problem. Ich sehe keine Blutungsstoppspritze hier. Ich versorge ihn mit Blut, aber das ist keine langfristige Lösung. Besorgen Sie eine Blutungsstoppspritze. Besorgen Sie eine Blutungsstoppspritze. Ich bin am Rennen. Frau Doktor. Frau Doktor. Bin dabei. Bin dabei. Er verdreht drastisch an Blut. Er verdreht drastisch an Blut, aber es ist alles gut. Sie schaffen das. Bin dabei. Bin auf dem Weg. Hauen das auch direkt über den Schädel rein. Hauen Sie es rein. Er hat noch Hälfte Blut.
Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Ich muss nur noch das Herz entfernen. Vielleicht sollten wir dafür ihm nochmal vorher ein paar Blutreserven reinpumpen. Was halten Sie davon, Frau Doktor? Ja, ich habe mal ein bisschen Blutstopp. Haben Sie noch eine Blutreservenspritze? Haben Sie noch eine Blutreservenspritze? Ja, die werde ich jetzt holen. Das Herz ist draußen. Das Herz ist draußen. Sehr gut. Das neue Herz kommt jetzt auch gleich rein in die gute Stube. Dann müsste der junge Mann eigentlich versorgt sein. Was ist denn jetzt falsch? Was fehlt denn jetzt noch? Ach, das Bein. Alles das gut. Bein. Alles gut. Wir haben uns um die Organe... Alles gut. Oh, hoi, hoi, hoi. Das Blut ist sehr gut. Aufgeladen. Er verliert immer noch Blut. Ich hole Blut. Wie kann das sein? Ja, weiß ich nicht. Fangen Sie an zu sägen. Ich stoppe das Blut. Fangen Sie an zu sägen. Ich habe hier auch noch ein bisschen. Fangen Sie an zu sägen, okay? Frau Doktor. Wir müssen jetzt schnell. Die Operation muss jetzt schnell vonstatten gehen. Wollen Sie sägen oder wollen Sie einfach reißen? Sie können auch einfach reißen. Nein, nicht reißen. Nicht reißen, lieber sägen? Ja. Nein, vertrauen Sie mir. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen die Reiß-Dransteck-Taktik. Nehmen Sie das Bein. Die klappt nicht. Glauben Sie mir, nehmen Sie das Bein, was da am Boden liegt. Nehmen Sie es so, dass Sie es direkt wieder dranstecken können. Nehmen Sie es in die Winkel, dass Sie es reinstecken können. Ich reiße einfach. Der Patient hat sehr, sehr lose Gliedmaßen. Okay. Sind Sie bereit, das jederzeit dranzustecken? Ich bin bereit. Ich werde reißen, okay? Okay, reißen Sie. Ich reiße. Los, ran da! Ja! Schlag ein. Einschlagen. Sehr gut. Ich bin nass geschwitzt, Frau Doktor. Oh, GG. Das war die schwerste Operation meines Lebens und der Patient ist wohl auf. Und wir haben es doch unter der Zeit geschafft. Jawohl. Und das Blut war gar nicht so schlecht. Sag ich so, wie es ist, als praktizierender Chefchirurg. Ja. Heieiei. Ja. Heieiei. Frau Doktor, was sagen Sie? Was? Sehr, sehr gut. Es ist schon ganz schön wild, oder? Kann man es so sagen, dass es wild ist? Ja. Oh, der nächste Operation, die wird wild. Einfach Bein abgerissen. Ja, so macht man das. Einfach weg damit. Frau Doktor, ich bin stolz auf Sie. Sie haben eine verdammt gute Dankeschön. Arbeit geleistet. Vielen Dank. Dankeschön. Den Torso, wie Sie den gehämmert haben, das war einfach nur 1A. Ja. Einfach nur 1A. Ich will mal gucken, was hier jetzt los ist. Okay. Verschaffen Sie sich einen Überblick. Ich hole mal den Bob hoch und der wird gescannt. Sehr gut. Nur ein Arm, mehr nicht? Ja. Das hört sich an wie ein Klacks, aber wo kriegen wir den neuen Arm her? Das ist die Frage. Das müssen wir vielleicht erstmal, bevor Sie loshacken, wir brauchen erstmal den Ersatzarm. Soll ich den hacken? Nein. Erstmal den Ersatzarm besorgen. Okay. Also ich habe auf jeden Fall schon mal diese zwei Spritzen hier gefunden, ja? Das ist schon mal gut. Sie können gleich hacken. Ja. Ich weiß, Sie lieben hacken, ja? Aber wir brauchen erst noch den Ersatzarm, weil sonst bringt das gar nichts. Ich werde auf jeden Fall schon mal eine Spritze auch reinhauen. Ich glaube, ich habe die Leichenkammer gefunden, die Ersatzarmkammer. Sagen Sie mal, um welchen Arm handelt es sich denn? Es handelt sich um den rechten Arm. Der rechte Arm, ne? Kurz, also um den linken Arm vom Patienten oder den rechten Arm vom Patienten? Rechter Arm vom Patienten, ne? Ich hab hier den rechten Arm vom Patienten, habe ich hier. Frau Doktor. Ist das korrekt? Frau Doktor? Ja. Ich habe hier den rechten Arm. Schauen Sie mal. Zeigen Sie mal her. Daumen rechts, also ist der Arm auch. Müsste es der. Nee, Moment. Moment. Das ist der linke Arm. Das ist eine Tücke, der Tücke. Ich hole den anderen. Das war der linke Arm. Okay. Sie können aber anfangen zu hacken. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Sie können schon mal anfangen zu hacken. Denn, Ich werde nochmal eine kleine Blutspritze hier reinmachen. Ist das der? Das sieht für mich aber auch nach... Warte mal ganz kurz. Wollen die uns verarschen? Es sind nur linke Arme hier. Oder ist das der? Das ist der rechte Arm. Sehr gut. Ja, ich habe den rechten Arm. Einmal zurücktreten, einmal bitte. Ja, Frau Doktor, hacken Sie. Stopp! Frau Doktor, das ist... Was Sie jetzt gerade hacken, das ist... Na! Ja, das ist richtig. Das ist doch... Ja! Ist er ab, der Arm? Ist er ab?
Sehr schön. Arm ist ab. Ich werde ihn direkt den neuen Arm ransetzen. Als ob. Frau Doktor, wo sind Sie? Frau Doktor, wir sind in den Operationssaal. Frau Doktor, wir müssen mehrere Operationen machen. Frau Doktor. Oh, okay, okay. Oh, oh, deswegen warst du da. Wir müssen mehrere Operationen machen. Ja, okay. Okay, okay. Ich verstehe. Right, now. Shall we get on with the next surgery? Hello? Hello? Ich drücke hier auf den Knopf. Ich drücke auf den Knopf. Okay, Frau Doktor. Oh. Aha. Ein kleiner Jump'n'Run hier oben. Aha. Frau Doktor, das können Sie gut. Sie waren auch im Sportleistungskurs, haben Sie auch erzählt. Ja. Parkour ist was, was ich kann. Das können Sie auch. Doktor! Frau Doktor, ich bin hinter Ihnen. Was ist das? Oh, wo geht's hier lang? Ich habe hier was geöffnet. Ich habe was geöffnet. Ah, Frau Doktor. Frau Doktor, ja? Kommen Sie mal, kommen Sie, können Sie zurückkommen? Nee, ne? Nein, oh, aber hier unten ist auch was. Oh, hier ist was offen. Oh, oh, Frau Doktor, ich weiß nicht, was ich hier getan habe. Warum Dr. Josh bei der Mossi? Ich muss die Energiezelle holen. Ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Okay, okay. Oh, ich bin auf dem Laufband. Warst du auch auf dem Laufband? Ja. Ah, wir sind auf demselben, wir sind auf demselben. Und es geht rein. Sehr schön, Frau Doktor. Sehr, sehr schön. Vorsicht, nicht umlegen. So rum ist. Ah, nee. Ist nicht ja, so rum richtig? So ist aufgeschoben. Aufgeschoben. So können wir weiter. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, ne? Oh, sehr gut. Wir kommen hier rein. Ja. Ja, da ist ein kaputtes Kabel. Sehen Sie das? Ah, was drehen Sie da? Frau Doktor, was drehen Sie da? Wir brauchen eine Energiezelle. Hm. Hier ist ein Hammer. Ich werde die holen. Sehr still, Frau Doktor. Ich habe hier etwas gefunden, einen Geheimgang. Ich habe die Energiezelle. Sehr gut. Und hier ist noch ein ganz anderer Weg. Was gibt's denn hier? Nur Brot und Sticks? Nö. Okay. Ich habe Probleme mit der Energiezelle. Kann es sein, dass wir hier in einem nicht genehmigten Operationssaal sind? Das könnte sein. Ich wurde davor gewarnt, schwarz zu operieren. Weil dann kommt die Steuerbehörde und steigt mir aufs Dach. Die Energiezelle lässt sich nicht nehmen. Die Energiezelle weigert sich. Oh oh. Frau Doktor, kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie ja, vielleicht bitte eine helfende Hand? Frau Doktor, wo sind Sie denn? Können Sie mal Mäuschen machen? Mäuschen macht Piep. Unbekannte Menschen haben mir geholfen. In einer Art Chat. Ah, okay. Sehr gut, Frau Doktor. Energiezelle wird reingesteckt. Ja, ziehen Sie. Ja, was ist hier? Was ist hier? Ah! Kurbeln Sie, Frau Doktor, kurbeln Sie. Hier sind Arme. Hier sind verschiedene Dinge. Können Sie auch noch runterkommen, Frau Doktor? Ich werde versuchen, runterzukommen. Sie müssen einmal komplett aufkurbeln und dann ganz schnell durchspringen. Ja, weiterkommen. Nein, das ist noch nicht weit genug. Weiterkommen. Ich sag Ihnen, wie weit Sie kommen müssen. Ja, yeah, runter. Ja! Jawohl. Frau Doktor. Frau Doktor, wo sind wir hier? Frau Doktor, sehen Sie noch weiter runter? Frau Doktor, wo sind wir hier? Oh, oh. Oh, oh. Nicht erschrecken. Oh, oh. Nicht erschrecken. Oh, oh, habe ich mal ganz schon, Oh ja, das kenne ich. Frau Doktor, das ist ein nicht genehmigtes Labor, Frau Doktor. Wir kommen hier in Teufels Küche. Wir kommen hier in Teufels Küche. Das ist alles so dunkel. Ich sehe gar nichts, Frau Doktor. Ich versuche den Leuchtstab mitzunehmen für uns. Den was? Hier, den Leuchtstab. Ich bin, hab neuen hier.
Den Lampen entlang. Was? Neuen Weg. Neuen Weg. Wo denn? Ich komme zurück und hole sie gleich ab. Ich komme zurück. Da, wo die Kabel entlang führen. Da, wo die Kabel entlang führen. In okay, so einen okay. Lüftungsschacht. In so einen Lüftungsschacht. Ja, hier, genau, Frau Doktor. Kommen Sie. Kommen Sie, Frau Doktor, kommen Sie. Ich mache Ihnen das Paket weg. Ah, danke schön. Frau Doktor, was tun wir hier? Sind wir hier noch arbeitsrechtlich versichert? Ich glaube nicht. Oh, das sieht gut aus. Das Operationssaal. Ja, aber hier können wir den Knopf noch nicht drücken, Frau Doktor. Nein? Nee, der ist noch nicht gepowert. Wir müssen Elektrizität. Oh, ja. Elektrizität, okay. Müssen wir hier, wie man in Portugal sagt, müssen wir hier erzeugen. Oh, oh. Ich habe den Scanner. Sehr gut, Frau Doktor. Ich versuche hier gerade auch herauszufinden, was hier genau los ist überhaupt. Was für eine Situation sind wir hier gelandet? Okay, hier sind Werkzeuge. Ich glaube, einer muss den Scanner gleich halten. Ach du Scheiße. Frau Doktor. Frau Doktor. Ich leg den Scanner mal ganz kurz hier oben drauf. Aufs Fässchen. Sie können den Scanner hier drauflegen, auf den Tisch, Frau Doktor. Wenn ich dieses Ding hier weglege, haben Sie auch Platz. Ja, okay, ich werde den oben drauflegen. Aber wo kommen wir an die Elektrizität? Aha. Mal draufgelegt. Also, wir brauchen Strom. So. Wir brauchen Strom. Einmal hier rein. Ah, hier geht's noch rein. Ah, ja, ja, doch, da war ich schon drin. Da ist Werkzeuge. Hier sind Blutspritzen im Schrank. Im Schrank ist Blutspritzen. Sehr gut. In dem Schrank. Ist eine Brennzelle. Ja, jawohl. Sehr gut. Ich nehme eine Blutspritze schon mal mit. Pack die hier oben rauf. Und noch eine. Komm, ich komme da ganz schwer dran, Frau Doktor. Ich komme da ganz schwer dran. Ich hab ja, sie. Die sind... Die sind manchmal okay. Knifflig, die sind manchmal sehr knifflig. Gut. Okay, wo muss der Brennstab rein? Haben Sie den... Oh, ich habe ihn gefunden, ich hab den Ort gefunden. Den Corpus Delicti. Den... So. Aber auch... Der Schrank ist ein bisschen knifflig. Okay, der Patient wird gescannt. Er hat nur halbes Blut. Ich gebe ihm jetzt schon mal eine Blutspritze vorab. Er muss nur... Ich habe hier Schwierigkeiten mit dem Schrank. Ja, ich komme. Dünndarm und Dickdarm muss raus. Wir brauchen einen frischen Dünndarm und einen frischen Dickdarm. Bevor wir anfangen zu operieren, brauchen wir diese beiden Organe. Dickdarm und Dünndarm. Ich komme. Was haben hier Sie eine Spritze. Was haben Sie? Eine Blutspritze haben Sie geholt? Ja. Sehr gut. Hol ich auch nochmal eine. Der Schrank macht es nicht leicht, ne? Wie viel Blut hat unser Patient? Jetzt hat er wieder 4370, fast voll. Das ist gut. Die andere Blutspritze legen wir nur sehr hin. Sehr gut. Frau Doktor, gehen Sie mal einen Dickdarm und einen Dünndarm suchen. Ja. Haben Sie eine Ahnung, wo das sein könnte? Ja, hier ist ein Knopf. Sehr gut. Ey, diese Spritze will ich aus dem Schrank rauskommen. Ich raste aus, Frau Doktor. Ein Dünndarm und ein Dickdarm. Ja, genau, ein Dünndarm und ein Dickdarm. Korrekt, Frau Doktor, korrekt. Hier ist die Spritze, die liegt neben dem Benzinfass, wo es radioaktive Verseuchung gibt. Das ist unglaublich. Okay. Ah, Sie betätigen das und ich gehe dran? Ja. Ah, gehen ja. Sie bitte ran. Warten mal kurz. Sehen Sie das? Die müssen wir hier wegstoßen. Sie fallen manchmal runter. Okay, wir haben schon mal einen Arm. Fahren Sie hin und her. Vielleicht fahren Sie hin und her. Wir müssen noch irgendwas anderes aktivieren, damit es... Aha, hier ist noch ein Knopf. Was macht der Knopf hier? Ah, der Knopf drückt die... Ja, fahren Sie zurück. Ja, sehr schön. Ich habe schön viele Organe gedrückt. Sehr gut. Aber wir haben wir auch beides schon? Haben wir Dickdarm und Dünndarm? Hier ist auf jeden Fall ein Dickdarm. Ja, aber der Dünndarm, den brauchen wir noch. Ja, da ist auch einer. Hier, der wirklich? Braune. Wirklich? Ja. Ah ja. 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 Ah ja, ah ja, so ein Ding ist das. Okay, das sieht sehr gut aus, Frau Doktor. Sieht sehr gut aus.
hier mal aufs Fässchen legen. Das ist hygienisch, habe ich vorher abgewischt. Ja, hier ist auch so dunkel. Wisst ihr, wo ich das lieber hinlegen würde? Hier in das grüne Licht, da kann man es gut sehen. Wisst ihr? Der Boden ist sehr sauber, der ist sehr, sehr sauber. Okay. Aber sehen Sie den Besen hier? Warum der Boden so sauber ist? Ich habe nämlich geschrubbt. Okay, sehr gut. So. Oh, hier ist noch eine Spritze, hier liegt eine Spritze rum. Ah, die haben sie schon benutzt, sehr, sehr gut. Ja. Okay. Wir brauchen einmal ein Skalpell, ne? Mhm. Ja, nicht nur das. Nicht nur das. Um an den Dickdarm und Dünndarm zu kommen, könnte es da sein. Nee, wir brauchen keinen Hammer. Wir brauchen nur das Skalpell. Ich habe hier ein Skalpell. Okay, Frau Doktor, wir holen es. Pass auf, wir machen Folgendes, Frau Doktor. Nehmen Sie das Skalpell und ich spritze direkt. Haben wir eine Blutstockungsspritze noch? Nee, ne? Wir haben nur Blutbefüllungsspritzen. Ja, pass auf. Wissen Sie, wie das funktioniert, wenn man mit einem Skalpell arbeitet? Wissen Sie, was? Stopp. Okay. Ziehen Sie raus und schütteln Sie. Ziehen Sie raus und schütteln Sie, damit das Ding abfällt. Ja, hab ich. Und jetzt das nächste. Jetzt das nächste. Jetzt das Skalpell halten. Das Skalpell halten. Nur das Skalpell schütteln. Okay. Sie haben schon das Neue reingelegt, ne? Oder haben Sie schon beide raus? Ja. Haben Sie schon beide raus? Ja. Sehr gut, Frau. Warte, bevor Sie rein. Ah, sehr gut, wir haben es geschafft. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Blutspritze brauchen wir gar nicht. Oh nein, es ist immer noch. Oh, warte mal. Ist noch was oder haben wir es? Ich hoffe, wir haben es. Nein, noch irgendwas. Nee, wir sind durch. Oh, schade. Hoi, 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 das war aber auch wirklich ein anderes Level, oder? Boah, das war ein anstrengendes Level. Oh, ich würde sagen, eine Operation noch und dann gehen wir ein bisschen zu den fallenden Menschen. Zu dem Vollgeist gehen wir danach. Weil als Chirurg braucht sehr, man... Sehr, sehr stark, Clap. Wirklich stark, wirklich stark. Als Chirurg braucht man vollste Konzentration. Und wenn wir jetzt noch zu viele Operationen machen, dann... wir haben auch... Der Blutverlust war auch nicht so hoch diesmal. Sehr, sehr gut. Ja, war schon in Ordnung, ja. Okay, pass auf. Wenn wir jetzt nämlich noch mehr Operationen machen, dann verlieren wir langsam Konzentration. Die Patienten werden darunter leiden. Deswegen eine Operation noch. Und dann machen wir auf entspannt noch ein bisschen Fall Guys. Yes. In unter 18 Minuten. Oh, ich glaube, das geht hier lange. Oh, das wird nochmal ein langes Level, ja. Aber wir machen Speedrun, let's go. Los, 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 los. Laufen Sie doch, Doktor. Laufen Sie, Frau Doktor. Ich habe hier eine Energiezelle. Ich habe hier einen Schalter, der nichts bewirkt, weil der noch gepowert werden muss. Sehr gut, jetzt ist es, das wirkt. Sehr gut, hier ist der Operationssaal. Wir brauchen das Gerät, sonst können wir gar nicht herausfinden, was der Patient hat für Probleme. Ja. Raten ist da jetzt nicht so gut. Oh, es riecht so lecker nach Reis. Ich glaub, Reis? Ja, ich glaube, meine Frau Doktor hier zu Hause, die macht gerade ein leckeres Essen. Ah, hier ist der Scanner. Der Scanner scannt über einen Raum versetzt. Kann es sein? Nee, Bullshit, das war gar nicht der Scanner. Nee, wir müssen den Scanner finden. Wo kann der sein? Was ist das denn? Hier vielleicht? Wir brauchen hier drei Energiezellen. Okay. Oh, Doktor, drängen Sie mich so. Wir brauchen drei Energiezellen. Wo können Energiezellen sein? Wie sieht der Patient denn aus? Ja, er sieht ganz gut aus. So, ich habe hier eine Energiezelle. Wo haben Sie die her, Frau Doktor? Ach so, von unserem vorherigen. Ja. Was passiert, wenn ich das hier reinpacke? Dieser Raum ist komplett nutzlos, okay. Doktor, ich habe einen nutzlosen Raum gefunden. Was ist hier los? Warum? Lassen Sie los. Schön. Was passiert nun? Ein Aufzug! Oh! Oh! Ich mach das lecker für Reis. Und der Scanner ist hier.
Noch eine Operation nach meiner Folge, das wollte ich mit Folge treffen, weil wenn ich da runterfalle, kann ich mich nicht zugucken. Bitte? Ja, ja. Ich denke noch ein gedienes Stündchen Vollgas. Oh, was sehen Sie, Frau Doktor, was sehen Sie? Linker, rechter Arm und linker. Aber keine Organe. Ey. Aber keine Organe. Nach der Operation, also noch so 15 Minuten. Okay. Wissen wir denn, wo wir Arme herkriegen, Frau Doktor? Ich sehe hier oben eine weitere Türe. Ja, was ist hier? Ah, wenn man hier einen kaputten Arm reinlegt. Ich habe hier was gefunden, wenn man hier einen kaputten Arm reinlegt. Ich habe hier eine Brennstoffzelle gefunden. Sehr gut, brauchen wir für einen anderen Raum, wichtig. Ich habe einen Plan, Frau Doktor, ich habe einen Plan. Dafür brauchen wir aber eine Blutstoppspritze brauchen wir dafür. Ja, ich tue erstmal eine Energiezelle jetzt hier rein. Muss man einmal diesen... Okay, eine habe ich schon mal. Wohin muss dieser Arm? Schauen Sie mal hier, Frau Doktor, schauen Sie mal hier. So. Frau Doktor? Ja. Es piepst ganz laut. Ist der Patient verletzt? Ja, das höre ich auch. Nee, alles ist gut. Das war die Musik. Alles ist gut. Ich suche mal weiter oben. Das ist der rechte oder linke Arm? Chat, ist das der rechte oder linke Arm? Chat, ist es der rechte oder linke Arm? Also ich habe hier oben nichts mehr. Ja, aber hier, wenn wir einen Arm abschneiden, können wir hier weiter. Wo denn? Links, links. Hier, kommen Sie mal in den Nebenraum, Frau Doktor. Ja. Sehen Sie das? Wenn wir einen gesunden, einen kranken linken oder gesunden linken Arm hier hinbringen, dann kommen wir hier irgendwie weiter. Das heißt, wir werden jetzt den linken Arm... Aber wo müssen wir den Arm hinbringen? Ich denke einfach hier hin. Wir werden jetzt operativ entfernen. Denken Sie? Ja, ich denke. Manchmal muss man einfach denken. Frau Doktor? Ja? Ich brauche von Ihnen dafür eine Blutstoppspritze. Sie müssen die Blutung stoppen, okay, Frau Doktor? Okay. 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 Ich werde die Blutung stoppen. Okay, Frau Doktor, ich werde den Arm mit einer Säge ganz vorsichtig entfernen. War oben eine Säge? Na, hier ist eine Säge. Alles gut, hier ist eine Säge. Los, die Säge. Okay, der linke Arm vom Patienten. Es ist dieser hier. Okay? Ja. Stoppen Sie die Blutung nur minimal und wenn der Arm ab ist, müssen Sie die Rest reinspritzen. Ja, der Arm wird gesägt. Jetzt bitte einmal in die leere Armhöhle spritzen, bitte. Bitte einmal in die leere Armhülle spritzen. Ja. Der Arm fällt jetzt ab. Sehr schön. Reinspritzen. Ich bringe den Arm jetzt weg. Hat alles geklappt. Sehr gut, Frau Doktor, sehr gut. Können Sie das Blut monitoren? Okay. Ja, den Arm hier hinbringen hat was gebracht. Und zwar können wir jetzt diesen Knopf hier drücken. Der Knopf hat mich nach unten gebracht. Hier sind ganz viele Brennzellen. Sehr, sehr gut. Kommen Sie einfach mal mit, Frau Doktor. Genau. Also hier sind Brennzellen. Lass uns mal zusammen schauen, was hier abgeht. Hier ist noch ein Raum mit einem Wackelpudding und noch mehr Brennzellen. Eine Taschenlampe. Ich habe die Brennstoffzelle. Ja. Ja, hier. Hier kriegen wir auch neue Arme, das ist schon mal sehr gut. Hier, den Knopf drücken. So. Ah, da kommen Arme. Oh, was ist hier? Was ist hier? Wo, Frau Doktor? Ah, ich glaube, hier kann man irgendwie hoch. Hier ist nämlich ein kleiner Raum, wo man unten durch kann. Oh ja, ich bin auch hier gerade hochgesteuert worden.
Es piepst irgendwie. Ich muss mal kurz den Patienten nach. Ja. Ich werde die Patienten mal untersuchen. Kann ich die ganze Kiste mitnehmen? Das Diagnosetool steht schief, aber es sieht gut aus. Super. Es sieht gut aus. Hammer. Wie können wir den Arm da rausholen? Wie können wir den Arm da rausholen? Ah, so. Sehr schön. Frau Doktor, sehr schön. So, wir müssen irgendwie nach oben. Ja, ich weiß, wie es da oben geht. Kommen Sie mit, Frau Doktor. Nehmen Sie die Brennstoffzelle mit, okay? Ich nehme den Arm mit. Ja, aber wir müssen zwei mitnehmen. Ja. Und zwar durch diesen Raum da. Da geht's hoch. Legen Sie alles drauf. Sehr gut. Einer noch. Okay, jetzt stellen wir auch da drauf. Oh, ich halte einfach einen in die Hand. Halten Sie auch nicht einfach andere Windschiffe. Die sind rund, die rollen. Ja. Bitte. Oh. Eieiei. Die rollen aber auch schnell mal weg. Okay, jetzt drücken wir den Knopf, ohne den Arm wegzuschieben. Drücken Sie den Knopf. Schaffen Sie das? Ja. Oi. Ist der Arm hier oben jetzt? Ja, der Arm ist auch hier oben. Okay. Ich werfe die eine Brennstoffzelle runter und bringe den Arm auch mit. Sehr gut. Ist das der Arm, den wir für unseren Patienten brauchen? Ist das der Arm? Lass uns da ganz kurz untersuchen, ob das der Arm ist, den wir für unseren Patienten brauchen. Manchmal stört das Spiel. Brennstoffzelle ist drin. Das FPS einbrüchert. Ist das der richtige Arm, Chat? Könnt ihr mal kurz mitgucken? Ist das der richtige Arm? Ja, sieht gut aus, ne? Ja, der sieht gut aus. Das ist der richtige Arm. Der rechte Arm ist das. Der linke. Oder? Ist es der? Ja, ist es, oder? Nee, ist es der oder nicht? Ist der richtige, ne? Okay, dann. Och, Mann. Schade. Jawohl. Ja! Okay, der Patient hat einen neuen Arm. Der Patient hat einen neuen Arm. Okay, ich habe hier einen Wald, den letzten Fahrstuhl, glaube ich, aktiviert. Ach du Scheiße, ich sehe schon, was das bedeutet. Wir müssen noch den anderen Arm finden und noch die anderen Beine, ey. Ja, um Gottes hier ist nämlich noch ein Fahrstuhl. Und hier oben sind... Frau Doktor, wohin sind Sie verschwunden? Ah. Ich bin zum letzten Fahrstuhl. Ja, ich komme mit Ihnen. Oh, hier gibt es linke Arme, ein rechtes Bein und ganz, ganz viele Blutspritzen. Das ist sehr gut. Wir brauchen nämlich Blutspritzen ohne Ende. Unser Patient darf auf gar keinen Fall verrecken, das müssen wir alles von neu machen. Wir müssen wirklich so vorsichtig und bedacht... Ich weiß nun nicht. Du weißt nicht, wie du das auslöst, ne? Die Gerätschaften. Ja. Okay, ich denke mal, hier durch. Nee. Aber es hat leider so FPS-Einbrüche, das Spiel. Das nervt mich ein bisschen. Also wenn ich hier so rumlaufe, dann sieht es so ruckelig aus, leider. Okay, also irgendwie kann man hier wohl draufdrücken. Aber es ist nur Multiplayer so. Ja. Ah, da ist der rote Knopf. Guck mal hier. Hab Arme und alles. Ah, sehr gut. Ja, drück richtig drauf da. Und ich guck mal hier ganz unten nochmal ganz kurz im Schlafzimmer hier. Da drauf jumpen kann. Oh, ich hoffe jetzt so sehr... dass die Sachen an eine gute Stelle gebracht worden sind. Okay. Weil die sind jetzt... Boah, es ist ein bisschen laggy hier gerade. Oh, es nervt. Sorry, Chat. Bei mir ist auch gerade laggy. Ist nicht nur bei euch. Wo sind die Sachen hingebracht worden? Ah, hier runter! Ja, wir haben ganz, ganz viel Leichenteil. Körperteil, meine ich. Also hier sehe ich nichts in diesem anderen... Uns fehlt nur noch das andere Bein, ne? Also das Level ist ja mal mega laggy. Ja, es leckt richtig, ne? Ja. Das ist halt echt scheiße, dass es so leckt. Okay, hier sind die ganzen Beine und so. Der hat doch schon viel Blut, oder? Der kriegt jetzt erstmal ein bisschen Blut in den Augapfel. Der ist voll Blut. Sehr gut.
Lass uns die Blutspritzen gut einteilen. Ja. Okay. Okay, ich sortiere schon mal, die Sachen, die wir brauchen. Also, brauchen noch beide Beine. Okay, also einmal das Bein hier. Neue hier Spritze zum Stoppen. Das Bein kommt auf die Seite hier. Wenn ich mich nicht irre, Chat, ist das richtig? Das Bein auf die Seite hier. Ja, ne? Weg ja. damit. Klar, logisch, das ist richtig. Oh mein Gott, das Spiel leckt gerade so unfassbar. Ja. Das ist das Bein für die andere Seite. Boah, es ist unerträglich gerade. Ich würde das Level trotzdem irgendwie versuchen, gerne zu beenden, aber so. Okay, ich habe die Beine schon mal richtig gelegt. Uns fehlt nur noch der eine Arm. Ist da ein Arm dabei gewesen bei den ganzen Sachen? Oder sind das nur Beine? Es waren nur Beine, ne? War es nur Beine? Ja, aber egal, ich hole die ganzen Blutspritzen noch da. Ich ordne sie. Ich lege die Blutspritzen hier auf die Treppe. Das sind auf jeden Fall Beine, ja. Das sind alles Beine, scheiß auf die. Aber, warte mal, wo waren denn die Arme? Ja, da fehlt uns noch einer, ja. Ein Arm fehlt uns noch. Der andere Arm war ja alleine, das ist das Problem. Hä? Was haben wir denn übersehen? So, ein paar Blutspritzen auch bereit. Chat sagt, hier sind doch Arme dabei. Nee, es sind nur Beine. Oh, warum leckt es so? Was ist das? So, Beine. Ja, Beine haben wir ready, aber wir brauchen den Arm noch. Vorher brauchen wir gar nicht anfangen. Ich gehe mal ins Kinderkrankenhaus. Oben am Anfang. Also ich sage euch ganz ehrlich, das Spiel im Multiplayer ist nicht gut programmiert. Und das ist eigentlich eine Schande, weil das Spiel echt viel Potenzial ist, echt geil ist. Aber so, da müsst ihr echt noch einen Fix nachlegen. Weil dieses Rucken, das macht ja den Spielgenuss kaputt. Hier, Chat. Das ist nur der linke Arm und den haben wir schon. Alles gut, das ist das Geräusch, was du da gerade hörst, das kommt manchmal wegen der Musik. Das ist ein Bait. Okay. Wie komme ich denn hier hoch? Gar nicht mehr. Komme ich hier irgendwann nochmal wieder raus? Ah, hier. Locanio nach dem Level. Guck mal, hier ist offen jetzt. Ich habe hier aufgemacht. Wo hast du aufgemacht? Wo? Erklär mir. Ganz oben? Hier. Guck mal, neben dem Patienten. Ach, neben dem Patienten hast du aufgemacht. Ja. Okay. Gibt's da vielleicht? So. Und hier gibt es jetzt wieder... Hier ein Knopf. Gibt es auf jeden Fall wieder. Ah, hier ist ein Knopf. Oh, hier ist eine Axt. Eine Axt. Die nehmen wir zum Hacken. Irgendwie mag ich die Axt lieber als die Säge. Magst du die Säge lieber oder die Axt? Ich glaube, die Axt ist noch irgendwie ein bisschen geiler. Macht der Knopf was? Nee, ne? Ah, da oben ist noch ein Knopf. Da oben, den hast du gedrückt, ne? Hast du schon gedrückt? Hier oben den? Ah, das sind mehrere Knöpfe. Wir müssen alle drücken. Knöpfe, ja. Okay. Arm ausstrecken. Und hopp. Da kommt man nicht dran gesprungen, glaube ich, oder? Ich glaube, wir müssen da was hinlegen, dass wir da dran kommen. So ein Fass. Springen Sie drauf, Frau Doktor. Springen Sie aufs Fass. Ja, Frau Doktor. Was machen Sie dafür? Der ist gedrückt. Ach, der ist auch gedrückt. Der Arm, der letzte. Oh mein Gott. Jetzt dürfen wir nur nicht bei der Operation reinscheißen. Oh, stell dir mal vor, das musst du alles nochmal machen. Ja, müssten wir ja dann, hä? Dann würde ich Rage quitten. So. Wenn die das gefixt bekommen mit den Lags, dann würde ich auch in Zukunft nochmal ein paar Level spielen. Aber dann müssen die einen Hotfix raushauen. Weil so? So nicht, meine Lieben. Okay. Gut, leg den Arm bereit.
Leg den Arm. Haben wir jetzt alles? Wir haben alles. Hier liegen die Beine bereit. Guck mal, das ist das linke Bein, das ist das rechte Bein. Ja? Ich habe die Beine schon bereitgelegt hier unten, ne? Den Arm. Aber was ist denn. Aber das ist doch jetzt nur ein Arm, oder nicht? Ja, den anderen habe ich schon ausgetauscht. Ganz am Anfang. Oh, warte, okay. Leg das Gerät mal wieder richtig drauf. Genau, das ist. Genau. Ich glaube, wir brauchen das Gerät jetzt nicht mehr, ne? Doch, fürs Blut. Mach du das Gerät. Oh, wir haben keine Blutstoppungsspritzen. Das heißt. Doch haben wir. Wo? Wo sind Blutstoppungsspritzen? Ich sehe nur Bluterneuerungsspritzen. Warte. Oh, Vorsicht. Mach mit Gefühl, Frau Doktor. Sehr schön. So, ich hol die kurz. Holst du die noch? Okay. Ja. Okay, der Patient hat volles Blut und der eine Arm ist schon wieder fertig. So, ich werde dafür sorgen, dass der andere Arm auch. Werf dir die Spritze runter. Ja, wirf. Ja, super. Ja, die liegt da gut. Sehr schön, den Arm so ein bisschen ausstrecken, ja, lieber Patient, sehr gut. Ja, nicht den Arm wieder einstrecken, hey. Bleib das denn draußen. Okay. Okay, Frau Doktor, hören Sie zu, Frau Doktor. Holen Sie die Axt. Die liegt da, habe ich da hingelegt. Hier. Wo? Wollen Sie hacken oder wollen Sie Blut stoppen? Ich hack. Okay, hier liegt die Axt, zu meiner Linken, hier. Okay, dieser Arm hier, den nehmen wir uns als erstes vor, da sehen wir den Arm durch. Welchen? Der Arm auf meiner Seite. Warte kurz, bevor du hackst. Okay, es passt. Ich versuche hier die Blutung zu stoppen. Ja, hacken Sie, Frau Doktor, hacken Sie. Bin am Hacken. Hacken Sie, Frau Doktor. Hack. Frau, ich hab so das Gefühl. Oh, ja, sehr gut. Arm ab. Okay. Arm ab. Holen Sie den anderen Arm. Ich stoppe nochmal die Blutung. Schön. Blutet der noch, der Patient, oder ist alles stabil? Okay, wir müssen auch noch nicht die Blutungsspritze reinmachen. Okay, sägen Sie das erste Bein durch. Ich hack. Ja. Sägen Sie, ich stoppe die Blutung. Sägen Sie, ich stoppe die Blutung. Ich hab's gleich. Ich versorge ihn mit neuem Blut. Er blutet sehr schnell, ist schlimm, ne? Ja. Haben wir noch eine Entblutungsspritze? Haben wir noch eine Blutstoppungsspritze? Ich suche gerade. Ist die noch voll? Nee, ist leer. Oh. Wir haben keine Blutstoppungsspritze mehr. Doch, haben wir doch. Ja, aber nicht hier unten, oder? Ich hol kurz eine. Ja, okay. Warum haben Sie erst Bein dran gemacht, Frau Doktor? Oh, Frau Doktor. Ich gebe ihm neues Blut. Nimm sie doch. Herr Frau Doktor, Sie müssen das Blut so schnell wie möglich stoppen. Ich bin auf dem Weg. Es leckt sehr. Ja, ich habe das Bein wieder dran gemacht. Es ist wieder abgefallen. Oh nein, Frau Doktor. Okay, Frau Doktor, jetzt vorsichtig. Nein! Ah. Aber wissen Sie, was das bedeutet, Frau Doktor? Das hat uns alle eine Lehre bestätigt. Menschen sollten nicht Gott spielen. Wir sollten aufhören, andere Menschen zu operieren. Wir sollten einfach anfangen, Vollgeist zu spielen. Ja. Was bilden sich Ärzte eigentlich ein? Sie operieren, boah, es war aber, ey. Man schwitzt sich einen ab, man gibt alles, man gibt sein Bestes und dann sowas. Ah. Also, die müssen auf jeden Fall die Online-Performance im Multiplayer müssen die auf jeden Fall verbessern. Was heißt, ich hätte gestern einmal eine offene Lobby gemacht, da habe ich mit drei Randoms dieses Ass-Level, was wir gespielt haben, gespielt mit dem gebrochenen Ass. Das hat auch so geleckt.
Und offline leckt das gar nicht. Also es liegt nur an diesem Online-Ding. Und ja, das müssen die unbedingt, das müssen die fixen. Das müssen die fixen. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein in die fallenden Guys, okay? Let's go. Ah, Leute, verlassen. Aber so ist es halt. Ein Tag als Arzt ist hart und beschwerlich. Ihr könnt den ganzen Tag operieren, ihr könnt euer Bestes geben, aber manchmal schafft ihr es einfach nicht, ein Leben zu retten. Und dann geht ihr sehr enttäuscht. Das war ein Pet. Geht ihr sehr enttäuscht auch ins Bett als Arzt. Ja? Dann ist euer Patient vielleicht nicht über dem Berg. Ja, es macht euch als Arzt, macht es euch auch fertig. Ich sag's euch, wie es ist. Es macht euch fertig. Weil ihr wollt ja immer euer Bestes geben als Arzt. Ihr wollt immer euer Bestes geben. Miki, wir haben dieses Mal versagt als Arzt, aber wir haben auch viele Menschenleben gerettet. Wir können stolz auf uns sein. Wir können stolz das war intens, ey. Das Spiel hat richtig angestrengt. Das Spiel ist wirklich intens, ne? Das ist schlimmer als Bombenentschärfen und so. Ja. Alter Schwede. Ist geil, so. Auch dass man es zu zweit spielen kann. Ist geil. Ja. Aber das, die Performance muss gefixt werden. Wir ein bisschen vorgestern, ich gehe kurz auf Toilette. Ja. Ich gehe auf Toilette, du unterhältst den Chat. Okay, aber du kannst vorgestern schon mal starten? Nee, egal. Okay, es gibt ein Horse für eine Krone, komplettes Pferd. Ich habe zwei Kronen, perfekt. Ich gebe immer meine Kronen komplett aus, ich bin so dumm. Aber das Pferd hole ich mir. Zack, jetzt habe ich keine Kronen mehr. Ich gebe meine Krone immer aus. Immer wenn ich was Neues im Chat sehe, was Neues im Shop sehe, gebe ich meine Krone aus. Ich kaufe alles jetzt. Alles, was ich kaufen kann, kaufe ich jetzt. Oh, noch so ein Mammut. Nehme ich mit. Noch sowas hier, eine Wave. Hui, auch geil. Mexican Wave, Ehre. Das hier, auch Ehre. Kaufen wir. So, alles gekauft. Kaufen wir mal. Chat. Mal schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Komm, ich habe so viele Sachen. Ich habe so viel gekauft. Obwohl ich nicht mal so viel Spielstunden im Spiel habe. Ich habe in dem Spiel, ich bin ja erst Level 27, ne? Ich habe erst eine Spielzeit von, weiß ich nicht was, ich guck mal kurz bei Steam. Ich habe eine Spielzeit von dem Spiel erst von, okay, 19 Stunden, das kann nicht sein, das habe ich irgendwann außerdem mal angelassen. Ich habe niemals 19 Stunden im Spiel. Aber ja, maximal halt 90 Stunden, sage ich mal. Und das ist, ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich muss auch sagen, ich finde, das Spiel ist nice, aber ich könnte es auch nicht stundenlang spielen. Ich finde, dann wird es mir ein bisschen zu einseitig. Dafür gibt es einfach noch nicht genug Level. Aber es ist auf jeden Fall nice. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es neue Updates, neue Level gibt. So, ich mache heute das Pferd. Das ist der Plan. Ich mache heute das Pferd. Wir brauchen nur was Cooles für die Arme. Irgendwas Cooles für die Arme brauchen wir. Ein T-Shirt. Ein Unterhemd. Oh, ein Zebra. Auch wild. Ich glaube, ich mache die Streifen. Dann nehmen wir ein orange-weißes Köpfchen. Und dann nehmen wir als Hautfarbe schwarz-weiß gestreift. Haben wir schwarz-weiß gestreift? Ja, so zebramäßig. Wobei fühle ich eigentlich gar nicht so. Ich muss mal kurz gucken. Auch irgendwas, was so. Ich versuche komplett das Pferd zu tarnen, Leute. Das ist der Plan. Ich glaube, wir nehmen das hier. So. Das ist doch so gut. Okay. Ich bin ein Pferd. Du bist ein Pferd? Ich bin ein Pferd. So. Ich bin heute ein Pferd. Wir holen uns den ersten Pferdewin. Captain America, Küsse gehen raus. Du bist nicht online. Ach so, deswegen konnte ich dich noch nicht einladen. Ich muss mich selber noch online stellen. Ich bin online, aber ich habe mich nicht auf online gestellt. So, kannst du dich einladen? Oh, danke. Eingeladen. Sehr gut. Ich komme rein in die gute Stube. Bin drin. Wie findest du mein Pferd? So. Ready up? Ja. Dann geht's rein. Ich mach ein Pferd. Let's go. Chichi weiß ich noch nicht. Aber wenn ich plane, sage ich dir rechtzeitig Bescheid, dass du dich darauf einstellen kannst. Küsse. Okay, Leute, wir machen jetzt noch eine schöne Pferderunde. Was machst du an deinem Geburtstag? Das ist der wie jeden Tag. Was denn? Mein Leben genießen. Mm.
Mhm. Aber gehst du gleich noch ein bisschen raus oder machst du irgendwas? Nee, oder ich feiere meinen Geburtstag nicht. Wie? Ja, für mich macht das keinen Sinn, Geburtstag zu feiern, weil ich gestalte jeden Tag so, wie ich den möchte. Und okay. Ich würde meinen Geburtstag auch am liebsten so gestalten, wie ich jeden Tag gestalte, weil ich sehr zufrieden bin mit meinem Tagesablauf. Und, ja, okay. Auf Krampf so Leute so mäßig treffen, weil er einen Geburtstag hat oder so. Nö, ich treffe jeden Tag Leute, und die, wo ich Bock drauf habe, und ja, ist entspannt. Also ich bin nicht, ich mache mich viel aus Geburtstag, weißt du? Ja, okay. Also komme ich morgen einfach vorbei, spontan? Ja, kommst einfach spontan vorbei. Okay, sehr gut. Das wollte ich damit sagen. Ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt keinen Druck machen, deswegen habe ich gesagt, muss nicht, aber eigentlich weißt du, dass ich will, dass du vorbeikommst. Jedes Mal, wenn ich das Spiel auf dem PC spiele, denke ich mir, ich müsste eigentlich das Spiel auf der PlayStation spielen, weil auf dem PC gibt es erstmal viel mehr Schwitzer und Hacker. Das Spiel ist auf der PlayStation schon tausendmal geiler. Also ich kann es nur jedem empfehlen, spielt auf der PlayStation. So, ganz entspannt reingekommen. Ah. Du bist nicht so ein Konsolenspieler, Micky, ne? Überhaupt nicht. Außer Story Games. Mhm. Story Games mag ich sehr, sehr gerne auf der Konsole. Also ich Viele wissen das ja, wir sind ja Zwillingsbrüder. Mhm. Und ich hab. Also ich bin ja. Wir sind Zwillinge, aber ich bin einen Tag nach. Genau. Also ich hab übermorgen Geburtstag. Genau. Aber weil es im Schaltjahr war, hat sein Geburtstag auch verzögert. Das wissen ja auch viele, ne? Also eigentlich hättest du übermorgen, aber das war damals ein Schaltjahr und deswegen ist dein Geburtstag auf einen anderen Tag gefallen. Das ist halt so eine komische Rechnung bei Schaltjahr-Zwillingen. Aber nur bei Schaltjahr-Zwillingen, uneigige ja. Schaltjahr-Zwillingen, die verschiedene Tage Geburtstag haben. Das ist ganz kompliziert, deswegen hat Micky an einem anderen Tag Geburtstag, aber so. Ja, war ganz gut für unsere Mutter, weil da musste die nicht immer am selben Tag zweimal Geschenke holen, sondern konnte es ein bisschen verteilen über das Jahr. Genau. Und vor allem auch bei der Geburt, bei den Wehen war das dann auch, ne? Entspannter, auch entspannt. Weil die hat dann zweimal kurz anstatt einmal lange. War besser, ne? Wollen wir oben blockieren? Hier runterschmeißen? Ja, willst du wirklich blockieren? Auf Asozial sein? Ja, okay. Mhm. Können wir machen. Wenn du auf diese asoziale Schiene gehst, das hätte ich zwar nicht von dir gedacht, Bruderherz, aber oben bei den gelben, dass wir die richtig schön blockieren und drauf stehen bleiben. Okay, dann los. Oh. Okay, wir sind gleich da. Und dann auf dem letzten hier stehen bleiben, ja, ne? Ja. Micky, wie lange hast du gebraucht? Weiter. Oh! Alter, ist durchgekommen? Nein! Warte. Ja, ja, sehr komm, gut. Okay, sehr gut. Oh, ja, Anne, wir wollen gerade vorbei. Ja, sehr gut. Ja, wir machen Stau, ja. Oh. Oh, sehr gut. Oh, der hier mit Stress. Weiter vorne. Der will Stress. Oder runter, du musst weiter. Achso, wir müssen weiter. Lauf. Sonst fallen die runter. Kennst du hier den Trick? Man kann hier auf den Hammer drauf springen. Und dann kann man auf Hammer auf. Man kann auf Hammer dann auf das Ding drauf, aber bei mir klappt es so manchmal. Deswegen mache ich das lieber nicht, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich bin fast weiter. Oh. Ui. Ich mach's nochmal spannend. Alles gut bei dir? Er ist runtergefallen. Nice. Nein, ist nur runtergefallen. Komm, wir holen uns noch einen von denen. Na, scheiß drauf. Da sind so viele rausgeflogen. Oh, ich muss erstmal wieder reinkommen, Alter. Ich hab das Spiel jetzt seit einer Woche fast nicht mehr gespielt. Ich spiele jetzt fast nur am Wochenende das Game. Weil ich mache nur am Wochenende mal Gaming-Streams. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel super nice. Also ich finde es richtig, richtig nice. Aber ich glaube, ich würde es niemals alleine spielen. Also ich finde es zum Alleine spielen, da fehlt mir einfach bei dem Spiel irgendwas.
Also, ja, zusammen ist schon besser. Zusammen ist schon. Hauen wir mal geiler. So, Zehenspitzen. Oh oh. Oh, es werden nur 6 weiterkommen. Juice, Kusse. Oh, nur 6, das ist scheiße, aber das Pferd weiß, wo es lang geht. Oh. Es werden nur 6 weiterkommen, das ist ganz schön gefährlich, ne? Man muss auch riskieren. Oh oh, einer von uns wird nicht weiterkommen, Miki. Riskieren? Oha, Miki! Oha! Miki, du hast riskiert, aber jetzt beeil dich. Jetzt beeil dich, Miki. Jetzt beeil dich. Es wird nur einer von uns weiterkommen. Es wird nur einer von uns weiterkommen. Schnell. Wir sind fast durch. Wir sind fast durch. Ich denke mal, es wird jetzt der Weg hier sein. Ja, noch bis zum Ende durch und dann rechts. Oh. Ja, ich bin durch. Komm schon, Miki. Oh. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir es beide geschafft? Boah, ja. Wir haben es beide geschafft. Wir sind beide im Finale. Sehr gut. Oh. Sechs Leute. Könnte abschwanzen sein. Oh oh. Oh ja, abschwanzen. Ja. Abschwanzen. Wie heißt auf Deutsch? Riesenschwanz. Nein, sag mir ehrlich. Ja, Riesenschwanz. Echt? Heißt das wirklich so? Ja. Ja. Okay, auf Englisch heißt Royal Fumble. Also königlicher Schweif. Ja. Hier ist Riesenschwanz, du musst den Schwanz abschweifen. Sehr gut. Ich hab mich festgehalten und er zieht den Schwanz nicht ab. Was ist denn das? Egal, ich habe ja noch alle Zeit der Welt. Er hat so Speed drauf. Ist immer auch in der Mitte, ne? Fall ich da runter? Als ob! Er steht wieder auf und beim Aufstehen holt er sich den Schwanz. Das Pferd mit den grünen Armen. Oh. Das Pferd mit den grünen Armen. Da musst du aufpassen. Das Pferd mit den grünen Armen. Ganz gefährlich. Guck mal, siehst du das? Der hat einen Heck drauf. Oh, ist das assi. Hä? 34 Sekunden noch. Jetzt wird's langsam eng. Jetzt wird's langsam eng. Wo ist er? Als ob! Miki, ich hab ihn! Sehr gut. Halt sie auf, die Schweinehunde! 12 Sekunden. Hol dir deinen Sieg. Nein! Miki, du musst los! Hol ihn dir, hol ihn dir! Oh, nein! Wenn du warst, noch ein Gegrabbel. Das ist einfach so scheiße. Ich hab die ganze Zeit gegrabbelt. Ich hab ihn nicht bekommen. Ich hab ihn nicht bekommen. Schade, aber. Oh, war also Riesenschwanz, das Spiel ist echt. Ja, Riesen. Das ist so ein. Ich sag's, wie es ist. Es ist. Schwierig. Weil du. Das kann, man kann schnell den Schwanz wieder verlieren. Beim nächsten Mal den Schwanz ein bisschen härter anpacken. Nicht so zimperlich sein. Schwindelnde Höhen. Niklas immer noch nicht. Nee, werde ich aber jetzt auf jeden Fall heute mal angucken. Er war stets bemüht. Ich bin ein Pferd und das ist das Wichtigste.
Ich teile mir gerade den ersten Platz mit so einem lila Ninja. Na, ich bin auch direkt hinter dir. Ich bin hinter dem Pferdchen. Aber Hacker werden jetzt zumindest schon mal härter bestraft. Die haben jetzt, die hatten angekündigt vor ein paar Tagen, dass dass Hacker nach einem Spiel, also dass Hacker in einem Spiel immer detected werden, aber nach dem Spiel sofort gebannt werden. Also die sehr gut. Manchmal hat noch Hacker in der Runde, aber damit haut man sich seinen Steam-Account kaputt. Wenn das jetzt kein Smurf-Account zum Hacken ist, dann sehr ärgerlich. Sehr, sehr gut. Und sehr gut. Weil diese scheiß Hacker. Streamt Unge auch gerade. Ja, also macht mal Ausrufezeichen Unge. Dann bekommt ihr da den Link. Und ein Moderator schickt da den Link mal kurz rein. Ja, der Unge, der streamt auf YouTube, falls ihr es noch nicht wusstet. Same hier, falls ein Mod gerade mal den Link von Mickey bereit hat, kann er mal gerne in den Chat reinposten. Der Mickey sehr, sehr gerne. Streamt auf Twitch. Soll es ja auch noch Leute geben, die das, diese Stream-Plattform nutzen. Hindernisrennen. Das ist schon sehr geil gemacht, das Spiel. Ja. Du musst aber jetzt mehr Minispiele raushasseln. Ja, Season 2 kommt ja. Wann denn? Ich glaube 30 Tage noch. Ja. So ein Gequetsche. Unglaublich. Said what she said. Sehr gut. Runde beendet. Rein da. Ah, Shadowlands sehe ich schon uns beide eigentlich. Als Horde Character. Ja, let's go. Ja, schon Bock drauf. Ein richtig schönen Grind. Ich würde sehr wahrscheinlich Druide spielen. Was spielst du denn gerade? Ich würde Schurke oder würde Krieger spielen. Mhm. Wenn ich halt den Schurken spiele, dann könnte ich halt das Bloody Mount mitnehmen, ne? Auch wild. Aber ist es nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, dass Bloody Mounts bald für alle verfügbar sein sollen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das wäre ja Unfug. Warum Unfug? Ja, Unfug. Das ist ja, abschwanzen. Das wäre ja, da würdest du dir ja alles kaputt machen, den ganzen Erfolg. Mit Bloody Mounts eben nicht so. Da brauchst du ja 3-4 Monate oder so, ne? Ja, aber ich meine, wenn Account weit? Ja, das meine ich. Das meine ich ja. Hm. Also du kannst mit allen Chars das dann nutzen. Wann soll die Änderung kommen? Stopp zu Shadowlands. Das wäre sehr, sehr sick. Dann würde ich direkt mal. Ich weiß gar nicht, was ich spielen würde. Was wird Account weit? Die Bloody Mounts. Da hätte ich 2 Bloody Mounts. Boah. Welchen gleich hast du noch geholt? Ich könnte meinen Nether-Drachen auspacken, den Erbarmungslosen und den Proto-Drachen von letzter Season. Ah. Ich habe leider nur ein einziges Mal Gladi gemacht, 2 in Burning Crusade und da wurde der Account wurde leider gesperrt. Oh. Ich war auch wirklich asozial. Ich habe im Alltag Russen beleidigt. Stark. Ich hab gesagt, immer die scheiß Russen als Gegner, warum nur Russen? Und ich dachte so, mit 12 Jahren. Ja. Aber man muss auch sagen, die Russen in WoW, das ist ja auch sick, ne? Also die spielen ja auch ganz oben mit dabei immer im PvP. Die sind schon wild. Oh, 2 Sekunden noch, bei mir sieht es aber gerade gar nicht gut aus. Was mache ich denn hier? Bei mir sieht es auch nicht gut aus. Doch, bei mir sieht es gut aus jetzt. 8 Sekunden durchhalten, Simon, durchhalten. 5. Nein! Mein Schwanz wurde in der letzten Sekunde gestohlen. Jawohl. Du hast es geschafft? Sehr gut, dann gucke ich jetzt. Ich habe es geschafft. Und du? Nee, ich bin leider in der letzten Sekunde, wurde mein Schwanz geklaut. Ah. Ich muss auch sagen, diese Schwanzspiele, die fühle ich einfach nicht so.
Nee, das glaube ich dir. Die. Oh, die Hälfte fliegt auch raus. Manu, es gibt ein Update. Es wird kein Potato Hoodie geben, es wird was anderes. Aber wann es kommt, das kann ich auch nicht sagen. Aber bald. Finale direkt schon. Das ging schnell. Finale? Oha. Okay, ich probier's. Ja, dann hol es. Ich probier's. Hol den Sieg. Chat, Energie. Phi6, Küsse. Kuss. Phi6, Küsse, dann werde ich es für morgen aufschreiben. Warte. Ich küsse deine Augen. Happy Birthday schon mal im Voraus. So. Ich versuche dich zu verfolgen. Du bist aber nicht sehr weit hinten, was mein Lieber. Ja, aber jetzt holst du auf. Holst du auf. Ah, nee. Miki, komm, Junge. Da links, die sind frech. Schade. Das war's. Ja, zu weit hinten. Wie vielen Leuten auch, holy. Oh. Der Stabiner hat's. Machst du nichts. Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch an Fallguy 20338. Yuikaru. Nee, WoW Challenge ist vom aktuellen WoW ein Add-on, nicht von Classic. Classic wird bald, wahrscheinlich in einem Jahr oder so, oder in anderthalb, wird auch irgendwann wahrscheinlich geupdatet auf Burning Crusade. Aber das dauert noch. Das Burning Crusade geht ums, das Shadowlands geht ums aktuelle WoW, nicht ums Classic. Ja, genau. Also ein Win muss hier vor Mitternacht, muss ein Win drin sein. Oh, das wird brenzlig jetzt unter Druck. Oh, oh. Auf der Playstation sage ich dir, wäre Win easy, sage ich dir, wie es ist. Wäre easy. Ja, glaube ich. Deutlich niedrigeres Skill Cap bei den Mitspielern. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Playstation schlecht sind, aber es gibt viel vor mehr. Vor allem die auf der Playstation haben auch Dings, ne? Aim Assist. Das ist ganz wichtig für Fallguys. Ja. Nein, aber auf der Playstation gibt es viel mehr Kids, die die Playstation benutzen vom großen Bruder oder so, weißt du? Aber einen PC oder so haben einfach heutzutage nicht mehr so viele. Die Kinder spielen alle auf dem Handy oder auf der Playstation. Und wenn du Fall Guys auf der Playstation spielst, kannst du die ganze Zeit Kinder zerstören. Du weißt, das ist die Wahrheit. Du weißt es. Deswegen auf dem PC. So, das kleinere Dreieck geht die Tür auf. Von unten. Hä, hey, alle aufgegangen, what? Das kleinere Dreieck. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ganz unten drauf. Wir sind aber ganz schön weit hinten, Miki. Wir sind sehr weit hinten. Müssen jetzt aber Gas geben, oder? Vielleicht fliege ich raus. Nein, Miki, los, gib Gas. Erste Runde will ich rausfliegen. Das war's. Nein, Miki! Als ob du erste Runde rausfliegst. Bist du drin? Ja, natürlich. Der Boss. Oh. Ja, dann zeige ich dir jetzt heftiges Pferde-Gameplay, okay? Okay. Dann zeige ich dir zu. Ich zeige dir jetzt Pferde-Gameplay, es hat sich gewaschen, okay? Ah. Okay, Leute, jetzt müssen wir hier Dings. Unglaublich. Michi, bist du ein Mann oder eine Maus, wird gefragt im Chat. Ich bin eine Maus, eine kleine Maus. Ah, das stimmt. Kleine Maus. Sophia, Küsse. Ich verstehe die Frage nicht, Sophia. Natürlich, wenn du was. Natürlich, dann bekommst du alles. Hä? Oder habe ich die Frage verstanden? Sophia, Küsse. Ah.
Siehst du das Pferd? Siehst du das Pferd? Es gibt ein Pferd mit so grünen Zebra, Giraffenmuster. Das ist das falsche Pferd. Es gibt noch ein komplett braunes Pferd. Da musst du hingucken. Das komplett, komplett braune Pferd. Guck das braune Pferd an. Ja, ich hab das braune Pferd. Da hat das braune Pferd sich einfach umgekehrt. Gedreht. Und mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm. Sie machte summ. Bist grad rüber gesprungen, ne? Natürlich. Sehr werde die anderen Pferde, ich werde die anderen Pferde werde ich rauskicken, damit du nur noch ein Pferd beobachten kannst. Sehr gut. Die Biene war hier. Du machst das jetzt, Simon. Ich glaube an dich. Hast du jemals gezweifelt? Natürlich, es wird easy gemacht. Welches Finalgame wünschst du dir? Welches Finalgame ich wünsche? Mhm. Dieses, wo man so springen muss. Dieses mit den, wo die Hexagon. Dinger... Nee. Das, wo das Ding sich im Kreis dreht, wo du immer über die Stangen springen musst. Sprungprobe. Das wünsche ich mir. Das ist dein Lieblingsgame? Nö, aber ich wünsche es mir einfach. Weil ich das so selten spiele, leider. Okay. Wünschst du dir Fußball? Ja, Fußball wünsche ich mir auch, tatsächlich. Das einzige Teamspiel, was ich mir wünsche, ist Fußball. Das einzige. Oder abschwanzen was. Oh, das schon, oh, da habe ich mir doch mal. Das gewünscht. Guck mal. Das habe ich doch schon mal gewünscht. Sehr, sehr gut. Das kriegst du jetzt auch direkt. Ja, das ist doch tipptopp. Das ist doch tipptopp. Dann mal los mit dem Pferdchen. Genau das wollte ich. Aber das gibt es ja auch einmal als Finalspiel mit den goldenen Drehern, ne? Wo der Boden noch wegbricht, ne? Ja. Hier kann der Boden nicht wegbrechen, oder? Beim normalen, oder? Nein. Nee. Oh, da ist ein Hacker. Siehst du das? Da ist ein Hacker. Siehst du den? Ja, der fliegt. Ehrenloser Hacker. Boah, hasse ich so bei Vorgas am PC. Es sind wirklich so unfassbar viele Hacker. Es sind sehr, sehr viele Hacker, ja. Es ist wirklich unfassbar. Ich habe in wenig Spielen, die so im Fokus stehen in der Öffentlichkeit und so viel Aufmerksamkeit bekommen, habe ich so viele Hacker schon mal gesehen. Also... Ich habe auch schon mal einen Hacker in Fortnite gesehen, ich habe schon mal einen Hacker in Counter-Strike, na klar, sowas sieht man immer mal. Aber hier sieht man ja wirklich jeder Runde gefühlt fast einen Hacker, das ist schon krass. Ja. Deswegen sage ich euch, Leute, spielt das Spiel auf der Playstation, habt ihr weniger Stress. Habt ihr einfachere Gegner, könnt ihr easy ein paar Wins euch holen, auf entspannt und habt keinen Hacker-Stress. Ja. Dafür, also das Spiel auf der Playstation, finde ich, lohnt sich. Weil du mit dem Controller hier auch gut spielen kannst, das Spiel. Oh! Simon! Ich dachte, ich passe da durch! Ich bin extra rausgegangen, weil ich keinen Bock mehr auf den Hacker habe. Damit ich mitspielen kann. Damit du mitspielen kannst und weil ich keinen Bock mehr auf den Hacker habe. Dankeschön, vielen Dank. Ich wollte einfach was ausprobieren. Ich dachte, ich könnte was ganz Lustiges machen. Ich hab mich aufgedrückt. Ich hab dich. Array, mach ich auch noch. Ready up. Ja, warte kurz, ich bin nicht raus. Das nächste Spiel wäre Fußball gewesen. Schweinehunde. So, ich werde jetzt was machen, Simon. Ja, was denn? Pass auf. So, ich bin jetzt draußen. Moment. Okay, was machst du? Oh, Doppelpferd. Wir gehen jetzt ins Doppelpferdchen rein. Aber doppelbraun, oder machen wir uns das noch eine Farbe als Erkennungssymbol? So gelb-braun gestreift? Ja, das wäre super. Sowas? Ja, das ist gelb-braun gestreift. Mach ich auch. Gelb-braun gestreift. Sehr gut. Ah ne, das ist gelb-weiß. Moment. Die Pferdebrüder. Haben wir hier. Hast du was? Ich hab gelb-braun, glaube ich nicht. Hast du noch eine andere Farbe, die ich auch hab? Hast du Zebra? Weiß-schwarz? Dann sind wir die Zebra-Brüder. Hast du weiß-schwarz gestreift? Oh, sieht sehr gut aus. Oh ja. Let's go! Oh, sehr gut rein. Let's go! Halb Zebra, halb Pferd, sage ich immer. Das ist die Lösung. Viele wundern sich ja. Was ist der Unterschied zwischen Pferd und Zebra? Hey, frag mich mal. Hey, Simon. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pferd und Zebra? Sag ich mal. Gibt's nicht. Gibt's gar nicht. Gibt's keins. Kennt ihr die alte Cartoon-Serie? Pferdebrüder. Die haben immer in so einem Damm gelebt und haben Abenteuer erlebt.
Ja. Pferdebrüder, kennst du? Weißt du, wie das Intro ging? Ich weiß nicht, was die irgendwie... Oh, da hat doch jemand eine Kuh, halb Pferd, halb Kuh. Wir sind halb Zebra, halb Pferd. Und der ist halb Pferd, halb Kuh. Oh, siehst du den? So, jetzt erstmal die Wippen. Ich bin ganz vorne. Wichtig bei den Wippen, vorne zu sein. Wichtig. Sehr wichtig. Aber man muss auch sagen, Zebras sind sehr schnelle Tiere. Zebras sind auch für die afrikanischen Temperaturen ausgelegt. Ja, das stimmt. Und Huftiere. Huf. Mhm. Das kannst du laut Hufe. Sagen. Huf. Das ist auch unser Gang-Sign. Huf. Ich bin ganz vorne. Aber ich bin da halt auch auf allen Vieren unterwegs. Ja, und am Vieren. Auf allen Vieren und am Vieren. Ja. Ein Zebra-Pferd. Ich komme auch gut durch. Ich wollte nur ein bisschen das Feld von hinten aufräumen. Du kennst es. Guaca hießen die halb Pferd, halb Zebras. Guaca. Guaca? Sind wir Guaca? Ja, wir sind Guacas. Okay, cool. Hab ich noch nie gehört. Heißt die wirklich so Guaca? Ja, Guacas. Okay, ich bin auch safe. Ich bin drin. Bist du auch drin? Bist du drin? Bist du drin? Bist du drin? Ich bin drin, ja. Katharina schreibt, die beiden Pferdebrüder, aka die beiden Pferde fressen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke dafür. Ein Zebra. Pferdebrüder. Pferdebrüder, beide geschwind, wie der Wind. Ja, es sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie reiten im Wind, sie jagen geschwind, weil sie Freunde sind. Genau so. Genau, das ist es. Abenteuer auf dem Reiterhof. Als ob die Taube jetzt, ausschaltet. Nee. Oh. Die Taube hat auf diese gemacht. So asozial, weißt du? Weiter geht's mit den Zebras. Mit den Guacas. Ist unser anderes Pferde... Oh, viele Pferde. Guck mal, viele Pferde im Spiel. Ja, viele Pferdis. Ja, aber wir sind die einzigen Zebra-Pferde, wie ich sehe. Ja. Mhm. Es gibt noch eine Kuhpferd. Ich sag immer, ein Pferd erkennt man von zwei Seiten. Kennst du das Sprichwort? Ja, ja. Und von unten. Naja. Das aber hallo. Da wohin denn das Rennen? Es gibt auch ein anderes Gedicht, das kenne ich über Pferde. Das heißt, das Pferd hat vier Beine. Hinten hat sie auch eine. Ist aber keine. Damit hältst du die Fliege vom Leibe. Stehst du? Damit meinen die nämlich den Schwanz. Eigentlich geht das Gedicht über eine Kuh. Aber... Guacas sind leider schon ausgestorben. Wir sind die zwei letzten Exemplare. Oh, allein, allein. Allein, allein. Lass mich doch rein! Das kann doch nicht sein. Das Pferd will rein. Das kann doch nicht sein. Oh, bei mir sieht es aber gerade wirklich... Not good aus. Not good. 29, komm weiter. Ich bin drin, ich bin drin! Ich bin auch drin. Boah, ich war ganz hinten und hab's trotzdem noch irgendwie geschafft reinzukommen. Ich war ganz, wirklich ganz hinten. Ich hab so... Also, was... Wie sieht's denn aus? Du bleibst bis 0 wach und dann singe ich noch für dich Happy Birthday. Aber nur privat. Ja, okay. Ich muss schon vorher auf. Okay. Keine Lust, dass gleich alle schreiben, Happy Birthday, Happy Birthday. Ist denn, weißt du, es ist immer so, wenn irgendein Streamer Geburtstag hat, dann sagen Leute, ja hier, nimm noch die Donation und so, oh, Happy Birthday, das schenke ich dir zu Geburtstag. Bitte Leute, mach das nicht, schenkt mir gar nichts. Ich möchte keine Donations, ich möchte kein Happy Birthday. Ihr könnt mir auf Twitter Happy Birthday schreiben oder einfach gar nichts. Ich möchte aber kein Geld von euch zu Geburtstag, bitte. Bitte. Gibt. Investiert du und Simon Shadowlands Server First ist 60, oh. Sehe ich uns, ja. Weißt du was, ich habe Server First in BFA gemacht. 100, was ja, war's? 120. Ganz krass. Mit Muscle Bra.
Aber die Donuts kriegst du dann morgen bei Ungeklickt um 20 Uhr. Ich hoffe da nicht. Da unterschätzt du, glaube ich, die Leute. Was sagst du dazu? Was ich dazu sage? Mhm. Ich bin zu reich. Ich möchte kein Geld. Euer dreckiges Geld könnt ihr behalten. Ich möchte euer dreckiges Geld nicht. Ihr werdet noch andere Streamer finden, denen könnt ihr das Geld in den Rachen werfen. Nehmt das Geld, gibt es andere Streamer oder gibt es einfach eurer Familie. Kauft euch was Leckeres zu essen. Euer dreckigen Euros, euer Schwarzgeld möchte ich nicht. Oh, Mango, ich hab dich leider nicht aufgepasst. Ich bin raus, Mickey. Nein, bist du nicht. Ein Pferd macht manchmal auch Witze. Andere Wassermelone. Traube, Kirsche. Kirsche. Banane, Mango. Ich merke nur drei Sachen. Banane, Kirsche, Mango. Traube, wo? Traube, wo? Oh nein, bitte schnell, Mickey! Oh! Oh! War das knapp. Das war wirklich spannend. Oh, so viele Pferde. Das war so knapp. Ich wusste es nicht, wo die Traube mehr ist. Ich wusste es nicht. Ich wusste auch nicht. Qualified. Schauen wir das Game. Oh, Schleimkraxler. Halten wir sie wieder auf? Nee. Doch, was? Natürlich. Natürlich. Nein, ich hab Angst. Weißt du was? Wieso? Ich hab Angst, dass ich da rauskriege. Wir müssen sie runterschubsen. Ja, was, wenn wir selber Karma kassieren? Was, wenn wir Karma kassieren? Nein, nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Pferde machen sowas eigentlich. Wir müssen die brechen. Guck mal, unser Kuhpferd ist direkt bei uns. Ehre. Och, was ist denn hier wieder los? Ja, was ist denn hier los? Ich glaub es ja nicht. Ich glaub es ja nicht, was hier schon wieder abgeht. Ah, sie sind an mir vorbeigekommen. Wir müssen weiter, mein Bruder. Ich will diesmal den Dinges ausprobieren, ob ich das schaffe mit dem Hammer. Ich will den Hammer ausprobieren. Ja, komm schon. Warte, wenn ich hier einfach so springe. So. Die blockieren alle so heftig, ne? Wieso bin ich so dumm, auf den Hammer drauf zu kommen? Hä, hey, muss man denn auf die Mitte drauf oder auf den Hammer? Ich pack das nicht. Oh, oh! Ja, jetzt gehe ich einfach den normalen Weg. Ja, jetzt könnte ich aber Arsch lecken, aber hallo. Aber hallo. Auf die Mitte muss er drauf springen. Ah, ich versuche mal auf den Hammer zu springen. Die Leute sind echt besser geworden noch ein Schleimkraxler. Mhm. Kann außer auf der Playstation. Sein. Da kannst du. Okay, halten wir jetzt noch den auf? Halt, ich! Digga, ich hab nicht damit gerechnet, dass du mich überhaupt festhältst. Ich hab nach hinten geguckt. Zu dem anderen Typen da. Und dachte, wir halten jetzt zusammen den anderen Typen auf. Du hast mich einfach runtergeschmissen. Du hast mich runtergeschmissen, ne? Warte, du hältst mich auch. Miki, ich halte dich doch nicht. Miki hat mich runtergeschmissen. Miki hat mich runtergeschmissen, Leute. Bitte clip das. Wie hat er das? Ey, ich hab's nicht gerechnet. Ich hab dir vertraut, wirklich. Ich hab dir vertraut. Ich dachte, du hältst mich auch fest. Auf einmal lässt du los. Ja, ich halte dich. Wir wollten uns da zusammen umarmen. Ja, aber das musst du mir sagen. Ich wusste es nicht. Oh mein Gott. Jetzt musst du das gewinnen. Schaffst du es? Boah, Hexagon, hätten wir locker gewonnen, wenn wir es zweit wären. Den eigenen Bruder runtergeworfen in die Lava. Ey, dafür musst du jetzt gewinnen. Jetzt musst du wirklich gewinnen. Wenn du jetzt nicht gewinnst. Ja, ich versuch's, aber es sind sehr viele Leute. Ja, ich bin nicht enttäuscht, dass du mich runtergeschmissen hast. Aber wenn du jetzt verlierst, bin ich enttäuscht. Okay, ich probier's. Ich geb alles. Ja.
Das hätten wir mein locker eigener gewonnen. Bruder wirft mich von gewonnen. Der Klippe. Das passierte. Doch dann passierte das mit meinem Bruder. Okay, Vicky, Vorsicht, unter die gucken. Ah, da ist wenig. Na, sieht nicht gut aus. Auf den Lilan, auf den Lilan. Schön, schön. Ah, schon wieder so ein Vorsicht. Oh, nein, weiter. Nein, egal, alles doch gut. Bleib auf dem Lilan. Schön entspannt. So viele Leute. Man kommt bei YouTube die Clip-Funktion. Sollte schon da sein, aber wegen Corona, weil die alles im Homeoffice machen, verspäten sich ein paar Funktionen. Das ist unglaublich. Ja. Die Gifte-Zap-Funktion sollte schon im zweiten Quartal des Jahres da sein und die. Oh, Micky, pass auf, unter dir, ne? Unter dir der Boden, ne? Uiuiui, wenn du runterfällst. Oh Gott. Gottes Willen. Maria, Jesus. Du bist aber ganz abgeschnitten. Nein! Oh! Oh nein! Schade. Ach Mann! Hättest du mich nicht runtergeschmissen, hätten wir gewonnen. Zu zweit. Jetzt bin ich enttäuscht von meinem Bruder. Zutiefst. Oh Mann. Guck, das andere Pferd wird gewinnen. Nein, nicht mal das andere Pferd gewonnen. Noch eine Runde. Last round, Micky. Weiter geht's. Habe ich bis heute keine Entschuldigung von dir gehört, deswegen. Bis heute habe ich keine Entschuldigung gehört. Okay, last round, Leute. Okay. Ich muss danach off. Aber wenn du auch weiterspielst, könnt ihr bei Micky noch ein bisschen reinstöbern. Freue ich mich über die Leute. Ich wurde verraten, Leute. Ich hätte jetzt gewonnen, aber durch meinen Verrat von meiner eigenen Familie, Matthias Küsse. Durch den Verrat meiner eigenen Familie habe ich leider die Krone nicht bekommen. Er hat mir die Krone entrissen. Sehr gut. Mein Blutsbruder. Also ich brauche noch den Sieg. Dann ist das YouTube-Video da. Mein Blutsbruder hat meine Krone genommen. Rein geht's in die Runde. Torhunger. Let's go. Chian, einfach guck dir ein paar Videos zu dem Thema an und mein größter Tipp ist einfach, mach dir keinen Stress, einfach Verpackung lesen und auf entspannt. Okay. Weiter geht's mit dem Pferd. Nein. Manchmal öffnet sich eine Tür und dann schließt sich eine neue. Yes. Was? Hab ich eingeholt, Micky. Du kleiner Schleimkraxler, du. Drüber. What? Sag ich bin raus. Ey, das kannst du mir nicht antun, Micky. Ich hatte keinen Schwung. Ich hatte eigentlich. Okay, Micky, jetzt möchte ich die härteste. Dafür, dass du mich eben getötet hast und jetzt in der ersten Runde mich allein lässt, möchte ich jetzt die härteste Cheerleader-Runde deines Lebens hören. Ich möchte jetzt von dir angefeuert werden bis zum bitteren Ende. Hast du das verstanden, Micky? Simon. Sehr gut, das gibt mir Kraft. Motivation. Jawohl. Simon. Du musst in dein Pferd glauben. Du musst das Zugpferd sein. Das Zugpferd der Fall Guys musst du sein. Okay. Nicht der Dusty Dogs? Nee, der von den Fall Guys. Okay. Du musst jetzt ein Feini machen. Ich mache jetzt ein Feini. Fruit Shoot. Let's go. Wer ist auf Deutsch? Fruchtballon? Fruchtfallschirm? Ausweichschwanz. Okay. Cooler Name. Okay. Jetzt müssen wir ganz. Oh nein, die Melone, als ob die Melone so. Oh, die gönnt oh, gar oh. nicht, die gönnt gar nicht. Oh.
War es das schon? Nee. Ich lass mich hier nicht unterkriegen. Das Pferd, das geht seinen Weg nach oben wie ein Saiyajin. Oh, komm schon. Komm schon, Pferd. Mein Pferd heißt Ferdinand. Ferdinand der Dritte. Los. Ferdinand. Im Wort Ferdinand steckt das Wort verdient. Ich habe den Sieg. Ferdinand. Sehr schön. Niemals. Qualified. Er ist weiter. Da hat das braune Pferd mit den Zeberarmen sich einfach umgekehrt und hat mit seinem dicken Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm. Sie machte sum, sum, sum. Mhm. So ein Ding ist das. Miki, du hast unsere Familienehre besudelt. Ich hab sie besudelt. Du hast sie besudelt. Ich möchte, dass du jetzt über das ganze nächste Spiel darüber entschuldigst, darüber, was du getan hast und über deine Gedanken, über deine Handeln nachdenkst und reflektierst. Kannst du, dass Teamspiele rausgenommen worden sind? Weil wir haben noch kein Teamspiel gespielt. Ja, es war richtig schön, dass wir keine Teamspiele hatten. Fand ich sehr, sehr gut. Kannst du, dass sie heute einfach die Teamspiele rausgenommen haben? Gibt's irgendwie einen Bug? Das kann sein, ja. Das kann sein. Es gibt irgendwie keine Teamspiele mehr. Chat, es gibt keine Teamspiele mehr. Was machen wir da? Finde ich sehr, sehr gut. Okay, was hältst du davon, wenn wir da noch eine Runde spielen? Das geht noch? Schaffe ich nicht. Wieso schaffst du das nicht? Schaffe ich nicht. Das schaffen wir. Nein, mein Lieber. Vollgas-Runde geht 10 Minuten, da gehst du direkt schnell auf. Nein, ich muss ja für meine Zuschauer, die heute Geburtstag haben, muss ich ja noch singen, das ist ja das Problem. Mhm. Für die Geburtstagskinder heute. Ah, okay. Manchmal ist das Ende vom Stream, aber ich singe immer für die Geburtstagskinder. Okay. Ich will zu meinem Geburtstag nicht online sein. Ich bin morgen schon online. Das reicht. Der wollte mir einfach mich festhalten. Da ist ein Pferd, das hält mich fest. Warum bist du so? Warum bist du so zu mir? Was habe ich dir getan? War es das Pferd oder wer war das? Achtung. Ja. Das war knapp. Ich mag es knapp und spannend. Boah, da sind viele rausgeflogen. Mhm, wichtig. Oh, ganz knappes Ding. Oh! 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 Gut. Ja! Oh, sehr gut. Let's go! Könnte schon Finale sein für dich. Ich bin morgen schon vier Stunden zu meinem Geburtstag live, Leute. Das reicht. Weil morgen gibt's Ungeklickt, danach gibt's Apex. Oh. Mit Tanzverbot. Und Mo. Zehn Spitz nochmal. Siehst du? Was für 10 Minuten. Hast du recht. Mods, könnt ihr nochmal den Kanal von Miki reinposten in den Chat? Oh, Küsse. Da freue ich mich über jeden. Jawohl. Junge, da ist jemand komplett durchgesprungen. Was für eine Bestie. Musst du auch sein, mit dem Pferd. Ja, was für eine Bestie da vorne. Boah, das Pferd vorne. Ganz, ganz stark. Riskier's! Der ganz links. Ist es der ganz linke? Nee, ist es nicht. Nein! Okay, ein Stückchen weiter. Lauf durch. Wir können auch weiterlaufen. Noch weiter. Okay. Jetzt muss noch jemand. Ja, das ist es. Ist er! Bumm! Zack! Hast du's? Ja, natürlich. Ich hab's in der Tasche. Du bist wieder drin in Riesenschwanz. Kannst du's diesmal schaffen? Ja! Warum hast du mich alleine gelassen? Möchtest du den Schwanz benningen? Warum hast du mich alleine gelassen? Musst du ihn anpacken? Ja, ich werde den auch zugreifen. Warum hast du mich alleine gelassen, mein Bruder? Warum hast du mich alleine gelassen? Weil ich beim ersten Game schon einfach versagt habe. Warum hast du mich alleine gelassen? Die Familienehre. Das schwarze Schaf in der Familie. twitch.tv/MikiTV. Genau. Jawohl. Okay, Leute.
Wir müssen den Schwanz zum Sieg führen. Das haben wir. Ach komm, hört es auf mit dem Microsoft Games Lounge oder wie das heißt. Ah, wie heißt das? Was denn? Windows G. Ton aus. Xbox Game Bar. Ja, Leute denken immer sehr lustig, wenn die mich bei Xbox irgendwie adden. Wenn ich Xbox vergesse auszuschalten. Das ist halt das Problem an Microsoft. Okay, hab's ausgeschaltet, braucht mich nicht adden. Haha, ihr seid mega lustig gewesen. Geile Leute. Oh, 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 oh. Hol dir den Schwanz. Ja, ich mach noch ein bisschen hier. Hol dir den Schwanz. Bist noch auf entspannt unterwegs. Habt ihr noch einen Platz für Sascha? Ich glaube, Simon ist gleich raus, aber Sascha soll einfach auf mein Discord kommen. Na komm, jetzt schnappe ich dir 10 Sekunden, das ist deine Chance. Nein, wird festgehalten. Oh, außen wäre gut gewesen. Ja, ja. Ich habe gegriffen, er hat mich genommen, er hat mich genommen. Nein. Oh. Oh. Egal, knapp daneben ist auch vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei, Leute. Ich hatte eben die Krone geholt, als mein Bruder mich verraten hat. Als der Bruder mich verraten hat. Ah, ärgerlich. Schade. Ich habe zugegriffen. Ärgerlich. Aber es manchmal soll es nicht sein. Ärgerlich. Manchmal soll es nicht sein. So, wollen wir jetzt noch singen oder wie? Was machen wir jetzt? Ich soll noch einmal gucken, wie das fährt. Was, so, was, was? Wir können zusammen singen, ja? Wir können zusammen singen für unsere Geburtstagskinder. Ja, okay. Ich habe heute zwei Geburtstagskinder. Und zwar. Ja. Kip Supernova und Zero to Laura. Okay, also einmal Super Happy Birthday to Kip Nova. Kip Supernova und Zero to Laura. Das machen wir beide im Refrain. Ballern wir durch. Okay, okay. Okay, Leute, es tut mir leid, dass ich heute leider keinen Win geholt habe. Es tut mir leid, Leute. Ihr wisst, ihr seid. Ihr gebt es gleich bei mir. Ihr seid Besseres gewöhnt, aber das gibt der Miki, genau. Der Miki muss für unsere Familie, er muss den Win holen. Das heißt, ihr könnt lange bei ihm bleiben, bis er gewinnt, sonst könnt ihr ihn zusammenschnauzen. Ja, so. Zusammenschnauzen und auch anspucken. Vorher gehe ich nicht auf. Das Problem ist, wenn wir über Discord singen, das haben wir Verzögerung. Das wird so Katastrophe. Das wird so Katastrophe. Nein, das wird gut, das wird gut. Das wird Katastrophe, okay. Singen wir einfach a cappella? Ja, können wir. Ne, lass einfach probieren. Weil wenn wir singen, wir versuchen es ja aneinander anzugleichen. Das Problem ist dadurch die Verzögerung. Ja. Wenn wir es niemals hinkriegen, dann werden wir immer langsamer. Ich kenne das. Okay. Okay. Machen wir mal auf drei, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Happy birthday to you. Das können wir nicht machen, können wir nicht. Geht, funktioniert aber nicht. Happy birthday to you. Nee, wir werden immer langsamer, weil wir versuchen, auf die anderen einzugehen, aber das können wir nicht. Man kann nicht über Telefon und nicht über Discord und Teams, wie kann man nicht singen. Das funktioniert nicht. Ja. Okay, also wollen wir es einfach lassen? Ja, ich singe jetzt und ich schicke dir die Leute gleich rüber und du musst den Win heute holen, okay? Ja. Das war sehr lustig, Miki. War auch geile Operationen. War sehr, sehr wild. Okay. Hat mir echt Spaß gemacht, auch das Chirurgen-Game. Ja, fand ich auch nice. Nur das Lecken war ein bisschen doof, aber du kannst mir ja gleich in eine WhatsApp schicken mit einem Geburtstagsständchen. Ja. Dann kannst du gleich nochmal deinen Gesang unter Beweis stellen. Okay. Mach ich. Gut. Dann Liebe geht raus an dich, an die Zuschauer, an die Mods, an dich selber. War sehr, sehr nice. Küsse, gerne küsse, wieder. Bis später, du kleine Maus. Ciao. Okay, Leute, jetzt singen wir noch einmal für die Geburtstagskinder. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Kip Supernova und Zero to Laura. Happy birthday to you. Küsse gehen raus. Küsse. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restgeburtstag. 5 Minuten habt ihr noch Geburtstag. Und wir sehen uns morgen wieder um 20 Uhr.
bei Ungeklickt. Und danach gibt es noch Apex mit Tanzwort und Mo wird wild. Und jetzt könnt ihr bei Miki vorbeischauen. Ich mache einmal noch kurz den Twitch-Channel hier auf. Und dann könnt ihr noch bei Miki gerne noch ihn anfeuern, dass er sich den Sieg holt, Leute. Das ist der liebe Miki. Monta hat deinen Kanal vorgeschlagen zum Folgen. Schick mal einen Clip. Und was er gesagt hat. Schaut rein. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao. Küsse, 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 Küsse. Ciao.